größten Hetzer der woken Twitch-Bubble. Und wir schauen uns heute einen Talk an, den er vor über einem Jahr schon mit Proletopia hatte und wo er wirklich furchtbar performt hat, Lügen über andere Leute verbreitet hat und wirklich die Strategie, wie Woke den Diskurs radikalisieren, wunderbar aufgezeigt hat, weswegen dieser Talk ziemlich zeitlos ist und sich auch immer wieder angesehen werden kann. Doch ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Gast eingeladen. Hallo, Sella. Ja, hallo. Freut mich mal wieder da zu sein. Jo, die meisten bin gespannt. Die meisten werden dich kennen. Du hast auch noch einen YouTube- und einen Twitch-Kanal. Brauche dich, glaube ich, nicht nur groß vorstellen. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, du hast mir vorher gesagt, du hast früher nicht den ganzen Talk gesehen, sondern Ausschnitte. Wie bist du denn an diese Ausschnitte gekommen? Oh, die sind auf jeden Fall viral gegangen überall. Und ich glaube, KuchenTV, die habt heute auch noch. Oder alle möglichen Influencers, Gurus. Ich weiß gar nicht mehr, wer das alles. Auf jeden Fall, das ging auf jeden Fall viral. Ne? Das besonders das mit den der gesunde Menschenverstand, war das ja, ich glaube, das müsste der Talk gewesen sein. Ja. Das haben natürlich auch die Rechten zu Genüge geteilt dann, ne? Das ist natürlich gefundenes Fressen für die. Weil man, dann kann man da immer sagen, ja, die Linken, guckt sie euch an, so was sie für Blödsinn reden, ne? Wie radikal die sind. Tja, die bekleckern sich da nicht gerade mit Ruhm, die Broken. Ist sehr schade und wirft natürlich auch ein schlechtes Licht auf alle anderen Linken dann, ne? Dementsprechend. Ja. Ja, wenn wir dann. Aber wie gesagt, zu deiner Frage, also. Würde ich sagen. Genau. Also. Wie gesagt, das ist viral gegangen, die. Und ich bin gespannt, ich habe das Gespräch noch nicht komplett gesehen, daher. Ja, mal schauen, was da noch so geredet wird. Da sind wirklich nur Perlen drin. So viel kann ich dir schon mal versprechen, auch wenn es bei mir auch bestimmt schon wieder ein Jahr oder so her ist, wo ich das zuletzt gesehen habe. Ich meine, ist ja auch schon ein Jahr her, das Gespräch. Aber das ist. Also, Dara zeigt dir, wie gesagt, wirklich ganz offen, wie er vorgeht. Und heute hat er da, glaube ich, so eine Hemmung, all das zu sagen, was er denkt, weil er weiß, dass dann KuchenTV sehr schnell ein Video machen könnte. Damals hat Holger Kleimer auf den Talk reagiert, weswegen der auch ziemlich so groß rumgegangen ist, unter anderem. Ja, ist auf jeden Fall viral gegangen, die ganzen Ausschnitte da. Aber genug des Vorgesprächs. Auf jeden Fall sagen. Ja, genug des Vorgesprächs. Erwin zeigt uns hier vorher noch seinen anderen Ausschnitt von Dara, von einer Aussage, die er kurz vorher bei so einer Reaktion auf Sinans Woche getätigt hatte und die ja auch ziemlich tief blicken lässt. Lager zu schicken. Marie-Louise Vollbrecht würde sich eine Regierung an die Macht kommen würde, die Transmenschen einsammeln würde, um sie in Vernichtungslager zu schicken. Marie-Louise Vollbrecht würde sich nicht hinstellen und sagen, oh, das wollte ich aber nicht. Das geht mir jetzt aber zu weit. Jetzt gehe ich in den Widerstand gegen diese Regierung, weil so schlimm wollte... Nein, die will die alle tot sehen. Da könnt ihr von ausgehen. Und das kündigen solche Menschen auch praktisch immer wieder halt implizit an. Und das siehst du vor allem daran, dass sie keine Grenze abstecken. Eine Marie-Louise Vollbrecht hat sich noch nie damit beschäftigt, dass es Also kurz gesagt, es wird ihr... Ja, also Sella, wieso tätigt ein Walker so eine Aussage? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das tatsächlich auch für ein Video verwendet damals. Weil man kann sie halt gut bloßstellen. Ne? Also, warum er das tätigt, ich weiß es nicht. Glaubt er das wirklich? Oder will er die Leute irgendwie, weiß ich nicht, in eine Ecke stellen? Ich weiß es nicht, warum er das sagt. Also, trägt natürlich zur Verrohung des Diskurses bei. Ne? Also, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also, was ihn da damals dazu bewegt hat, ob der das wirklich ernst meint. Ich weiß ja nicht mal, ob er das ernst meint oder ob der das wirklich nur sagt, um seiner Bubble zu gefallen, aber also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, er weiß ja nicht, was du davon hast. Radikalisieren. Ja, ich glaube, ja wahrscheinlich. Ich glaube, er macht das mit Berechnung. Also das werden wir in dem Gespräch noch einige Male sehen. Er möchte Marie-Louise Vollbrecht unmöglich machen. Er möchte, dass sie mittlerweile nicht mehr zu Medien eingeladen wird. Wobei ich das bei ihm... Ja. Ihr wendet hier das in einem Twitch-Stream an, was man bei diesen ganzen Verleumdungs-Accounts auf Twitter immer wieder sieht, die so kleine Clips von Streamern sammeln und sie versuchen, unmöglich zu machen. Wobei ich das interessant finde, weil ich hatte ja auch mal auf ihn reagiert und bei ihm fällt mir auf, es gibt ja wirklich so Woke, die wirklich sagen, ah, alles Nazis. Bei ihm kam mir immer öfters das Gefühl, das habe ich auch in der Reaction zu ihm mal gesagt, eigentlich versucht er noch zu differenzieren. Aber dann hat er hier wieder solche Szenen, wo er dann wieder komplett darauf scheißt und auf einmal doch wieder komplett alles durcheinander wirft und plötzlich Nazis, eine Marie-Louise Vollbrecht plötzlich auch schon Nazi ist, ne, für ihn.
Und dann hat er wieder aber Szenen, wo er dann wieder sagt, ja, da muss er mal differenzieren können. Also bei Dara, das habe ich schon damals schon gesagt, bei Dara, ich weiß nicht, ist sehr seltsam. Also mir kommt das, entweder sagt er gerade, was für ihn opportun ist, oder ich kann mir das nicht erklären, weil, wie gesagt, manchmal sagt er dann, kann er dann differenzieren und sagt das auch offen und in einem anderen Moment auf einmal wirft er alles in einen Topf wie hier. Also ich werde da nicht ganz schlau drauf, habe ich damals schon gesagt. Also keine Ahnung, was das soll. In einen Topf, also diese Unterstellung, wer das Selbstbestimmungsgesetz ablehnt, wer diese Gender-Ideologie ein bisschen kritisch sieht, der will alle Transmenschen tot sehen. Diese Erzählung ist in dieser Bubble tatsächlich weit verbreitet und die versuchen, die im Diskurs hegemonial zu machen, die versuchen damit jede kritische Stimme im Keim zu ersticken, denn Leute, die einen Genozid an Transmenschen wollen, mit denen kann man ja nicht reden. Also wenn das stimmen würde, dann wäre das ja tatsächlich ein Argument, aber es stimmt halt nicht. Es ist eine haltlose Unterstellung. Dazu muss man sagen, Marie-Louise Vollbrecht ist eine linke Feministin. Die ist die ist ja nicht mal konservativ oder rechts oder sonst deswegen, irgendwas. Also deswegen, ich verstehe das, also beim Thema Trans sowieso, aber generell so, ne? Generell kann er da ab und zu mal gut unterscheiden und dann wieder nicht. Also bei den Trans-Thema sowieso nicht, weil da sind sie absolut alle sehr radikal in der Hinsicht, ne? Die Leute aus dem Woken-Lager. Ja, gut, egal, muss man mal gucken. Ja, ja. Also man sieht das ja auch bei Streamern, die das nur etwas kritisch thematisieren. Imp sagt beispielsweise, ja, Menschen können keine Wölfe sein und ihm wird Transfeindlichkeit vorgeworfen. Nemesis macht mal ein paar Videos, wo er Finessi kritisiert und sofort gehen alle Walken im Schwarm auf ihn los. Also das ist schon ein bisschen kritisch. Und Sinan, worauf er gerade reagiert, ist wirklich das beste Beispiel, wie diese Walken ausrasten. Der wurde ja von Dekadent auch jüngst immer noch richtig hart beleidigt. Also ja. Ich finde es generell interessant, wie sie komischerweise immer die Leute, die eigentlich auf ihrer Seite sind, angreifen, ne, aufs Schärfste, wohingegen sie bei den Rechten einfach gar nichts sagen. Es ist mir wirklich ein vollkommenes Rätsel. Das ist nicht komisch. Das ist vollkommen logisch. Denn von den Rechten, da wissen sie selbst, dass sie da niemanden auf ihre Seite ziehen können. Das sind sowieso Feinde, aber das sind Feinde, die sind ganz weit weg. Machen ihnen ihre Hegemonie in ihrem eigenen Lager streitig. Deswegen gilt es, das im Keim zu bestätigen. Deswegen gilt es, ich glaube schon, ja. Proletopia als rechtsradikal, als nationalistisch, als was weiß ich zu framen, was er da letztes Jahr alles versucht haben. Ich meine, auch Neitern, als er bei Proletopia zu Gast war, hat ihm ja so einen Katalog mit 10 Anklagen vorgelegt, die irgendwelche Leute auf Twitter über ihn gesammelt hatten. Und er hat ja auch betont, ne? Naja, also Erwin, wenn du jetzt das und das änderst, dann könnte man dich vielleicht doch noch akzeptieren, so, ne? Also er hat ihm ja ganz eindeutige Angebot gemacht, dass er vielleicht da wirklich noch hofft, die Leute, oder er hat ja auch gesagt, hey Leute, kommt doch einfach zu uns rüber, ne? Also er hat da eindeutige Angebot gemacht, also da ist offenbar das Ziel natürlich, die Leute auf seine Seite zu ziehen, denke ich mal auch. Ja, eindeutig. Aber dann, das zeigt ja eigentlich, dass sie alles, was sie reden, eigentlich gar nicht ernst zu nehmen ist, weil ihnen ist ja selber klar, dass sie die Leute erreichen können. Also können sie gar nicht so radikal sein, wie sie versuchen, die darzustellen, ne? Das ist ja der ganze Witz daran. Weißt du, was ich meine? Ja. Also sie versuchen, sie als absolut böse darzustellen, aber sie wissen ja, dass sie die Leute erreichen. Sie sagen ja selber, hey, komm doch zu uns rüber. Oder hey, wenn du das und das änderst. Sie wissen ganz genau, dass das, was sie sagen, einfach total Bullshit ist. Dass sie lügen. Sie lügen ganz offensichtlich. Ja, natürlich. Und, also sie wissen, dass diese Leute vernünftig sind und dass man die erreichen kann. Aber erzählen halt genau das Gegenteil. Das ist ja der Witz dran. Sie lügen also ganz offensichtlich da in der Hinsicht. Muss man sagen. Ja, natürlich lügen sie. Ja, natürlich. Ich glaube, das sollte wirklich jedem klar sein. Denn Marie-Louise Vollbrecht, die hat niemals irgendetwas in diese Richtung gesagt, was Daria gerade beschrieben hat, also dass sie Transmenschen in Konzentrationslager stecken will. Und trotzdem wird das hier behauptet. Also das ist schon eine Strategie, um den Diskurs zu vergiften, um bestimmte Leute unmöglich zu machen. Und das Einzige, was sie wollen, ist Unterwerfung. Wenn du sagst, ich erkenne eure Ideologie an oder ich äußere mich gar nicht mehr zu Politik und jedes Mal, wenn ihr mich hier kritisiert, dann gebe ich dem nach. Ja, dann sind sie zufrieden. Aber wenn du einen Kritikpunkt hast, dann bist du ein Feind. Genau, ich habe ja auch sehr viele Videos drüber gemacht. Was sie wollen, ist, dass du dich natürlich ihnen unterwirfst, beziehungsweise, und das ist halt das Problem daran, was ich da sehe, ne? Die ganzen Leute, die können ja nichts für, so die Transmenschen und so, viele wollen das ja auch gar nicht, ne? Von ihnen so in Schutz genommen zu werden und dass diese Leute für entsprechend sich als Allies, sag ich mal, hinstellen. Wollen viele ja gar nicht, ne?
Aber sie, ja, das Gefährliche sind halt Demagogen, ne? Sie wollen halt, dass du dich ihrer Ideologie, sie wollen halt was zu bestimmen haben, sag ich mal, ne? Sie wollen ja was zu sagen haben. Und ja, das ist natürlich das Gefährliche an dieser woken Ideologie. Ja, zumindest was die Demagogen angrippelt, ne? Die Leute, die was zu sagen haben, da, sag ich mal. Ja. Ja, einfach hier unterstellt man so, dass sie einfach alle Transmenschen tot sehen will. Okay, und das ist der Punkt. Über das wollen wir reden, weil das ist seine Strategie, dass er so darüber redet. Das ist seine Strategie von ihm, so über Leute zu reden. Darüber wollen wir reden. Das ist alles. Ja, sich darüber aufzuregen ist halt, ich weiß nicht wozu. Ja, ich verstehe nicht. Aber okay. So, jetzt können wir reden. Alles klar, Thema... Hallo? Hörst du mich? Ja. Servus, ich danke dir für die 3 Minuten. Das war wirklich wichtig für mich und die Community. So. Aber wie er schon von Anfang an wollen so von oben herab... Also mein Chat sagt, du musst es noch unbedingt ein Video zeigen. Ich wollte das zeigen, was ich hochgeladen habe, ja. Ja. Genau. Warum macht man sowas? Wollen wir Video uns schicken gegenseitig oder nur Ton? Nee. Also, ich glaube, Ton geht. Ton reicht? Dara hat den Talk ja seltsamerweise nicht auf seinem Kanal hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wieso. Stimmt. Okay. Ja. Alles klar. So, dann Servus. Ich grüße dich. Schön, dass wir mal wieder miteinander reden können. Long time no see. Long time no see. So ist es. Ja. Und ich meine das ernst, was ich vorher gesagt habe. Ich bin good faith. Ich komme nicht als Feind. Ehrlich. Und das wirst du auch gleich sehen. Aha. Ja, ehrlich, ganz ehrlich. Ja, aber das ist interessant, ne, wie... Mach ich doch. Alter, ey, wie er von oben herab redet, ne, der Dara, das ist krass. So aus so am Anfang so, ja, hallo, ja, so von oben herab, ne, aber das ist auch so ein typisches, ja, man fühlt sich halt überlegen, ne, er fühlt sich halt überlegen da in der Hinsicht. Ah, nee. Im Chat fragt gerade einer, wer ist dieser Streamer mit den Haaren? Ja, Proletopia. Man erkennt ihn kaum so wieder. Ja, aber ich habe mich mittlerweile an die kurzen Haare gewöhnt. Also. Ja. Ja. Ist ja auch angenehmer mit kurzen Haaren für einen selbst. Ja. Wie geht's dir? Alles gut? Danke, mir geht's gut. Aber. Ja. Dir ist schon klar, dass das eine ganz merkwürdige Strategie ist, da irgendwie erstmal diese Moves zu machen, aber dann einen auf. Ja, pass auf, ich bin hier der kühle Kopf und möchte ganz normal reden. Wieso bist du denn jetzt so hyped? Es tut mir wirklich leid, dass dich das verletzt hat, dass ich das hochgeladen habe oder dass es dich aufgeregt hat oder dass es dir den Anschein gemacht hat, als wäre das irgendeine böse Trickaktion von mir, war es wirklich nicht. Es geht darum, dass wir jetzt darüber sprechen. Und ich habe das hochgeladen, weil ich mir einfach gedacht habe. Stimmt, da war. Dass das deine Strategie ist. Erwin hatte da irgendwas auf Twitter hochgeladen. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was das war. Ja, da war irgendwas. Den Clip, den wir eben gesehen haben. Ah, genau, okay. Weil stimmt. Die Aussage ja wirklich ziemlich unmöglich war. Hm. Und damals, da haben die Walkies wirklich jeden Stream von ihm akribisch dokumentiert und ihm da irgendwie Unsinn unterstellt. Von Antisemitismus über Rechtsradikalismus bis hin zu Transfeindlichkeit. Also wirklich das ganze Repertoire. Haben sie wirklich auf abenteuerlichste Art und Weise versucht herbeizukonstruieren. Ey, ich bin so froh, dass das mittlerweile endlich mal kritisiert wird und dass es Erwin da auch so ein bisschen entlastet wurde, weil die sind ja alle auf den drauf damals. Kürtscher hat ja wirklich Dokumente angelegt über ihn, ne? Und ja, man konnte da halt auch nichts wirklich was machen, ne? Die haben halt gemacht, was sie wollten damals und ja, das ist jetzt mittlerweile vorbei, sag ich mal. Seitdem sich die größeren Leute da gegen aufgelehnt haben, so ein bisschen, sag ich mal. Ja, aber ist irgendwie traurig, wenn so ein kleiner, einzelner Streamer, der keine großen Bubble angehört, wenn der angegangen wird, dann eilt ihm keiner zur Hilfe, mehr oder weniger. Ja, ich habe halt da immer versucht ein bisschen, aber das konntest du halt vergessen. Die waren halt, auf Twitter hast du halt, wurde die halt fertig gemacht von allen Seiten. Alerta ja auch noch, ne, falls du dich an den erinnerst. Mhm. Ist jetzt genauso beim Äqualisten. Also die hat ja auch keine Bubble hinter sich in dem Sinne. Die war ja auch ziemlich einzeln unterwegs. Jedenfalls so, wie ich das verfolgt habe. Soll jetzt wohl auch ausgewandert sein aus Deutschland. Also so weit ist schon gegangen. Das ist Wahnsinn, ne? Und das ist von denen, die eigentlich die Guten sein sollen, ne? Wahnsinn.
Ja, sie sind ja auch die Guten. Also alles, was sie machen, ist ja schließlich, also was die Guten tun, ist immer gut und was die Bösen tun, ist immer böse. Und der Equalist, der hat gefordert, dass Männer und Frauen einfach nur gleichberechtigt sind und Frauen nicht irgendwelche Privilegien erhalten oder irgendeine komische Identitätspolitik gemacht wird oder man sich so komisch Feminismus darauf befahren schreibt. Und wer sowas sagt, der gehört leider zu den Bösen. So ist das dann. Ja. Gut beschreibt oder beziehungsweise die Strategie, weil darüber wollen wir heute reden, über meine Strategie versus deine Strategie, beziehungsweise was ist besser, was ist dies, was ist das, ja. Und das gehört zu deiner Strategie, was du da machst. Aber das hast du früher nicht gemacht, was du hier gemacht hast. Und ich finde, das zeigt deine Entwicklung von dir. Weil man sagt über mich immer, ich bin abgedriftet. Aber ich finde, du bist abgedriftet. Und darüber können wir gerne reden. Deswegen habe ich das hochgeladen. Ich habe mich schon immer echt verschissen in den Weg gestellt, egal wo. Und glaub mir, auf online war ich früher viel schlimmer. Du, es geht nicht darum, sich verschissen. Faschisten. Er hat vorhin einen Clip von Marie-Louise Vollbrecht gezeigt, den Dara offensichtlich gesehen hatte. Oder gesehen haben muss, sonst hätte er gerade nicht so komisch reagiert beim Beginn des Streams. Ja. Faschisten in den Weg zu stellen, sondern über Leute Dinge zu behaupten, die nicht stimmen. Wie zum Beispiel, dass sie einfach alle Trans-Personen tot sehen will. Deswegen habe ich mich dann frage. Warum stellt man sich nicht den echten Rechten mal in den Weg? Anstatt immer den Linken. Oder Leuten wie Equalist. Oder Leuten wie KuchenTV. So, weißt du, das sind ja Konkurrenten im eigenen Lager sind. Ja, ja, klar. KuchenTV, der ist am Rande des Mainstreams. Den will man aus dem Mainstream canceln. Nur, dass die eigene Bubble das nicht. Na gut, sie sagen, okay, ich verstehe das. Ich war ja auch damals bei denen, die sagen, ja, man, mit Rechten soll man nicht reden. Ja, okay, also willst du quasi nur noch die. Ich denke mal, es geht wirklich nur darum, die Leute, die man noch erreichen kann, zu erreichen, glaube ich, ne? Scheinbar. Deswegen werden die vom Rechtsrand komplett ignoriert, Leute, weil man denkt, dass man die nicht erreicht. Es geht darum, eine Hegemonie aufrechtzuerhalten. Es geht darum, dass keine relevante Kritik äußert. Es geht darum, dass der Debattenraum eingeschränkt wird. Was meinst du, warum es so wenige Debatten zwischen rechten und linken Influencern gibt? Weil die Rechten teilweise wegzensiert wurden, weil es aber auch mittlerweile so eine Cancel Culture gibt, wo jeder, der mal mit jemandem mit anderer Meinung spricht, gleich Angst haben muss, gecancelt zu werden. Ja. Also im Jahr 2017. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da ein bisschen in der Hinsicht ein bisschen naiv geworden. Verzeih mir das. Ich war ja früher auch so extrem, wirklich wokey, habe ich wirklich überhaupt nichts vertraut und habe denen gar nichts Gutes zugestanden. Mittlerweile versuche ich so ein bisschen good face da ranzugehen, ne? Aber ja, ich werde immer eines Besseren belehrt, sag ich mal so. Ich versuche einfach einen realistischen Blick auf die Dinge zu kriegen und diese Leute sind Antidemokraten. Das kann man das, was ja, das sowieso. Ja, das sowieso. Ja. Achso, es schreibt ja in einem Chat, Dara hat doch letztens mit Boris von Morgenstern geredet. Die Woken, die dürfen das. Ihr seht ja auch, Dara darf hier auch mit Proletopia reden. Wenn Imp mit Proletopia redet, dann ist das ganz, ganz böse. Oder ein Sinan mit Proletopia. Dann müssen da Twitter-Threads drüber angelegt werden. Ja, also, weil die das halt nicht richtig einordnen und so. Die können das halt nicht richtig einordnen. Da braucht es halt einen richtigen linken Streamer, der das einordnet. Nein, also keine Ahnung, es ist halt lächerlich. Lass mal daran mal weiter einordnen. Ja. Kontaktiert, weil ich konnte ihr nicht einfach so eine Nachricht schicken. Und sie hat mir geantwortet und hat zu mir gesagt, dass das absolut nicht der Wahrheit entspricht, was du da über sie behauptest. Alles klar. Genau, deswegen habe ich das gemacht. Ich wollte einfach eine Antwort von ihr haben, bevor ich mich hier hinstelle und zu dir sage, was meinst du, wie kannst du das nur sagen und dann wissen wir beide nicht. Was meinst du, wenn ich Bernd Höcke gegenüber die Behauptung aufstelle, dass er alle Juden umbringen möchte und du schreibst ihm, hey, möchtest du das wirklich? Was glaubst du, antwortet er? Ich finde diesen Vergleich zwischen... Möchtest du? Also Stella, was würdest du sagen? Möchte Björn Höcke, jetzt fange ich auch schon so an, alle Juden umbringen? Nein. Das glaube ich nicht. Also das ist einfach eine Unterstellung, die Dara hier macht und die er sich sonst woher nimmt. Also da gibt es keine Belege für, da wirst du auch keine Zitate finden. Also okay, du wirst einige rassistische Aussagen von Höcke finden. Ja. Aber erstmal wahrscheinlich nicht gegen Juden, also zumindest habe ich da keine gefunden. Und erst recht keine, die irgendein Vernichtungsprogramm fordert. Es ist so absurd, was Dara hier behauptet. So wäre ich Höcke, würde ich dagegen wahrscheinlich juristisch vorgehen. Aber Höcke hat ja ganz andere Probleme mit Menschen, die irgendeinen Unsinn über ihn behaupten.
Höcke und Fräulein Vogel. Ja, das geht gar nicht. Ne? Schreib doch früher, wenn ich zu leise bin. Also, meine Güte, wenn ich zu leise bin, wenn die Lautstärke-Relationen nicht passen, dann schreib das bitte gleich in den Chat. Das kann ich nämlich ziemlich schnell lauter stellen. Das müsst ihr nur früh genug in den Chat schreiben. Sonst Archie, ja, ich hab's gesehen. Ich antworte dir da doch. Ich war jetzt erst gerade dran an den Laptop gegangen, jetzt auch, wo ich live gegangen bin mit Agitator. Ich antworte dir dann noch auf jeden Fall. Ich hab's nicht vergessen, auf jeden Fall. Wieso? Was denn passiert? Archie hatte mir eine private Nachricht geschrieben. Ich war jetzt generell ein bisschen AFK in den letzten Tagen. Ja, ich antworte auf jeden Fall noch. Ich gucke auch nicht jeden Moment auf Discord. Also aktuell ein bisschen mehr, weil ich halt einige Gespräche darüber organisiert habe, aber bin auch nicht dauernd auf Discord. Auf welche Gespräche dürfen wir denn in Zukunft gespannt sein? Achso, jetzt mit dir das eben. Zuletzt hatte ich eins mit Wahlapostel und davor mit Realtalk ist das. Ah ja, stimmt, da warst du auch zu Gast. Da habe ich auch mal kurz reingeschaut. Aktuell schaue ich dein Gespräch mit Fabian Lehr noch. Finde ich auch ganz interessant. Das ist ja auf dem Erstkanal. Das ist eins der, ich sag mal so, Gespräche, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und nicht nur einfach so ein lockerer Twitch-Talk. Also das ist ja auf Twitch hier da. Und vor allem, wenn man vorher nichts abgesprochen hat, da ist man ja auch auf nichts Konkretes dann vorbereitet. Ich meine, ist ja nicht schlimm, aber dann haben die Gespräche halt nicht so eine Tiefe, sondern sind halt mehr Unterhaltung, aber das ist ja auch gut. Ich finde es geil, wie er wirklich als waschechter Kommunist wirklich die Leute, die Kapitalisten als Bourgeoisie bezeichnet. Das finde ich richtig geil. Wie er immer sagt, die Bourgeoisie. Ja, ist doch ein schönes Wort. Ja, ich mag das mittlerweile auch mega gern. Würde ich nicht so häufig verwenden, nicht so sonst fragt mich am Ende jeder, ob ich ein Kommunist bin. Bist du Kommunist? Ich habe mich bei Imp, ich habe bei Imp ja letztens ein Gespräch gehabt und mich dagegen gegen diesen aktuellen Rüstungswahnsinn, den wir sehen, und die Pläne von so einem deutschen Think Tank, habe ich alles Video auf meinem Erstkanal, gehe ich jetzt nicht so detailliert drauf ein, dagegen ausgesprochen. Und im Chat hat gleich irgendjemand geschrieben, dass ich ein Tanky sei. Ah, okay. Tobias Huch hat es ja geredet, ne? Das fand ich auch. Ja, das ist spontan. Ich fand's cool. Das war nicht geplant. Ja, ich fand's sehr witzig. Ja. War halt das übliche Zeug. Also, Imp hat sich gefreut auf jeden Fall. Wie Imp immer dann hat immer so gegrinst. Ja. So, nee, das ist absurd. Das ist ja wirklich. Na ja, schrecklich, sowas zu machen. Würde ich nicht machen, nein. Ja, nee, weiß ich. Würde ich nicht machen, ja. Aber weil ich einfach Menschen nicht mit Menschen vergleiche. Ja, reden wir mal über die Strategie. Kannst du mir die beschreiben, was du da jetzt die letzten Monate abgezogen hast? Was ich die letzten Monate abgezogen habe? Du meinst seit einem Jahr eigentlich schon. Wer so von oben herab spricht, ne? Das ist so furchtbar. Ja, das macht er die ganze Zeit. Also, das hat er im Talk mit mir nicht so gemacht, aber wahrscheinlich, weil er mich noch nicht so zuordnen konnte. Ich meine, Politopia hat er ja schon eine lange Hintergrundgeschichte, aber darauf wird in diesem Talk auch noch eingegangen werden. Ich möchte auch mal mit Dara reden. Schreib ihn doch mal an. Also, ich glaube, obwohl, meinst du, er hat von dir schon mal was mitbekommen? Er hat tatsächlich auf meine Bewerbung für den Grabenkampf, mein Video, was ich gemacht habe, reagiert live im Stream und darauf habe ich ja auch eine Reaction gemacht, wiederum. Also er hat schon mal auf mich reagiert. Das habe ich damals nicht mitbekommen. Wo ich noch bei den Rechten unterwegs war. Ja, das typische Gelaber halt über die Rechten halt, die mit so einem Nazi redest halt über sowas nicht und bla bla bla. Und ja, da kann er hier sonst was unter Palmen, weil ich da so Palmenbilder und so verwende als Hintergrund, ne? Und er kann er verstecken, aber Herr Nazi, bla bla bla, also nichts Besonderes, nichts Inhaltliches so wirklich. Da habe ich ihn halt auch quasi damit konfrontiert, ne, mit diesem, was der so rausgehauen hat über Marie-Louise Vollbrecht, dass er die Transmenschen tot sehen will und diese ganze Sache. Und was will er darauf antworten, oder? Und das ist halt, Nazi, bla bla. Ja, gut. Ach, ich muss euch, können wir vielleicht mal wann anders drauf reagieren. So ein kleiner rechter YouTuber hat eine Bewerbung für Funk gemacht, so eine satirische, die fand ich auch ziemlich witzig. Ah, da können wir wann anders drauf reagieren. Heute.
Nee, aber das Video, was du damals, wo du damals von Dara darauf reagiert hast, ist das immer noch online? Ja, ja, ist alles auf meinem Kanal zu finden. Warte mal, ich habe da, also er hat quasi auf meine Bewerbung für den Grabenkampf reagiert. Ich hatte ja so ein satirisches Video gemacht, wie ich mich für den Grabenkampf bewerbe. Ne? Das gab es ja damals noch, gibt's jetzt nicht mehr. Genau, da habe ich halt so ein bisschen satirisch drauf reagiert, ja, und hab halt auch so aufgezeigt, da habe ich auch, ist viel, also falls du da Material brauchst, da ist sehr, sehr viel von den Wokies auch, wo Karl gesagt hat, man sollte die in die Löcher treiben und alles so weiter Sachen. Und darauf hat er halt reagiert, daraufhin habe ich dann wieder reagiert in zwei Videos. Ja, also. Also gibt's alles auf meinem YouTube-Kanal, wer sich da interessiert für. Bricht das Material, wenn ich mal wieder auf Dara reagieren wollte, das geht auf jeden Fall nicht aus. Ja, in seinen neueren Streams, da ist er ja immer vorsichtiger, also er sagt den gleichen Schwachsinn wie früher, aber seit letztem Sommer, wo Skurrus und KuchenTV gegen ihn gegangen sind und er dann auch mal ein paar Abmahnungen bekommen hat für die Lügen, die er über andere Leute verbreitet hat, da ist es ist er doch ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich darf ja mal einen Link von meinem YouTube-Kanal reinhauen, ne? Ja, okay. Kannst du gerne machen. Ich wundert mich, dass das noch keiner im Chat gemacht hat. Sonst habe ich immer. Juni macht das immer. Der ist immer so aktiv, aber der ist gerade nicht da. Ist gleich bei der Übersicht, müsste das, glaube ich, gleich angezeigt werden. Ja, meine Bewerbung für den Kramkampf. Ich finde das auch gleich nochmal an, den Kommentar, dann bleibt da oben. Oder? Nee, nicht wirklich. Okay. Na, ich glaube schon. Weil es hat ja angefangen damals, wo ich angefangen habe mit. Ja, der Bubble zu beefen. Da war Pranky dabei, da waren ein paar andere dabei, Karl war auch dabei und so. Ja. Da hat das Ganze angefangen, ne? Ach übrigens, wirklich, nur mal so zur Info. Am Rande nochmal, wenn ich jetzt schon sehe, nur weil ich dort damals in der eher rechten Bubble unterwegs bin, meine Kritik den Woken gegenüber bleibt ja bestehen deswegen, ne? Also zumindest den Demagogen, sag ich mal jetzt, ne? So Leuten wie Dara und so. Ich bin da zwar, habe mich da zwar ein bisschen zurückgenommen, aber ja, meine Kritik bleibt an den Leuten. Also da hat sich halt auch nichts geändert, groß, ne? Das wollte ich nur mal sagen an der Stelle. Ja, du hattest damals auch noch einen realistischeren Blick als ich wahrscheinlich. Ich habe bis zum Beginn des Ukraine-Krieges nämlich noch geglaubt, dass diese Menschen zwar seltsame Ansichten hatten und ein bisschen nervig sind und die diesen seltsamen Aktivismus zurückfahren müssen, dass man aber grundsätzlich, da sie wirtschaftspolitisch richtige Ansichten hätten, mit ihnen zusammenarbeiten könnte. Und heute weiß ich, ja, das wirtschaftspolitische Programm ist eben nicht alles. Also diese komplette Degeneration in allen anderen Bereichen, die hinterlässt erstmal auch Spuren auf die wirtschaftspolitischen Einstellungen. Und zweitens führt das dazu, dass diese Leute dass sie diese komplette Intoleranz gegen andere Meinungen fahren. Das heißt, selbst wenn man ihnen zusammenarbeiten wollte, selbst wenn das Ziel wäre, würden sie nicht mit einem zusammenarbeiten, da sie einen halt als Feind sehen, wenn man beispielsweise schon keine Waffen in Kriegsgebiete liefern will. Nein, du musst wirklich mit diesen Leuten komplett übereinstimmen, ne? Die wollen, dass du, wie wir hatten es ja anfangs mit Neitan, ne? Neitan, die Voraussetzungen sind, ihr müsst so wie denken wie wir und ihr müsst das komplett abnicken wie wir und dann könnt ihr zu uns kommen quasi sozusagen. Aber erst wenn ihr halt das alles übernehmt, ne, alle unsere Talking Points. So, man hat ja auch zwischen Proletopia und Neitan gesehen, wirtschaftspolitisch ist man sich in vieler Hinsicht schon einig, ne? Also man kritisiert den Kapitalismus, wobei ich halt von Woker-Seite dann nicht verstehe, warum man die Konzerne in Schutz nimmt, wie Disney und sowas, weißt du, die verteidigt man dann komischerweise, obwohl die das Problem sind. Man hat es ja, wie gesagt, wir hatten das Thema oft mit dem Humanity Rights Campaign, ne? Haben wir ja letztens schon öfters jetzt, hast du auch oft in deinen Streams, was da alles für Sponsoren dahinter stehen, ne? Also man kann die Woke-Ideologie halt nicht kritisieren, weil man den Kapitalismus und die Konzerne nicht dahinter kritisieren. Das tun halt die Woke oftmals nicht. Die legen ja doch eher die Hand über Konzerne wie Disney und sowas, ne? Weil die halt für queere Sachen sind und sowas, ne? Aber eigentlich müssten die, weiß nicht, sind halt, wie Morpheus sagt, genau wie die Rechten, die sind halt Stockholm-Syndrom der Kapitalisten, ne? Es ist einfach so. Auch, also das sind sowohl Rechte als auch Linke. Beide machen sich den Kapitalisten, gemeinsame Sache mit Kapitalisten irgendwo, ne? Und das ist halt das Problem. Morph hat auch sehr gut herausgearbeitet, wie neoliberal diese Woke-Ideologie eigentlich ist. Also dass dieses tribalistische Politikverständnis, dieses Unterteilen der Gesellschaft in immer neue identitäre Gruppen, in immer neue Opfer- und Tätergruppen, dass diese Konstruktion und dann vor allem das Herausschlagen von Vorteilen für diese irgendwie identitär definierten Gruppen, dass das eigentlich ein neoliberales Konzept ist und es den Herrschenden erleichtert zu herrschen. Hast du da zufällig den Link dazu?
Oder weißt du, wie das Video zufällig heißt? Ich gucke momentan sehr viel Morph. Das kann ich kurz einblenden. Findet, also den Kanal von Morph, den wird ja jeder selber finden, aber das Video, das kann ich euch kurz zeigen. Ich meine, ich muss ja nicht immer den Link reinschicken. Ihr seid ja schlau, ihr könnt ja die Titel von YouTube-Videos ergoogeln. Das dürfte ja nicht so kompliziert sein. Also, Linksliberale checken Feminismus nicht. Ich schaue momentan sehr, sehr viel Morph, muss ich an der Stelle sagen. Ja, der hat auch eine super Playlist über Wirtschaftspolitik. Die findet sich auch auf seinem Kanal. Ihr hattet ja auch mal miteinander geredet, das muss ich auch nochmal nachholen. Ja, da ist der Ton allerdings ein bisschen blöd, deswegen habe ich da zwei Versionen von dem Gespräch, aber ist schon ein bisschen her. Muss ihn vielleicht nochmal einladen und mir das nochmal, das war ein bisschen ungeordnet, das Gespräch, und ich hatte auch einige Themen noch nicht angesprochen, aber irgendwann Coco mal. Red, das läuft ja nicht weg. Vielleicht, ja. Nordkram, wieso? Ja. Sehr gut, auf jeden Fall. Was ist Wokey? Warum bist du keiner? Fragt jemand gerade. Wir haben sozusagen gesehen, sie kriegen überall Korrelation. Ist ein identitäres Politikverständnis in doppelter Hinsicht. Einerseits teilt man die Welt in Gut und Böse. Die Guten, das sind halt die woken Ideologen, die diese Ideologie teilen und vorantreiben wollen. Und in erster Linie, also alle, die quasi dieser Ideologie treu ergeben sind. Und die Bösen, das sind alle, die auch nur die leiseste Kritik haben für die woken-relevanten Punkten. Wobei ich das mittlerweile versuche, ein bisschen zu differenzieren. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die das gar nicht so begreifen, glaube ich. Die wollen einfach nur ihr Leben leben und versammeln sich da unter der Regenbogenflagge, aber sie wissen ja vielleicht nicht, welche Ideologie dahinter so ein bisschen steht. Und es ist nun mal irgendwo in gewisser Weise eine Ideologie. Und ich mache das diesen Leuten nicht zum Vorwurf, aber also ich will, dass jeder leben kann, wie er will, nur, wie gesagt, diese Ideologie dahinter, wie es die Demagogen halt machen, die machen halt eine autoritäre Ideologie daraus, aus meiner Sicht, ein bisschen so, wie es halt Dave Links der Mitte und Shoyoka, die gehen halt in eine komplett radikale Richtung in der Hinsicht. Und das kann ich dann halt nicht mehr gutheißen, so. Das ist halt das Problem. Ja, absolut, absolut. Wenn sie wirklich einfach nur wirklich das machen würden, wenn sie wirklich die Leute leben würden. Aber das Problem ist, die Demagogen lassen die Leute ja nicht. Sie wollen halt jeden auf ihre Seite irgendwie bringen. Und wenn du halt nicht denen mitgehst, das ist halt so ein Karl-Schmidtsches Politikverständnis, wenn du nicht auf meiner Seite bist, bist du mein Feind. Das ist ja bei den Rechten mittlerweile auch so und ähnlich. Ne? Die haben ja mittlerweile auch Feindes. Die haben ja auch wirklich, die Woken-Demagogen haben wirklich Feindeslisten und Blocklisten. Also ich bin bei Leuten gesperrt, da habe ich noch nie ein Wort geschrieben. Das ist unglaublich. Oder für den Stream gesperrt, wo ich noch nie ein Wort geschrieben habe. Und also, sowas kann ich halt nicht gutheißen. Ne? Warum? Das ist halt Zensur und das ist halt, Leute einfach mundtot machen, obwohl die nie irgendwas gemacht haben. So. Das kann ich halt, nur weil sie irgendeine Meinung haben, was dir einem nicht passt. Und das geht halt nicht. Ne? Das ist halt das Problem. Das ist mein Problem. Und dass man halt irgendwo die Konzerne natürlich nutzt, um auch alles in Film- und Gaming-Industrie immer mehr einzubringen. Und das, ja, finde ich halt kritikwürdig, sagen wir es so. So, sorry, ich wollte nicht zu viele aus. Absolut, hast völlig recht mit deiner Ausführung gerade. Wollte ich gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur noch mal was anmerken zu meiner Wokismus-Definition. Ich hatte ja gesagt, identitäres Politikverständnis in doppelter Hinsicht. Das heißt, erstmal, wie gesagt, Gut und Böse und zweitens Täter- und Opfergruppen oder marginalisierte Gruppen, wie die Wokisten gerne sagen. Also du hast jetzt, keine Ahnung, Frauen oder Transmenschen oder Nicht-Binäre oder Schwarze oder sonst irgendwen. Und jeder, der zur Opfergruppe gehört, der muss irgendwelche besonderen Privilegien bekommen oder Anerkennung, Aufmerksamkeit, was auch immer. Können auch Privilegien nicht monetärer Natur sein oder irgendwelche symbolpolitischen Maßnahmen. Und jeder, der das irgendwie ablehnt, der ist halt, wie gesagt, ein Feind. Der gehört dann zu den Bösen. Das heißt, man kann auch mit ziemlich lächerlichen Sachen sehr einfach politische Gegner wegcanceln, wo es um völlig andere Dinge geht. Das heißt, nehmen wir mal einen Friedensaktivisten, der sagt, ich bin gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Dann sucht man irgendwo in seiner Vergangenheit, wo er irgendwas gegen eine vermeintliche Opfergruppe gesagt hat. Also beispielsweise Alice Schwarzer bei Transmenschen. Also die hat zwar jetzt nicht gegen Transmenschen gesagt, aber wie gesagt, wenn du das Selbstbestimmungsgesetz ablehnst, dann bist du ja schon für die Wokisten ein ganz böser Transfeind.
Das heißt, die wird dann wegen ihrer vermeintlichen Transfeindlichkeit angefeindet, weil die Wokisten halt dann eine Waffe haben. Es geht gar nicht um das, was Schwarzer zu Transmenschen gesagt hat, sondern sie als Finns-Aktivistin zu canceln. Also das ist ja, da wurde das ja nochmal ausgegraben, nachdem sie sich da politisch so für Frieden engagiert hatte. Das, jetzt wirst du kritisiert, dass du den Höcke Rücken geben würdest. Rücken, was heißt Rücken? Ja, weiß ich nicht, weil du vielleicht. Ja, das ist aber also, typisch. Das ist oft, kommt oftmals. Das wurde mir damals auch, ja, du whitenightest ja die AfD nur, weil du komplett nicht irgendwie sie jetzt verurteilst für irgendwelche Sachen. Also, wo steht das denn? Lies mal den Originalkommentar vor. Also, mit so ungefähren Details kann ich nichts anfangen. Naja, Code Red hat geschrieben und verrückterweise gibt der stabile Agitator Höcke noch Rücken. Das ist der ganze Kommentar. Okay. Was heißt Rücken? Definiere bitte, was du damit gemacht hast. Ja, weil du vielleicht. Ja, ich bin halt dagegen. Dass weil du, Jörn Höcke weil du vielleicht gesagt wird, hast. Was er nie gesagt hat. Da bin ich halt dagegen. Nein, nein, nein. Ja, Code Red. Also, dann. Höcke was gegen Juden gesagt. Darum ging es ja, oder? Es ging ja darum, dass Höcke irgendwas. Dann bring doch mal gern ein Zitat, wo Höcke gesagt hat: Was war das? Du hast mich ja gefragt, ob ich sagen würde, dass Höcke, wie war das? Irgendwas mit Juden. Und da habe ich gesagt, nee, würde ich nicht, weil er es halt nicht gesagt hat. So. Also nee, warum. Ist nicht bekannt, dass er sowas gesagt hat. Aha, lul. Basisarbeit, ja, okay. Ja, also er kann es natürlich nicht sagen, ne? Code Red, du kannst natürlich nicht sagen, wo Höcke das gesagt hat. Du unterstellst es halt gerne, ne? Und machst dich darüber lustig, haha. Ja, das machen Wokies auch immer. Die machen, genauso wie Rechte auch übrigens, die machen sich dann immer so, haha, ja, haha, lustig, anstatt mal einen wirklichen Beleg vorzubringen. Ja. Stella, okay. Ich glaube, wir brauchen nicht auf jeden Troll im Chat eingehen. Also, das ist jemand, ja, der ist halt anscheinend, dessen Ziel anscheinend ist, den Stream. Ja, doch, du hast was unterstellt. Du hast gesagt, Agitator gibt Höcke Rücken. Du hast es unterstellt und. Der macht das schon die ganze Zeit. Ja, ist halt typisch wieder. Aber komischerweise geht man auch nie darauf ein, was wir sagen, ne? Komischerweise wird nie darauf eingegeben, was wir sagen, nur es werden immer irgendwelche Unterstellungen. Naja, gut. Kennt man ja mittlerweile. Gut. Also. Wie gesagt, ich bin immer offen für Diskurs. Wenn Dinge behauptet werden, die nicht stimmen, wie im eben Fall, dass wir Nazis geholfen hätten, dann tschüss. Ganz ehrlich. Ja, vor allem, ich mache vieles und nichts kommt zurück. Er hat überhaupt nicht mehr, bisher gar nichts hast du vorgebracht bisher. Also nicht ein Ding hast du irgendwie vorgebracht, ne? Verstehe ich irgendwie jetzt nicht. Ja, ich habe mir gerade gesperrt. Gesagt, also der hat uns gerade etwas unterstellt, das geht überhaupt nicht. Ja, vor allem, er bringt ja auch keinen Beleg dann dafür, ne? Wenn man ihn daraufhin anspricht. Das ist ja auch wieder so typisches Wokey-Verhalten, ne? Aber bei den Rechten auch mittlerweile ganz schlimm. Irgendwas gesagt, unterstellen, was gar nicht stimmt und ja. Halbverhalten irgendwie und dann so tun, haha, ja, ich bin ja der Vernünftige hier und haha, ich bin ja der hier der Oberschlaue und weiß alles. Aber dann, wenn du dann fragst, kommt halt irgendwie nichts. Komisch. Ja, absolut. Wie gesagt, ich dulde in meinem Chat wirklich alles. Ihr dürft kontrovers diskutieren. Ihr müsst auch nicht nur mit dem Streamer reden, wie bei Dara. So, aber bestimmte Sachen, die geht einfach nicht. Also Verleumdung beispielsweise oder Aufruf zu Straftaten. Also Dinge, die halt strafbar sind, die dürft ihr in meinem Chat halt auch nicht machen. Es sind bestimmte Grenzen. Und diese Grenzen, die bilden die deutschen Gesetze aktuell. Ja, und der junge Moralapostel ist da. Ja. Hi, ja, sei gegrüßt. Nils. Ich habe gehört, er redet heute mit Erwin später am Abend. Da können wir dann hinreden. Ja. Meine Strategie ist, die Strategie, ganz einfach beschrieben, ist, wir Linke sollten versuchen, Menschen zu helfen, anderen Menschen zu helfen. Ja? Okay. Also wir Linke sollten nicht Menschen mit den gleichen Methoden bekämpfen, die Rechte verwenden, sondern wir sollten unsere eigenen linken Methoden haben. Ja? Und unsere eigenen linken Methoden sind gewaltfreie Methoden. Unsere linken Methoden sind Methoden, die Menschen helfen wollen und nicht Menschen zerstören wollen. Ja? Ich sehe aber leider bei einem Teil der Linken den Wunsch, Feinde zu zerstören, anstatt den Menschen zu helfen. Und das finde ich falsch. Und davon distanziere ich mich und gehe einen anderen Weg. Okay, was für eine Zerstörung siehst du denn?
Ich sehe eine. Inwiefern zerstören die Linken? Also wenn man jemandem unterstellt, dass er irgendwelche Walken-Opfergruppen in Lager stecken möchte, dann ist das nicht, um denjenigen zu zerstören. Also hier merkt man schon. Also Lara versucht hier, wie nennt man das Neudeutsch, das Gespräch zu derailen. Er hört Erwin absichtlich nicht zu und stellt jetzt eine Frage, deren Antwort er selber kennt. Ja, er möchte jetzt halt Erwin unmöglich machen. Ne? Er möchte jetzt halt nicht Erwin unmöglich machen. Das möchte er an der Stelle nicht. Er stellt ja eine Frage, deren Antwort er selbst schon kennt. Erwin hat es ja vorhin gezeigt und auch 90% der Zuschauer ist die Antwort auf diese Frage natürlich klar. Aber das hat er bei Boris von Morgenstern neuerdings in einem Gespräch auch gemacht, ne? Man versucht halt so irgendwas rauszukitzeln aus den Leuten. Irgendeine Ideologie, weiß nicht. Ja, kann man machen, aber anstatt mal vielleicht ordentlich einfach auf das einzugehen und das zu die Banken, stellt man immer irgendwelche Fragen so. Das ist mir bei Adara aufgefallen. So. Man versucht halt irgendwie so ein Bild zu erzeugen für den Zuschauer. Ne? Ja, weiß nicht. Mein Eindruck. Ich sehe eine Zerstörung in Form von Zerstörung der Gesellschaft. Ich sehe in Form eine Zerstörung des Diskurses. Ich sehe eine Zerstörung von Meinungsfreiheit und Offenheit und Gesprächsbereitschaft. Ja? Und die finde ich nicht gut. Die finde ich nicht gut für unsere Gesellschaft, die finde ich nicht gut für die Menschen und die finde ich nicht gut für uns Linke. Ja? Ich sage nur 4,9%, das hat schon einen Grund. Ja. Ja, willst du vielleicht sagen, was deine Strategie ist? Also nur so zum Vergleich. Oh, jetzt kommt's. Meine Strategie sieht so aus, dass man politische Bildung betreibt, um Menschen nach links zu ziehen und dann gleichzeitig eben genau dafür sorgt, dass Menschen aus der Mitte und eben die links sowieso schon ticken, mobilisiert werden gegen rechts. Okay. Und dass die Rechten am besten, wenn sie ihre Weltsicht beibehalten möchten, in Angst und Schrecken leben. Diese Ja, das ist die berühmte Stelle. Ja, die genau. Rechten sollen in Angst und Schrecken leben. Und er sagt hier nicht die Nazis, sondern er sagt hier wirklich die Rechten. Das heißt, jeder FDPler, jeder CDUler oder jeder Friedensaktivist, der von den Walkies als rechts geframed wird. Also Sinan ist laut den Walkies rechts, Erwin ist laut den Walkies rechts. Also eigentlich jeder, der nicht woke ist, soll auch daran in Angst und Schrecken leben. Anders kann man diese Aussage eigentlich nicht interpretieren. Ja. Und selbst wenn man diese jetzt wohlwollend interpretiert, ich meine, Zeller, du hast ja gesagt, wir sollen wohlwollend interpretieren, dann kann man sagen, okay, dann sollen nur die CDUler, die FDPler, alle die zu gemäßigt rechten Parteien gehören, auch schon in Angst und Schrecken leben. Das ist ja der Witz daran, weil eigentlich sagt ein Dara öfters schon oder hatte öfters schon gesagt, naja, CDUler, FDPler, die meine ich natürlich nicht damit, aber eigentlich, wenn er so Zitat Rechte sagt, dann meint er die eigentlich schon mit, weil man kann ja schon sagen, CDU ist, geht ja eher schon konservativ rechte Richtung und FDP würde ich wirtschaftspolitisch auch eher rechts mittlerweile einordnen, also eigentlich meint er sie ja schon mit, ne? Und dann auf der anderen Seite sagt er aber explizit, naja, die meint er ja nicht. Und deswegen, das meine ich mit Dara, was ich anfangs gesagt habe, bei Dara, das verstehe ich nicht so wirklich. Also, er gibt immer vor, irgendwie differenzieren zu können, aber tut es nicht. Und das habe ich ja damals schon bei ihm kritisiert, so, wo ich schon noch eher bei den Rechten war, dass ich das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, so, weißt du? Ja, also, ich komme da nicht wirklich mit. Also, meint er jetzt nun wirklich auch CDU oder FDPler? Eigentlich ja nicht, aber dann irgendwie doch wieder. Und es ist ganz seltsam bei Dara irgendwie. Ich komme da irgendwie nicht mit, so wirklich. Ja. Zu drücken. Okay. Und wer definiert, was rechts ist oder wer rechts ist? Der gesunde Menschenverstand. Und ich glaube, damit sind wir inzwischen ziemlich präzise und effektiv. Richtig, Daniele Ganser, der sich einfach für Frieden ausspricht, der ist ganz böse rechts. Ich meine, das ist ja ein Schwurbler und die sind alle rechts. Beispielsweise. Oder mit der Marie-Louise Vollbrecht, die das Selbstbestimmungsgesetz ablehnt. Die ist leider rechts. Also, obwohl es eigentlich eine linke Feministin ist. Also, Friedensaktivisten und Feministen sind laut diesen Leuten rechts. Das muss man sich im Hinterkopf behalten. Ja, aber mich würde da wirklich mal interessieren, wie definieren sie wirklich links und wie rechts, ne? Also, im klassischen Verständnis ist ja rechts so, das ist ja rechts und links durch die Französische Revolution aufgekommen. Da waren dann die Links-Leute, die waren ja eher gegen die Monarchie, ne? Und die Rechten waren halt für, also konservativ für die Erhaltung der Monarchie, ne? So ungefähr.
Habe ich das jetzt richtig? Man kann das relativ leicht und allgemein definieren. Rechts mehr Hierarchie, links mehr Gleichheit. Mehr Gleichheit, genau. Ja. Aber wenn man diese Leute fragen würde, ich glaube, weiß nicht, ich würde gerne mal eine Definition hören von einem Dara, was er unter links und rechts versteht. Ne? Das würde mir wahrscheinlich irgendwas möglichst allgemein gehaltenes, möglichst unkonkretes kommen, mit dem man je nach politischer Tageslaune, wie man es gerade braucht, andere Leute als links oder als rechts klassifizieren kann, wie man es gerade will. Denn dieser Wokismus, wie links ist es denn, die Gesellschaft in Täter- und Opfergruppen einzuteilen und da so eine Opferolympiade aufzumachen, so eine neue Hierarchiepyramide. Also nur weil man alte Hierarchien invertiert und dann neue aufmacht, dann ist das ja nicht automatisch links. Ja. Echt? Ja, Erwins Blick spricht Bände. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich sehe da draußen permanent, dass Leute rechts genannt werden, die mit rechts nichts zu tun haben. Ja? Okay. Wie zum Beispiel. So, ich habe mir in letzter Zeit mal deinen Stream nochmal genauer angeschaut. Und vor allem der Chat ist ja inzwischen einfach nur noch eklig. Warte, Entschuldige. Kannst du dir vorstellen, dass deine. Habt ihr gehört, Chat? Also, da ich weiß, dass bestimmt 80-90% von euch von Polytopia kommen, ihr seid nur noch eklig, laut Dara. Strategie Missbrauch zum Opfer fallen kann, zum Beispiel, dass irgendwelche Menschen so die eigene Macht haben wollen oder die irgendwen anschwärzen wollen, dass sie dann einfach sagen, der ist rechts und dann hat man das Recht, Schrecken über den zu verbreiten, dass der in Schrecken lebt. Richtig. Ja. Das heißt, wenn ich was gegen dich habe in deiner Strategie, könnte ich allen erzählen, dass du rechts bist, damit alle dich einfach fertig machen. Ja, dann müsstest du aber die Leute erstmal davon überzeugen können. Ja, klar. Ich bräuchte einfach ein paar Leute, die Clips aus dem Kontext schneiden. Ich bräuchte ein paar Leute, die Reichweite haben und einfach die Lügen über mich erzählen und dann bin ich dort. Tut mir leid. Also wenn ich mir die letzten Wochen dein Chat anschaue, dann stimmt alles, was die sagen. Da finde ich ohne Ende in letzter Zeit. Diese Leute bezeichnen Erwin auf Twitter als, Zitat, rechtsradikal. Ich weiß nicht, ob sie damals schon diese Wortwahl verwendet haben. Auf jeden Fall haben sie damals schon verschwörungsideologisch und rechtspopulistisch verwendet. Mittlerweile. Also Alerta. Ja. Ja, also, der hat ihn auf jeden Fall als rechts bezeichnet, das weiß ich. Rechtsradikal tatsächlich. Das allerdings erst seit einem Stolzmonat, das heißt fairerweise erst später sagen, dann, nach dem Gespräch hier. Aber damals verschwörungsideologisch und rechtspopulistisch und auch das, was verschwörungsideologisch überhaupt sein soll, die Frage mache ich jetzt nicht auf. Verschwörungstheorie und erst recht Verschwörungsideologie, das sind Diffamierungsbegriffe, die dazu dienen, Leute, die kritische Fragen stellen, mundtot zu machen. Dieser Begriff wurde von Karl Popper, Mitglied der Montparnasse Society, erst im heutigen Sinne verwendet und dann von der CIA gepusht, um Kritiker an der Untersuchung der Kennedy-Morde einzuschüchtern. Also das ist die Geschichte dieses glorreichen Begriffs, den Wokies immer im Munde führen, wenn sie keine Argumente mehr haben, also ziemlich häufig. Genauso das Toleranzparadoxon führen sie ja immer sehr gerne an, ne? Obwohl die es wahrscheinlich nie wirklich verstanden haben, überhaupt, was das überhaupt da bedeutet. Ja, auch lustig, dass Leute, die sonst immer mit Kontaktschuld kommen, bei einem Mitglied der Montpellier Society kein Problem haben, den zu zitieren. Also, ich glaube, die wissen nicht mal, was das überhaupt ist, ehrlich gesagt. Neoliberalismus haben. Also, wie gesagt, ich halte Kontaktschuld für bescheuert, das muss ich an der Stelle nur sagen. Ja. Ich halte es nur für völlig inkonsistent, wenn man was gegen Neoliberalismus hat oder hätte, dann dauernd irgendwelche Neoliberalen zu zitieren. Aber ja, diese Leute finden den Neoliberalismus offenbar gar nicht so schlimm. Ja, man sieht ja auch, wie sie Konzerne verteidigen immer wieder, ne? Also, oder zumindest sie nicht kritisieren. Weil sie halt diese Woke-Agenda pushen, wie Disney zum Beispiel oder so, ne? Deswegen sagen sie halt nichts dagegen. Obwohl sie eigentlich der größte Feind sein müssten, aber na, egal. Transfeindlichkeit, die nicht gelöscht wird. Ich finde Ausländerfeindlichkeit. Ich finde immer wieder auch Antisemitismus und den in kodierter Form. Frag mich, ob er gleich nach Belegen fragt. Dara kann. Also. Ich würde schätzen, über 90% der Vorwürfe, die er erhebt, wahrscheinlich nahe 100%, kann er nicht belegen. Also nicht mal annähernd. Nee. Und manchmal ziemlich offener Form. Und es ist teilweise sehr willkürlich, was da gelöscht wird. Also inwiefern funktioniert inzwischen deine Strategie? Schau mal.
hier haben wir einen Chat, der ein öffentlicher Chat ist. Wenn jemand hier reinkommt und irgendwelche menschenverachtende Scheiße von sich gibt, dann löschen die Mods das oder bannen den. Ja? Je nach Schweregrad dieser ganzen Nummer. Ja? So ist das. Das erwarte ich von euch übrigens auch. Ich mache hier nicht ohne Grund den halben Chat zu Mods. Es kann jetzt natürlich passieren, dass irgendwas durchrutscht. Ja? Es kann jetzt natürlich passieren, dass was durchrutscht. Ja? Es kann. Sebrein schreibt gerade, der Begriff Elite wurde zu selten gelöscht. Das ist wahrscheinlich liegen. Es kann aber auch passieren, dass wir, wie bei dir im Chat, plötzlich Transpersonen geblockt werden, also gebannt werden, nur aus einem einzigen Grund, nämlich weil sie was mit mir zu tun haben. Es geht nämlich um Amaya. Amaya wurde bei dir gebannt und dann hat sie einen Entbannungsantrag gestellt und dann hat man ihr gesagt, erst wenn du dich von Proletopia distanzierst, darfst du wieder an unserem Kanal teilnehmen. Ja? Ja. So. Ja, meine Mods machen das unabhängig von mir. Höchstens spreche ich mal mit denen darüber oder sonst was, aber ich habe da jetzt... So, das würde ich bei euch übrigens auch behaupten. Also hier mal keine Kritik an Dara. Nicht so einen Überblick darüber. Na, ich wollte dir nur sagen... Amaya hat mich da letztens angeschrieben, aber ich habe bisher mich noch nicht darum gekümmert. Ja. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich mal mit meinen Mods sprechen werde. Ich sag nur. So, aber gibt, dass du jetzt hier ankommst, irgendwie sagen. Eine Transperson wird gebannt. Ja, ja klar, das du sagst ja auch. Das kann ja auch nicht sein. Das ist ja, Moment, Erwin, so ein manipulatives, guck mal, du nutzt Identitätspolitik. Du bist mir gekommen. Guck mal, ich nutze nein, jetzt hier aus, dass ich versuche, das irgendwie so zu drehen, dass jemand wegen seiner Geschlechtsidentität gebannt wurde. Nein, da. Shoyoka wird nur kritisiert, weil sie eine Frau ist. Ja. Also hier sieht man wieder sehr gut, dass diese Leute auch keine Universalisten, sondern Tribalisten sind. Also wenn jemand ihre eigene Argumentation gegen sie selbst verwendet, dann gilt das natürlich nicht. Aber wenn sie selbst angegriffen werden, dann gilt die alte Argumentation, die sie ja für Opfergruppen anwenden. Wenn eine Opfergruppe angegriffen wird, dann ist das halt ein genereller Angriff, weil sie dieser Opfergruppe angehören und nicht einfach ein Angriff, der so passiert. Also wenn ich irgendeine Schlägerei mit einem Deutschen anfange, dann ist das jetzt nicht sonderlich relevant. Wenn ich aber eine Schlägerei mit einem Österreicher anfange, dann ist das Ausländerfeindlichkeit, die man dann in den Polizeistatistiken aufführen kann. Obwohl die Schlägerei jetzt nicht immer unbedingt einen politischen Hintergrund haben muss. Oder sehr wahrscheinlich nicht hat, wie das halt im Alltag der Fall ist. Es ist ja generell so, dass sie sich selber immer davon ausnehmen, ne? Natürlich nehmen sie sich von davon aus, ne? Auch die ganzen Sachen, die sie anderen vorwerfen, treffen ja nie auf sie zu. Es ist halt, ja. Hi, Crackek. Grüße. Ja, weiß nicht. Darum geht's nicht. Es geht darum, du bist mir gekommen, hast gesagt, was für Leute sind bei dir im Chat, was machen deine Mods? Und ich habe zu dir einfach gesagt, was machen deine Mods? Also, ich will nur sagen, Fehler passieren manchmal. Vielleicht war es bei meine euch. Mods erlauben nicht Transfeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit. Meine auch nicht. Nein. Ich glaube, Dara haut selber genug Menschenfeindlichkeit raus, da brauchst du zusätzlich welche im Chat. Obwohl die Chats bei diesen Walkisten ja durchweg die schlimmsten sind. Also da ist ja generell drin. Wenn du so einen Tilted Froster siehst, was der für menschenfeindliche Sachen, wenn man es jetzt mal so betrachtet, wie sie es tun, raushaut, wie der Leute beleidigt. Ne? Genauso wie Dave Links der Mitte und Co. auf Twitter und Co. oder auf Twitch, wie die Leute beleidigen. Diese Leute sind selber die größten Menschenfeinde. Ich frage gerade einen Chat, ist Hannah Morito nicht Daras Mod? Ja. Ja. Also aber ohne Witz, was die so an Beleidigungen raushauen, an Leute, die jetzt halt nicht marginalisiert sind, die sind selber die übelsten Menschenfeinde. Das kannst du dir gar nicht ausdenken, wie die Leute beleidigen ständig da. Ich meine, mir ist es Wumpe, weil ich nehme das eh nicht so ernst, aber also, das ist der Hammer. Ja, also das ist ja auch eine irre Vorstellung, dass man seinen Chat irgendwie reinhalten soll von bösen Nachrichten. Also, wo sind wir hier? Nordkorea? Also, hast du das generell gesehen, wo Erwin hier bei ARD war, wie die den beleidigt haben im Tilted Frost und Co.?
Die ganzen Leute, die ganzen Wokis. Stimmt, die Armin hatte da Videos übelste gemacht, beleidigt. Aber ich hab's schon wieder vergessen, was die da alles geschrieben haben. Also ist das hat ja auch mal geschrieben, Proletopia ist ein Dreckskerl. Also. Ja, und ist das nicht menschenfeindlich? Ist das nicht abwertend? Vor allem mit ihm als Migrationshintergrund? Nein. Menschenfeindlich ist nur etwas, was gegen irgendjemanden, der aus ihrem Lager kommt, passiert. Aus ihrem Lager kommt, genau. Ja. Sie dürfen das. Also bei Ihnen ist das dann politische Aufklärung oder politischer Aktivismus. Ja, ja. Such dir was aus. Das sind die hassen Menschen, diese Leute. Die hassen Menschen. Das sind richtige Misanthropen. Aber sie hassen halt die richtigen Menschen. Deswegen ist es ja in Ordnung. Sie hassen halt die bösen Menschen. Deswegen ist es okay. Aber sie sind übelste Menschenfeinde, diese Leute. Also wie gesagt, ich hab mich so lange mit diesen Leuten beschäftigt. Ich reg mich da halt nicht mehr drüber auf. Aber Alter, was die damals schon für Sachen rausgehauen haben und Leute beleidigt haben und Leute gemobbt haben online. Ich meine, Erwin ist das beste Beispiel. Der kann nie davon singen, wie lange der von diesen Leuten gemobbt wurde und fertig gemacht wurde online. Ne, also. Und dann wollen die einen was von Menschenfeinden. Ja, die sind selber die größten Menschenfeinde. Verschleiern das halt nur hinter diesem Deckmantel der angeblichen, ja, woken Toleranz von wegen. Aber egal. Nein, hey, wir haben ohne Ende. Hey, Freund, so, und jetzt frage ich dich, diese Anschuldigung wird nicht stehen bleiben, ohne dass ich vergiss es, dass ich das jetzt nicht kommentiere, deine Anschuldigung. Das kannst du vergessen, denkst, Freund. Sieht das in, nein, nee, keine ich Chance. Ich möchte nein, nicht, dass du, du die ganze gerne, Zeit das Gespräch nein, irgendwie derailst. Vergiss es. Du hast, nein, du hast eine Behauptung über mich gesagt und die werde ich jetzt besprechen. Das ist kein Derailing, das ist ein Eingehen auf deine Aussage. Derailing wäre, über etwas vollkommen anderes zu reden. Das tust du jetzt. Warte, ich muss das beantworten. Das tatst du gerade, indem du versucht hast, das Gespräch auf die Amaya-Sache zu lenken. Das ist Derailing. Das ist kein Derailing, weil es geht einfach darum, dass du mich gefragt hast, warum solche Antisemiten und ich weiß nicht, was Erwin, du... Erwin, es gibt hier alle möglichen darüber gesprochen, Menschen im Chat. Halt, dass du Menschenfeindlichkeit in deinem Chat erlaubst und nein, du meinst, ja, aber Amaya... Nein, erlaube ich nicht, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, habe ich dir gesagt. Nee. Das habe ich schon beantwortet. Ja, ist es aber nicht. Eine Lüge. Verstehst du das? Wir könnten den ganzen Tag jetzt die Beweise durchgehen. Ja, können wir gerne machen. Gar kein Problem. Können wir gerne machen. Also, Jung Moralapostel, du hast mir gerade privat was auf Discord geschrieben. Da kannst du auch gerne im Chat schreiben. Das brauchst du gar nicht. Also, jetzt sind fast alle Mods. Jetzt ist es zu spät. Ja, ich weiß leider nicht, was VIPs können. Also, ich habe keine Ahnung von Twitch. Mods sollen dafür sorgen, dass halt Beleidigungen und so gelöscht werden und man angenehm im Chat diskutieren kann. Und wenn man zu wenige Mods hat, dann hat man wenige Leute, die viel Macht haben. Das ist nicht gut. Also mache ich lieber alle Leute, die keinen Unsinn machen, zu Mods. Also. Ja, übrigens, jetzt wo ich Softgirl sehe, Softgirl kann auch ein Lied von singen, ne? Dekadent hat sie auch mal wohl als Drecksmensch oder irgendwas bezeichnet. Also, ne? So viel dazu, wo ich sie gerade im Chat sehe. Ja, Dekadent macht das bei vielen. Der hat auch Sinan als Hurensohn bezeichnet. Also, Dara hat auch damals dem Holger vorgeworfen, seine ganzen Follower, seine Nazis, ja stimmt, alles mögliche fallen, stimmt. Deswegen das kam das Dara Gespräch, weiß ich, das hat hast du das damals noch mitbekommen? Ja, ne, wo eigentlich wollte Dara mit Holger reden von Massengeschmack und dann hat ja Dara behauptet, ja, er bekäme Morddrogen wohl oder irgendwie sowas in Richtung oder Leute aus seinem Umkreis bekommen Morddrogen von ihm oder wie auch immer. Das war auch krass. Das war auch richtig wild ich damals. Ich habe das mitbekommen. Dara hat das im Talk mit Imp wiederholt. Ich habe da auch ein Video zu gemacht und Holger meinte dann, dass er juristische Schritte gehen würde. Was da passiert ist, weiß ich nicht. Mein Gesprächspartner ist Senna, weil gerade einer im Chat gefragt hat. Bitte erklärt mir mal, warum ich nicht so viele Mods machen soll. Was für Unsinn die machen können. Also ich dachte, Mods sind einfach nur da, um den Chat zu moderieren. Sie können sich gegenseitig bannen. Nee, keine Ahnung. Crackack fragt gerade, warte mal, ich hatte es gerade, ob wir irgendwas mit Naitan, hast du das schon mitbekommen mit Naitan? Nein. Warte mal. Was hat der denn schon wieder gemacht? Also ich verfolge das alles aktiv. Ich krieg das mit, was Polytopia und ich machen. Also. Ich krieg aktuell auch gar nichts mit, Leute. Also ich bin gerade aktuell komplett raus, weil ich, Was? Naitan hat auf mich reagiert? Das ist ja toll. Oh. Schickt mir mal privat auf Discord oder so das Video. Oh, das müssen wir uns angucken. Haben wir ja noch mehr super Material, oh Gott. Ach hier, habt ihr schon den Rant von Naitan thematisiert, fragt Crackack. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, um welchen Rant es geht. Wie gesagt, ich krieg weder bei Twitter noch YouTube, ich bin aktuell komplett raus aus der ganzen Nummer. Ich genieße aktuell so ein bisschen eigentlich meinen, weiß ich nicht, freie Tage oder so. Ich wollte mich da ein bisschen zurückhalten.
Ich bin jetzt halt eigentlich nur hier, weil Agitator mich gefragt hat heute, aber sonst. Ja, war ich eigentlich so ein kleines Päuschen aktuell. Wie gesagt, schickt mir das mal bitte privat zu, dann habe ich's. Dann kann ich da. Mods können auch Entwarnungsanträge bearbeiten, Begriffe erlauben und löschen, Titel ändern? Oh. Oh, und um was ging's da, HB-Möhre? Sogar Raids starten. Okay, sollte irgendeiner von euch Unsinn bauen, dann schreibt mir bitte auch eine DM, dann entmodde ich den wieder. Weil ihr seht okay, alle eigentlich ganz ordentlich aus, was ihr hier gerade macht. Also. Oh, Naitan und sein Chat haben auf Agi und Base via das Talk reagiert und dabei ganz sachlich auf Agis Stimme, Körpergewicht und so weiter argumentiert. Ja, das sind die Guten, ne? Das sind die Guten. Die ja sonst immer wollen, dass man Leute nicht auf ihr Äußeres oder so reduziert, aber die machen das natürlich. Die dürfen das natürlich. Auf welchen Talk? Ist das auf YouTube? Und wenn nicht, kann das mal bitte jemand von Twitch irgendwie runterklippen, wenn er da Zugriff auf hat und das irgendwo abspeichern, damit das schön erhalten bleibt, damit er darauf reagieren kann und mir das dann per DM schicken? Wer greift meinen Agitator an? Der kriegt gleich einen Diss-Track von mir, das ist nichts so. Das ist nett. Nein. Wie gesagt, wir erstmal schauen, was er zu sagen hat. Aber Naitan, das ist ja einer dieser, der ist nicht ganz so, ich will jetzt nichts Despektierliches sagen, radikal wie Dara oder drückt sich nicht ganz so unbeholfen aus. Der Find's hat nicht? Eine etwas bessere Impulskontrolle anscheinend. Doch, du siehst doch, was Dara hier alles sagt. Ich sag aber, daran hat sich das auch schon verbessert, einfach weil er gemerkt hat, was wir im Leben sind. Auch juristisch bekommt er Lügen über andere verbreitet, aber ideologisch scheint er ja mit Dara auf einer Linie zu sein. Ja, also ich finde auch, Dara hat sich auf jeden Fall ein bisschen gebessert in der Hinsicht, muss ich sagen. Was heißt gebessert? Das ist Strategie. Naja, er ist vorsichtig. Vielleicht ist es. Ja, natürlich kann es auch Strategie sein, einfach nur. Kühles Kalkül, oder wie man das sagt. Ja, das heißt Kalkül. Also halt auf die Finger bekommen und nochmal auf die Finger bekommen und irgendwann. Also, das irgendwann. Hält das zurück. Also das ist wie eine Katze, die ihre Pfote auf die Herdplatte hält. Also irgendwann weiß die Katze, dass er das nicht machen sollte. Kann natürlich sein, ja. Dann wird es wahrscheinlich so sein. Also du gestehst den Leuten wirklich nicht zu, von sich selber aus irgendwie besser zu werden. Sondern du glaubst wirklich einfach, dass es Strategie bei denen. Die zeitliche Grundsätze sind schon beeindruckend. Also er wird... Also Skoros geht juristisch gegen ihn vor und dann wird er plötzlich etwas gemäßigter an seiner Wortwahl. Woher kommt also das? Also nimm mir das nicht böse, aber ich glaube, du hast mich mittlerweile ein bisschen rechts überholt schon. Also nicht, dass du recht wärst. Nein, im Sinne von, dass du... Nein, wie soll ich das sagen? Nee, eigentlich nicht rechts. Im Sinne von aber, dass du diesen Leuten halt doch eher... Ich bin ein bisschen naiver da in der Hinsicht geworden. Das meine ich. Also ich glaube wirklich an das Gute irgendwie noch so ein bisschen und du glaubst wirklich, dass das so also wirklich, dass das wirklich Strategie ist von ihnen. Weißt du, was ich meine? Rationalität. Also das ist erstmal die Grundannahme. Ja, egal. Egal, machen wir weiter. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch, also ich weiß ja selber, dass das Modell des Homo Economicus etwas übersimpel ist, aber das sollte man erstmal grundsätzlich annehmen und nicht nur davon ausgehen, dass jeder Mensch immer nur das Gute, Wahre, Schöne will, zumal das ja auch jeder anders definiert. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass Menschen ihre eigenen Interessen vertreten. Ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie sehr gutmütig in letzter Zeit geworden. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich habe mich ja schon vor Monaten vor an denen abreagiert, vielleicht ist einfach die Luft bei mir einfach raus, dass ich mittlerweile einfach, weiß ich nicht, das nicht mehr so eng sehe. Siehst du ja bei Politikern, also denen allen zu unterstellen, dass sie alle nur das Gute wollen würden, und alle nur unterschiedliche Zugänge hatten, das finde ich etwas kritisch. Also, keine Ahnung, wenn da ein Putin jetzt in ein Nachbarland einmarschiert, da würde ich dem jetzt erstmal nichts Wohlwollendes unterstellen. Also, vielleicht habe ich da ein negatives Menschenbild, vielleicht, ich würde sagen, realistisches. Ja, weiß nicht. Ich bin vielleicht auch einfach zu naiv mittlerweile geworden. Das, glaube ich, ist eher... Und ihr seid eher so die kühlen Rationalisten und seht das, wie es ist vielleicht. Keine Ahnung. Was du magst, ist den Kreml zu kritisieren. Ja, Putin ist ein neoliberaler Kriegsverbrecher. Genauso wie die meisten westlichen Regierenden. Also, ja. Eine Frage aus dem Lurk an den Agitator. Was ist Hegemonie im gerade gesprochenen Kontext? Es geht um kulturelle Hegemonie.
Also die Werte, die sie vertreten, ihr Politikverständnis, ihr Umgang mit anderen Meinungen. Also all das ist hegemonial. Du kannst dir irgendeinen beliebigen Film ansehen. Du wirst keinen Film mehr finden von heute, der ein, keine Ahnung, rassistisches Weltbild propagiert, wie es vielleicht in den 60er Jahren noch da gewesen wäre. Irgendeinen westlichen Film. Das wirst du heute nicht mehr finden. Du wirst allerdings sehr, sehr viele Filme finden. Ich würde sagen, den Großteil, die mehr oder weniger offensichtlich die Woke-Ideologie befürworten. Also uns allen werden jetzt schon 10 Beispiele einfallen. Also der letzte, der mir einfällt, ist Barbie. Oh, der Film war auch echt nicht gut. Ich habe den echt ich habe die Rezension von Wolfgang M. Schmidt gesehen und gesagt, nee, brauche ich nicht. Nee, der war auch sehr, 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 sehr klischeehaft, sehr, sehr. Also auch selbst wenn man die Kritik so wie, also das ist wirklich so eine ganz alte, typische, feministische Herangehensweise an den Film und ich fand ihn überhaupt nicht gut. Also der war sehr, sehr Klischee, altbacken irgendwie, hat man schon 1000 Mal in der Form gesehen. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Das hat eigentlich, Wolfgang M. Schmidt hat es eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, ja. Ja. Dein Chat beobachtet und da werden solche Sachen nicht gesagt. Glaubst du, ich kenne nicht die Screenshots von deinem Mod aus meinem Chat? Glaubst du, ich kenne man sieht es ja auch sehr gut, wenn mal ein Film rauskommt, der nicht diese woke Ideologie verkörpert, sondern der mal, ja, etwas obrigkeitskritischer ist. Gar nicht mal systematisch. Also es war ja, also ist ja ein sehr konkretes Thema, was der anspricht, nämlich Sound of Freedom, wo es um Kinderhandel geht. Dann rasten ja alle aus und der Film der Rechten, obwohl es da einfach nur um Kinderhandel geht. Also, ja. Ja. Es rasten alle aus, weil da der falsche Regisseur war und weil der Film unsere Eliten mit einem positiven Licht zeichnet. Also das ist schon das Schlimme, weswegen alle am Rad drehen. Nicht? Ich kenne die alle. Der Punkt ist einfach, er sucht sich irgendwelche Sachen aus, die schon gelöscht sind und dann zeigt er sie einfach, die gelöschten und sagt, hey, diese Person wurde gelöscht. Wieso wurde sie nicht gebannt? Ja, das ist einfach alles, was er macht. Oder er stellt sich einfach hin und sagt, hey, hier ist Ihnen eine Nachricht durchgegangen. Ja, hier schauen 350 Leute zu. Ja, der Chat, der flitzt einfach, verstehst du? Und manchmal, ja, die Mods kriegen nicht alles schwer mit. Ja? Außerdem und es gab auch schon ist genug das auch Fälle, der Grund, warum die Leute hey, komm, sich dabei den ausreden, sei kein machen, Kind. Oder? Nein, bitte, lass mich ausreden. Und dann gibt es auch Menschen, die hier bei mir, ja, etwas, wo etwas durchkommt und dann schreiben mir Menschen, hey, das ist hier jetzt einfach durchgekommen und im Nachhinein bannen wir die Personen. Ist alles schon passiert, machen wir die ganze Zeit. Und du als Content Creator solltest wissen, dass hin und wieder irgendwelche Nachrichten durchrutschen können. Weil das ist ein öffentlicher Stream hier. Ich bin hier nicht einfach eine geschlossene Gesellschaft. Und hier kommen manchmal Menschen rein, die schreiben irgendeinen Scheiß. Und ja, das löscht man dann, die bannt man dann notfalls oder timeoutet sie oder wie auch immer, ja. Das macht man. Aber der Punkt ist, so zu tun, als wäre die ganze Community wie diese einzelnen. Ich meine, du musst dir das anschauen. Ich habe mir das angeschaut jetzt. Gab eine Zusammenfassung. Es gab in meinem Chat in diesem Jahr, glaube ich, 20 Millionen Nachrichten. 20 Millionen Nachrichten. Ihr habt 10 Screenshots von 20 Millionen Nachrichten und tut so, als wäre das mein. Definitiv zu viele Leute, das sollte man an der Stelle sagen, die Zeit auf Twitch als Zuschauer verbringen. Ich meine, was macht ihr alle hier? Liest doch mal ein gutes Buch oder so. Oder guckt euch die Videos von Morph mit Meinung an, die haben ein bisschen mehr Wert. Oh, Morph ist richtig, wirklich, ich bin richtiger Fan aktuell geworden. So, ich habe den ja schon länger jetzt abonniert, aber ich habe jetzt erst so angefangen, das zu gucken. Also Morph müsst ihr euch rein. Also wenn ihr wirklich auf ideologiefreies, ne, und auch sehr neutrales, sag ich mal, fundamentiertes Wissen auch euch aneignen wollt, kann ich wirklich Morph nur empfehlen auf YouTube. Wie gesagt, die Wirtschaftswissenschaften-Playlist, die würde ich empfehlen. Die hier Wirtschaftswissenschaften Morphs Plant, vor allem für Leute, die sich für VWL interessieren. Und ich habe noch eine Empfehlung für euch. Das Video ist relativ frisch. Weiß nicht, ob ich darauf noch reagieren will. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht gerade im Chat erfahren, habe erstmal Neitern im Programm, wenn ich da an das VOD komme, wenn das Der wahre Bürgergeld-Skandal von Wohlstand für alle. Das ist ein. Da habe ich mir auch schon reingeguckt. Das war echt richtig gut. Ja, ja, ja. Da zeigen sie nämlich eine Ungerechtigkeit im deutschen Steuersystem auf. Schaut euch das gerne an. Ich habe das mir auf Spotify angehört. Fand ich schon krass. Ich kannte die Tabelle schon, aber finde ich gut, dass sie das hier mal in der Folge popularisieren. Und die ist sogar 16.000 Aufrufe relativ gut geklickt. Also schaut da auch gerne mal vorbei. Ja.
Die war echt gut, die Folge. Habe ich mir auch erst jetzt eingehört, nebenbei. Ich habe heute schon wieder, ich sehe es gerade, fast 200 Zuschauer. Also ich, die Leute lieben diese Walkies. Sie, also es ist fast egal, welchen Walkie du nimmst. Egal, ob Finessi, Dara, Shunyoka, die Leute strömen quasi in Scharen in den Stream, wenn du halt auf diese Walkies reagierst. Also das ist unglaublich. Ja, ist aber krass, ne? Das war, wo, wie gesagt, wo ich sie kritisiert habe, war das noch nicht so. Da hat sich keine Sau dafür interessiert. Und ja, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, ja, weiß nicht. Ich war meiner Zeit, wir waren unserer Zeit voraus damals irgendwie, wo ich die kritisiert habe. Ja, die waren damals nicht bekannt. Nicht. Damals haben sich alle über Funkformate aufgeregt, bis dann alle gesehen haben, okay, auf Twitch gibt's ja noch lostere Leute. Ja, ist echt so. Da gibt es ja Leute, die noch kaputter sind als Funk. Das gibt's ja gar nicht. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Gossip, ne? Man liebt es einfach, sich so über diese Streits und Gespräche. Kann man den Leuten auch nicht verübeln, glaube ich. Deswegen versuche ich ja auch diese politische Ideologie, auch diese Demokratiefeindlichkeit, diese Feindschaft gegenüber dem freien Diskurs auch noch einzugehen, weil das ja wirklich politisch problematischer Punkt ist. Ich meine, wir machen uns hier ziemlich viel darüber lustig, aber wenn diese Leute noch mehr Macht bekommen, als sie sie gerade haben, und wenn die Hegemonie noch mehr zementiert wird, dann könnte es sein, dass Leute wie wir bald von YouTube gebannt werden. Einfach, weil wir Frieden fordern. Ja. Oder weil wir diese Leute kritisieren, einfach deswegen. Also das reicht ja. Ich sag mal, die beiden Rechten ist ja schon so, dass die Kanäle einfach weggehauen werden, wie bei Shlomo jetzt, ne? Ja. Ja, ich glaube, das Ding ist, wir befinden uns gerade noch so im Bereich des Sagbaren wahrscheinlich. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Deswegen sollte man da auch immer ein wachsames Auge haben, würde ich mal Hast behaupten. Du ja Corona gesehen? Also Kanäle mit hunderttausenden Abonnenten können von heute auf morgen weg sein. Also wenn die guten Anwalt haben, dann kommen sie auch manchmal wieder. Also ich glaube, nur Wieso war beispielsweise kurzzeitig weg und die sind dann wieder da, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das war zu Corona, das war echt krass, ja. Ja, oder KNFM, die sind immer noch zensiert. Das ist unfassbar. Ja, meine ganze Wahnsinn. Community. Ich würde sagen, das ist lächerlich, all das. Bitte. Okay, bitte. Wir können gerne über Strategien reden, aber diese Vorwürfe sind einfach nur lächerlich. Das sind nicht nur 10 Screenshots. Außerdem kann ich ja auch selber deinen Chat einfach beobachten. Ich brauche nicht die Screenshots. Ja, dann mach das doch. Irgendwie. Mach das. Das finde ich gut. Jeder sollte meinen Chat selber beobachten. Das habe ich ja schon getan. Und Erwin, das... Don Burrito, bitte keine Debatte über Corona anfangen. Ich sag's auch selbst, ich war damals viel zu unkritisch, muss ich rückblickend sagen, zumal mittlerweile selbst die EMA beispielsweise bei den Impfungen eingeräumt hat, dass die ja nie so gut geschützt haben, wie uns das die Politik damals erzählt hat. Also mittlerweile sind quasi, ja, der Großteil von dem, was damals als Verschwörungstheorien diffamiert wurde oder als unwissenschaftlich oder was weiß ich, das ist mittlerweile von offizieller Seite bestätigt worden. Ob das die Impfung schwere Nebenwirkungen hatten, ob das die Lockdowns unnötig war, also teilweise unnötig waren, dass es keine Evidenz für das Funktionieren der Maßnahmen gibt. All das ist mittlerweile Bundesregierung, EMA, EU, ist alles eingestanden. Auch, dass es da riesige Korruption mit den Impfverträgen gab, dass da, also, es ist hier mittlerweile alles bekannt. Also, da fällt mir nicht mehr viel zu ein, auch, dass es Zensur in den sozialen Medien gab, die von höchster Stelle, also es gab, die US-Regierung hatte Kontakt zu Twitter, zu Facebook und konnte da bestimmen, welche Nachrichten gepusht werden und welche Nachrichten als Desinformation gecancelt werden. Also das ist ja mittlerweile alles bekannt. Also ich möchte keine Corona-Debatte, aber was da so rückblickend rausgekommen ist, das bestätigt ja eher die Kritiker der offiziellen Politik. Ich habe mich nie öffentlich zur Impfpflicht geäußert. Ich war da unentschlossen. Also... auch da muss ich rückblickend sagen, wieso war ich da unentschlossen? Ich habe mich da offensichtlich manipulieren lassen. Also die Argumente von denen, also das war mir dann 2 Monate später klar, als diese schlimme Welle, die angekündigt wurde, sollten wir keine Impfpflicht einführen, als die eben nicht kam. Als sich das alles als Luftnummer entpuppt hat. Als klar war, dass Leute wie Sarah Wagenknecht, die das kritisiert hatten, dass die vollkommen richtig lagen. Ich hatte mir da beide Seiten angesehen und gedacht, okay, ja, kenne ich jetzt mit Medizin nicht so aus, aber ja. Wie gesagt, da bin ich dann im Laufe des Jahres 2022 sehr stark desillusioniert worden, auch von. Ich meine, ich bin ja dann durch diesen Ukraine-Krieg, also da war ich wirklich vollkommen perplex, was für ein koordiniertes Maß an Kriegspropaganda wirklich quer durch alle Medien möglich ist. Also das,
Seitdem verfolge ich auch viel weniger Tagesschau und so. Also, wenn ich Nachrichten brauche, gucke ich mir unterschiedlichste Zeitungen an. Ich gucke auf Twitter, ich gucke in den Nachdenkseiten. Also jetzt immer so unterschiedliche Quellen, wo ich halt erwarten kann, dass da vielleicht was Vernünftiges kommt. Aber ich gucke eigentlich keine Nachrichten mehr größtenteils, weil das, also da regt man sich immer auf, vor allem in der Außenpolitik und weniger auch in der Wirtschaftspolitik, fällt mir dann auch, wie einseitig die Berichte sind. Nicht, dass du zum Schwurbler wirst. Nein, ich informiere mich aus unterschiedlichen Quellen. Hilfe. Oh nein. Das ist, ich höre das mir ist schon so gefährlich. Die Meinung von Leuten an, die ich nicht teile. Also beispielsweise von Dara gerade. Erwin, ich weiß nicht, was. Also du stellst dich dann dahin und sagst irgendwie: Ja, das sind keine Rechten in meinem Chat. Ich weiß, dass die eigentlich links sind. Ja, ich kenne meine Community, ja, willst du mir das? Also Erwin hat mich, mir gibt's das nicht. Ich habe das nicht. Erwin hat mich schon ein bisschen nach links gezogen, auf jeden Fall, genauso wie der Agitator, muss ich hier gestehen. Ja, also Erwin hat mich links gemacht, ja. Kann man so sagen, fast. Und Chris Enger, oder? Ja. Die Rechten haben mir dann so den entscheidenden Schubs gegeben. Nee, aber Wagenknecht mochte ich ja zum Beispiel auch schon immer. Also. So, sorry, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen. Ich würde jetzt nicht schon wieder zwischenquatschen. Wir sind gerade mal 14 Minuten drin. Ja. Schon wieder so viel gequatscht. Ich sag ja, wir haben genug Dara-Material. Also so ist das nicht. Ja. Das bin ich. Ich bin der Seller-Fanmut. Herr Seller, auch bekannt. Nicht, dass ich da irgendwie in meinem Chat sich ständig irgendwelche Rechten breit machen dürfen. Und die können, und die tauchen dann wochenlang, monatelang bei mir einfach immer wieder auf und fühlen sich irgendwie zur Community zugehörig. Und die werden halt rausgeschmissen, weil wofür brauche ich die? Wofür brauche ich die? Okay, ja, das ist eine interessante Ansicht. Ich denke, jeder Mensch hat auf Twitch das Recht zuzuschauen, wem er will. Ich sollte super. Menschen nicht aufgrund ihrer politischen Gesinnung einfach automatisch bannen. Bei euch ist das anders. Ist ja in Ordnung. Das ist eine Strategie. Das ist ja auch vernünftig. Das ist eine Strategie. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja okay. So, und das, warte, lass mich ausreden. Ja, aber, das, was man ist denn, warum unterbrichst du mich jedes Mal? Das ist ja lächerlich. Ist das hier ein Verhör? Entschuldige, ist das hier ein Verhör? Oder was ist das? Bei dir im Chat. Ein Scheiß, so, ein Scheiß. Wie sieht das denn in 3 Monaten? Das war noch ein Verhör und Leitern hat dann die Inquisitionsanklage gemacht. Ich kenne dich schuldig. Ja, aber jetzt kommt auch so eins von Daras legendären Zitaten. Er gibt nämlich, glaube ich, gleich eine Prognose ab. Ich weiß nicht, ob das hier schon kommt oder hören wir jetzt mal den ganzen Ausschnitt gleich. Beweise oder in 6 Monaten aus. Beweise es, dass es mehr wird. Erwin, das weißt du. Nein, das weiß ich nicht. Ich mache hier Umfragen und ich weiß, dass 90% meiner Zuschauer nach Abstimmung links sind. Absolut. Ja. Die Abstimmung, die habe ich ja auch gesehen. Ne? Also vor allem so, keine Ahnung, nach Diskussionen über Migration zum Beispiel. Darüber reden wir nicht. Bei dir wird einfach Gewalt gerechtfertigt. Aber das ist nicht der Punkt. Vergiss den Chat, Junge. Vergiss den Chat, vergiss deinen Chat. Bei dir wird Gewalt gerechtfertigt. Du stehst einfach da und rechtfertigst Gewalt gegenüber Frauen. Gewalt gegen Nazis? Chill, okay? Hat das nichts damit zu tun. Wollen wir über Strategien sprechen oder möchtest du hier über einzelne Chat-Teilnehmer sprechen? Weil darüber will ich nicht reden. Nicht gegen einzelne, sondern gegen deinen Chat. Was mein Chat? Wer ist mein Chat? Hier sind 400 Leute. Bei dir sind Leute im Chat, die Leute Schimmel nennen. Bei dir sind die Menschen entmenschlichen. Bei dir sind im Chat Leute, die Personen sperren, die einfach nur Kontakt zu anderen Leuten haben. Bei dir sind Leute im Chat, die Gewalt gegenüber Frauen rechtfertigen. Was redest du? Gegen Junge, Frauen? Bitte, tu mir einen gegen Gefallen. Frauen, Erwin. Bitte, tu mir einen Gefallen. Gegen Frauen, Erwin, nur weil diese Leute zu dieser Opfergruppe gehören, darfst du dich nicht aufzählen, wenn die uns feindlich gesinnte Positionen vertreten. Also dann geht das nicht. Fallen und reden wir über Inhalte, okay? Und nicht über solche Sinnlosen. Nimmst du jetzt auch dieses Narrativ an, gegen Frauen? Dinge, ja? Bitte. Das ist mir einfach zu dumm, dieses Gespräch. Antworten wir mal gegen Frauen. Dein Shirt, das ist lächerlich. Frauen, hast du nicht gerade die Gewalt gegen Marie-Louise Vollbrecht? Weil sie eine Frau ist? Es ist egal. Sie ist eine Frau. Ach so, okay. Also da ist sie keine Frau. Politik oder sonst was. Ist sie keine Frau oder was? Jetzt im Ernst. Warum nennst du das denn? Warum benennst du das denn? Willst du sagen, dass sie keine Frau ist? Natürlich. Aber warum benennst du das? Weil sie eine Frau ist. Was soll ich sie nennen? Ja, aber warum ist das im Satz mit drin?
Weil das einfach, du legitimierst Gewalt gegenüber sie, seine Frau hat Gewalt erfahren und du legitimierst die Gewalt ihr gegenüber. Was ist denn? Was, ich verstehe dich nicht, was willst du? Nee, ich frage dich gerade, so, was ich habe das, hab das verurteilt. Warum du so etwas Gewalt machst, einfach ist die Frage. Aber ist ja wurscht. Egal, können wir bitte über Inhalte reden und nicht über diesen dummen Kindergarten-Bullshit. Das ist so jetzt dumm einfach. Du davon wieder wegzukommen? Nein, will ich nicht. Ey, hallo, nein, das versuche ich die ganze Zeit, weil das ist einfach dumm. Weil wenn du sagst, dein Chat ist rechts, sage ich, nein, ist er nicht. Wer kennt meinen Chat besser, du oder ich? Ich scheiße auf solche Aussagen. Ich brauche dich nicht, Erwin, dass Erwin, du mir erzählst, wer mein Chat ist. Ich glaube, du lebst da im totalen Tunnel. Ja, weil genau. Siehst du schon wieder, Hominem, Erwin, du lebst im Tunnel. Bruder, du lebst im Tunnel. Es ist egal. Auf alles, was du sagst, kann man einfach sagen, nein, du. Ja. Deswegen reden Erwin, wir bitte wie nicht soll darüber. Das in sechs okay? Monaten aussehen? Wie sieht deine Community dann aus? Sarah, jetzt für sein legendäres Zitat bringt. Ich glaube, jetzt kommt es, das mit den sechs Monaten, das wirkt schon mal sehr vielversprechend. Bevor er das sagt, alles, was Sarah sagt, ist Projektion. Pronotopia betont das ja immer wieder. Also, ja, das ist mir aber, das ist mir damals auch schon aufgefallen, ja. Das bei, gerade bei Dara, ja, ist mir das sehr stark aufgefallen, dass er das immer projiziert, ne? Wie gesagt, ich habe ja so lange schon mich mit vorher mit dem beschäftigt und es ist mir auch extrem aufgefallen. Ja. Naja, lassen wir Nostradamus mal weiter prophezeien. Sagen, nein, du. Ja. Deswegen reden wir bitte wie nicht soll darüber. Das in sechs Monaten aussehen? Wie sieht deine Community dann aus? Wie deine Wohnung. Okay, hör auf bitte. Reden wir über Inhalte. Würde mich sehr freuen. Ja, okay? Nee, wir sehen ja, wie deine Strategie aufgeht. Nein, sehen wir nicht. Du hast keine Ahnung, von was du redest. Du wirst gefeiert aus der rechtsradikalen Bubble. Die finden dich total toll, weil du denen einen Riesenspace gibst. Und ich gebe niemandem mehr garantiert Space. Nicht, oh, weil Gott, die vor dir Angst Formen? Haben müssen, dass du sie morgen alle überzeugst. Hey, willst du hier einfach einen auf Bullshit-Talk machen, echt? Möchtest du mir einfach irgendwelche nicht belegbaren Vorwürfe machen? Ist das einfach dein Game? Erwin. Echt? Nein, nix, Erwin nämlich nicht. Komm zum Punkt, ich sage noch einmal zu dir. Willst du ein inhaltliches Gespräch über Strategien? Oder möchtest du einfach mich mit Kacke bewerfen? Ja, es geht gerade um deine Strategie. Kacke, nein, es geht nicht um meine Strategie. Es geht um Auswirkungen meiner Strategie, die du angeblich beobachtest, aber nicht belegen kannst. Darum geht's. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich kann dir gerne meine Strategie erklären und die Auswirkungen meiner Strategie, die ich beweisen kann. Du hingegen möchtest einfach deinen Eindruck meiner Strategie, nämlich in deiner Bubble, wird verbreitet, Erwin ist nach rechts gedriftet, sein ganzer Chat ist voller Nazis. Boah, 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 boah. Absoluter Bullshit. Absoluter fucking Bullshit. Wenn jemand von euch auch nur einen Stream bei mir verbracht hätte im Chat, hätte er gesehen, dass hier lauter Linke sind. Es ist ja lächerlich, was du redest. Es ist ja, das hat ja keinen Hand und Fuß. Deswegen sage ich, können wir bitte über Fakten reden und nicht über irgendwelche. Was würdest du dazu sagen, Agitator? Von wegen, wer ist rechts und. Ja, Erwin hat recht. Würdest also, wie gesagt, mein und Erwins Chat überschneiden sich zu 80-90%. Könnt ja. Ja, Chat, schreibt mal, seid ihr links oder rechts? würdet ihr nicht sagen, ihr seid alle hier Rechtsradikale oder so? Also ich habe Leute in meinem Chat, die wollen Frieden. Ich habe Leute in meinem Chat, die wollen Umverteilung. Also ich würde sagen, das macht sie eindeutig zu Rechtsradikalen. Ja. Höcke will auch Frieden. Ja, genau. Ich bin Kommunist. Klingt total rechts. Frieden ist rechtsradikal, ja. Okay. Kann man nicht auch eine Umfrage starten? Warte mal, ich bin noch Mod, ich müsste keine das doch machen können. Irgendwie. Keine Ahnung, ob das so geht, wahrscheinlich schon, aber ich bin technisch nicht so versiert. Ich guck mal. Das ist auch der Vorteil in Mods, die können die ganzen Sachen, die du auch kannst, auch teilweise. Ja. Wer nicht, von wegen der gesunde Menschenverstand funktioniert, wer rechts ist, wenn du meinen Chat rechts nennst. Das ist ja lächerlich, ja. Erwin, das ist ja lächerlich. Die ganze Zeit. rechte Narrative immer wieder groß machst, dann gehen die Linken und die Rechten bevölkern deinen Chat. Welche rechte Narrative mache ich groß? Und immer weiter. Welche rechte Narrative mache ich groß? Egal, ob es jetzt Nationalismus ist oder dass du dich an Transfeinden rankuschelst. Warte kurz, warte. Weil bitte, eins nach dem anderen. Sagen wir, antisemitische Verschwörungstheorien verbreitest, beziehungsweise auf deiner Plattform. Whoa. Watch your fucking mouth, okay? Watch your fucking mouth. Ich sag's dir. Okay? Weil sonst enden wir vor Gericht, Kumpel. Chill. So. Ich meine, oh ja, Freund. Ja. Oh ja, Freund. Pass auf, was du über mich sagst, okay? Ich meine das total ernst, Mann. Vollkommen zu Recht. Das ist nämlich eine dreiste Lüge. Proletopia hat niemals irgendetwas, was auch nur in diese Richtung gehen könnte, gesagt.
Also das ist einfach eine Lüge, das ist eine Verleumdung. Da hätte Proletopia sicherlich Chancen, das vor Gericht wegen Dara vorzubringen, denn Verleumdung ist nun mal illegal. Ja, das ist halt wirklich echt krass, ne? Also ja, und das hat Strategie. Also der Antisemitismus ist ja so der schlimmste Vorwurf, den du irgendjemandem in Deutschland machen kannst. Ähnlich wie rechtsradikal. Also solche Vorwürfe, die werden nicht ohne Grund erhoben. Also hast du ja auch sogar beim Equalisten gesehen. Also dem Equalisten wurde ja aus dieser Woken Bubble auch irgendwas in Richtung Holocaust-Relativierung vorgeworfen, obwohl sie niemals irgendetwas in diese Richtung gesagt hat. Also die Wokisten, die haben sich einfach irgendeine Scheiße ausgedacht, die behauptet, und sie dann damit so lange gebobbt, bis sie ausreisen musste. Also Wahnsinn. Ja. Na, es ist halt die Strategie dieser Leute. Pass auf, was du über mich sagst, okay? Alles klar. Ja, gut. Ich habe Angst. Ja, ist mir scheißegal, ob du Angst hast. Ist mir scheißegal. Ich glaube, seitdem Skouros erfolgreich gegen ihn vorgegangen ist, nimmt er das nicht mehr mit so einem Humor oder mit so einer Überheblichkeit. Das ist ja nicht mal Humor, was Dara hier macht. Das ist auch krass, ne? Wie der damals geredet hat noch, der Dara. Junge. Alter. Egal, was du hast. Der Punkt ist einfach, pass auf, was du über mich redest, ja? Erstens. Dass ich rechte Narrative verbreite wie Nationalismus. Bitte erklär mir, wo ich Nationalismus verbreitet habe. Eins nach dem anderen. Jetzt erklär mir doch mal. Lieber Erwin. Error. Also darum muss ich jetzt überlegen, sich irgendwas auszudenken. Also. Ernsthaft? Wo? Ja, ernsthaft. Bitte, sag es mir. Ernsthaft? Ganz ernsthaft. Sag es mir. Erwin, was heißt das denn? Ja, Dara stellt diese Fragen hier, weil ihm nichts einfällt. Ja. Deswegen. Jede Regierung. Also, da schreibt gerade einer Darachenlord im Chat, sowas geht gar nicht. Also, ich möchte nicht, dass der gute Rainer Winkler hier in die Nähe von Dara gerückt wird. Das, sowas macht man nicht. Sollte aber sich um ihr Land. In diesem Chat hat Mobbing. Das hat er ja bei. Hast du das Gespräch zwischen Dara und Kuchen gesehen? Nee, ich hatte es vorgeschlagen, ne? Aber es wollte damals nicht gucken. Oh, nee, das war so auch redundant. Kuchen-TV ist ja, das ist aber ja, das. Ich habe nichts gegen Kuchen-TV, aber dieser Stil, dieser Meinungsbürger-Stil, ich gucke die ganze Zeit auf das, was ich gemacht habe und dann diskutieren wir da ganz, also dieses Selbstreferenzielle, das stört mich so ein bisschen. Ich möchte über politische Inhalte reden, über politische Strategien und das Gespräch hier, das bietet das, deswegen reagiere ich hier viel lieber drauf, auch wenn das schon mal länger her ist. Nee, da hast du recht, aber auf jeden Fall. Da auch, ne? KuchenTV fragt, ja, Dara, zeig doch mal, wo. Und er windet sich die ganze Zeit daran. Er kann keinen konkreten Punkt nennen, wo, keine Ahnung, KuchenTV konservativ ist, ne? Er versucht immer, um den heißen Brei herumzureden. So, und das sieht man auch hier wieder, ne? Stellt eine Behauptung auf, dann fragt jemand konkret, oder in dem Fall Erwin, ja, wo habe ich das dann gesagt? Und dann versucht er sich irgendwie so rauszuwinden. Das ist krass, ne? Wie der sich immer so Aussagen tätig und dann nie belegen kann. Land kümmern. Was heißt, dass jede Regierung sich um ihr Land kümmert? Übrigens, Proletopia hat ja Shorts auf seinem Kanal. Also diejenigen, die bei Proletopia die Shorts erstellen, ich weiß nicht, ob er selber das macht, aus diesem Gespräch hier kann man bestimmt 50 Shorts machen, wo richtig dumme Aussagen da drin sind. Also, das ist eine Goldgrube. Also, ist so ein kleiner Tipp an die Leute, die da Shorts auf dem Proletopia-Kanal machen. Sollte? Ja. Das ist der Schwur, den du leistest, wenn du ein Amt antrittst als ein Politiker. Ja. Richtig. Aber ist das Ideal von uns Linken? Ist das Ideal von uns Linken, dass sich Politiker an die Verfassung halten? Also, von einem Kommunisten wahrscheinlich nicht. Von so sozialdemokratischen Linken, wo ich mich einordnen würde. Und wo Dara sich, glaube ich, auch nicht weit von entfernt einordnen würde. Also Dara hat ja nie gesagt, dass er gegen die gegen das Grundgesetz ist, sondern das hält er ja immer hoch. Für solche Linken sollte das eigentlich Leitschnur sein. Oder zumindest sollte man nicht offen Politik dagegen machen. Das können wir uns aussuchen, aber ich denke, sollte nicht jede Regierung sich um die ganze Welt kümmern und alle Regierungen am besten gemeinsam. Nein. Okay, diese Überheblichkeit, du hast recht. Also Dara betreibt hier den wirklich unsinnigsten Schwachsinn. Also eine Regierung kann entweder für drei relevante Akteure Politik machen. Entweder Politik für die Mehrheit im eigenen Land, für eine Minderheit im eigenen Land oder Politik für eine ausländische Macht. Und
Ja, wir Linke sollten uns eben dafür einsetzen, dass Politik für die Mehrheit gemacht wird. Meiner Meinung nach. Aber Politik für die ganze Welt, das ist so eine irre Vorstellung. Eine Vorstellung, die nichts mit der Realität zu tun hat. Also, dass ein national definiertes Kollektiv, dass das plötzlich sich um national definierte Kollektive aus anderen Ländern kümmert, das ist jenseits jeder Realität. Also, so sind Staaten gar nicht aufgebaut. Und das kannst du auch 90% der Bevölkerung wahrscheinlich nicht vermitteln. Also, nicht mal, dass das theoretisch völliger Schwachsinn ist, so ist es auch aus demokratischer Sicht, glaube ich, nicht das. Also, es ist in jeder Hinsicht Quatsch, was Dara hier vorschlägt. Ja. So, okay, also ja, grundsätzlich ja. Nein, Moment. Grundsätzlich ja. Aber realpolitisch jetzt im Moment nein. Also ideal, wenn wir uns eine ideale Welt vorstellen, ja klar, natürlich. Ja, aber dann wäre das doch cool, wenn wir als Linke, die so nicht... Ja, in einer idealen Welt sollten wir uns alle ganz lieber haben, das Militär abschaffen und keine Gewalt mehr anwenden. Schön, dass wir uns das ideal vorstellen können. Realität ist das nun mal nicht. Man muss sich die Realität anschauen, sonst kommt man nicht zu vernünftigen Vorschlägen, sonst kommt man zu so einer Traumtänzerei hier. Also das ist ja wirklich komplett irre. Die ideale Welt anstreben, dass wir das auch promoten, oder? Jo, aber als Linker wirst du nie an die Macht kommen, wenn du dich nicht um die Menschen kümmerst, die dich wählen. Also muss man rechte Narrative verbreiten, damit man gewählt wird. Nein, also... Habt ihr gerade gehört, die Amtszeit ist ein rechtes Narrativ. Muss man sich um die Menschen kümmern, die dich wählen. Wenn das für dich rechts ist, dann ja, weiß ich nicht, was wir reden eigentlich. Naja, wenn ich dann schon promote, die Regierung sollte sich um das eigene Volk kümmern. Dass sie gewählt hat, ja. Also das ist ja etwas, ich kann dir den Spruch auch einfach weglassen. Ich habe nicht Volk gesagt, sondern Bevölkerung, aber ja. Ja. Und? Ja. Ja. Bin dafür, ja, dass jeder Politiker... Ja, man versucht damit ja so ein bisschen zu, naja, so ich sag mal, so ein gewisses Klientel irgendwie auf seine Seite zu holen, ne? Nein, das ist eine Tatsache, Dara. Das ist eine politische Tatsache, dass da draußen... Übrigens, folgende Frage, weil du ja sagst, ich stehe ja dahinter. Wann habe ich darüber geredet, dass sich die Politik um ihre Bevölkerung kümmern soll? In welchem Zusammenhang habe ich darüber geredet? Pass auf, ich werfe dir nicht vor, dahinter zu stehen. Ich glaube, dass du ein... Also im besten Fall checkst du nicht, was du da tust und wunderst dich dann in 6 Monaten. Im besten Fall bist du dumm und ja, im wahrscheinlichen Fall, den wir jetzt mal annehmen, bist du bösartig und rechtsradikal, wir müssen dich bekämpfen. Also. Ja. Also, schön, dass das der beste Fall ist, dass der andere einfach dumm ist. Und dass plötzlich wirklich nur noch Neonazis in deinem Chat sind. Also ich bin dumm einfach. Und du dich dann fragen musst, okay, wie ist das? Ja, wer Frieden fordert, der ist schon ganz hart am Rechtsradikalismus dran. Wir haben es ja eben schon festgestellt. Also das ist ja Erwins großes Verbrechen. Er hat es gewagt, Frieden in der Ukraine zu fordern, der im Frühjahr 2022 möglich war und der mittlerweile vom ukrainischen Chefunterhändler bestätigt wurde, durch Intervention des Westens verhindert wurde, weil der Westen Druck auf die Ukraine gemacht hat. Also, ja. Aber das ist ja ganz großes Geschwurbel, wenn man den ukrainischen Chefunterhändler zitiert. Das war ja auch der Grund, warum sie ihn dann so richtig gehasst haben, ne, Kürtscher und Co., wo er sich auf die Seite für Frieden gestellt hat. Da war es ja komplett vorbei bei Erwin, ne? Beziehungsweise bei den Leuten, die ihn angefeindet haben. Den komplett durchgedreht da, wo das... Ja, also ja. Vor allem Leute, die niemals selber an die Front müssen, dass die sich so dafür einsetzen, dass der Krieg in einem anderen Land weitergeht. Also, ja... Wie gesagt, ich bewerte ja Leute in meinen Streams eher selten moralisch. Beziehungsweise ich mache das auch so am Rande, aber versuche das nicht zu einem Argument zu machen. Aber hier, ja, bei mir ist schon so ein leichtes Ekelgefühl hoch. Aber lassen wir das. Das jetzt passiert. Ich bin dumm, weil, also. Ne, okay. Das sind die Geister, die man halt rief. Also kurz gesagt, ich wünsche mir etwas, von was ich keine Ahnung habe, was es ist. Nein, du wünschst dir etwas, wovon du nicht die oder du sagst Sachen, von denen du nicht ganz die Konsequenzen absehen kannst. Ja, genau. Ich wünsche etwas so, be careful what you wish for. Nein. Be careful what you say. Okay, gut. Weil je nachdem, was für ein Marketing ich mache für meine Politik, ziehe ich bestimmte Leute an und vergraule andere. Pass auf. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und das ist ja genau das, was bei dir passiert ist. Und deswegen sieht deine Community nun mal jetzt so aus, wie sie aussieht.
So funktioniert das, ja. Aber schau, red nicht über meine Community, ich rede auch nicht über deine Community. Ja, und jetzt frage ich dich, wann sind sonst die denn sind dann wir alle wieder plötzlich dort. Antikapitalistisch und links? Chill. Okay? Chill. Ich geh nicht auf die Community los. Bleib bitte inhaltlich bei den Themen, die wir besprechen. Ich kann dir das gerne beantworten, okay? Erwin, wenn wir über die Strategie sprechen, soll ich was sagen? Dann ist deine Community eigentlich ein ziemlich guter Indikator, ob sie funktioniert oder nicht. Nein, ist sie nicht. Warte kurz. Du musst einfach kurz chillen, okay? Hör mir zu. Erwin, das wird nicht funktionieren, dass du hier einen auf, der ist so aufgebracht und ich bin so ruhig und so weiter. Kumpel, ich will einfach nur ausreden. Ich will nur ausreden. Es geht nicht darum, ich bin cool, du bist uncool. Ich will nur ausreden. Du lässt mich nie ausreden. Das ist alles, okay? Chill. So, pass auf. Ich denke, dass die Politiker, vor allem die Linke, die jetzt bei 4,9 ist, ja, dass die deswegen abgekackt hat, und das ist auch die Analyse von Sarah Wagenknecht, ja, wir teilen uns die Analyse da, dass sie abgekackt ist, weil sie sich nicht mehr um die einfachen Menschen kümmert, sondern sich darauf fokussiert hat, eher mit so woken Inhalten mitzulaufen. Okay? Und ich denke, dass da was Wahres dran ist. Und wenn ich mir die Bevölkerung draußen anschaue, dann sehe ich, dass die AfD ziemlich viele Arbeiter abholt. Okay? Mhm. Die AfD holt ziemlich viele Arbeiter. Bei der letzten Umfrage war die AfD irgendwie bei 30% oder sowas. Ja? Und das ist eine Katastrophe, dass das so ist. Ja, warum schafft die Linke... Vor allem mit der neoliberalen Politik Arbeit abzuholen. Ne? Das musst du auch erstmal hinbekommen. Ja. Beim Seller, du kannst es ja aus eigener Erfahrung bestätigen. Du warst ja früher eher so der Linken zugeneigt und dann irgendwann eher der AfD. Also was war denn bei dir ausschlaggebend? Ja, ich habe mich halt... Das soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich ja hier der oberschlaue Macker, der vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht irren wir uns alle und am Ende ist die AfD wirklich die Partei der Arbeiter. Aber eben weil die Linke damals eigentlich eher arbeiterfreundlich war und eher für den kleinen Mann zuständig war, habe ich halt die Linke auch gewählt, weil ich eine gute linke Politik wollte. Ich mochte Oscar Lafontaine sehr gerne, war eigentlich damals auch schon im Grunde. Und Gysi mochte ich früher auch sehr gerne, mittlerweile ja okay, aber Lafontaine bin ich nach wie vor guter Fan auf jeden Fall von. Und weiß ich nicht, bei der AfD war es halt so, eben weil sie sich nach vorn hin als die Arbeiterpartei auftut, aber wenn man halt mal näher, dann, ich meine, du hattest ja neulich ein Gespräch erst mit Jenny Günther gehabt, ne? Mhm. Wenn man dann mal genauer das Parteiprogramm betrachtet, sie machen ja nur im Grunde Politik für die reichsten paar Prozent im Land, also da ist nichts irgendwie... Was sag ich mal, dem kleinen Mann zugutekommen könnte, außer hier vielleicht mal ein paar Steuern abzuschaffen. Aber ich meine, Mindestlohn, weiß ich nicht, da hat sich sind ja diese eine... Wie hieß sie, die eine, die sowohl du und Marlon habt behandelt? Gerrit Hui. Die hat sich komplett gegen den Mindestlohn ausgesprochen zum Beispiel und gegen eine Erhöhung. Also ich glaube, da muss ich nochmal auf die Details eingehen. Also es gibt eine Mindestlohnkommission, die mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern und mit Vertretern der Bundesregierung besetzt ist. Das heißt, die Bundesregierung hat dort vor allem die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld haben dort eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert gegen den Willen der Gewerkschaften. Und da hat die AfD, also Gerrit Hui im Bundestag, dann gesagt, das war doch die Entscheidung der unabhängigen Kommission, die kann man doch jetzt nicht anzweifeln. Also sie hat wirklich eine SPD-Entscheidung gegen eine Mindestlohnerhöhung verteidigt. Und das ist wirklich den Leuten Sand in die Augen streuen, die Leute verarschen. Also wenn man wirklich einfach nur gegen einen höheren Mindestlohn argumentieren würde, dann okay, könnte man sachliche Argumente bringen, könnte man meiner Meinung nach sehr schlechte Argumente bringen, da Mindestlohnerhöhung halt zu mehr Nachfrage, zu einer stärker wachsenden Wirtschaft führt, aber ist eine andere Geschichte. Aber wenn man dann den Leuten Sand in die Augen streut, wenn man Dinge suggeriert, die nicht stimmen, um seine eigene Politik zu rechtfertigen, ja, auf wessen Seite steht man denn dann? Offensichtlich nicht auf der Seite der Mehrheit der Bevölkerung, wenn man die anlügen oder nicht direkt anlügen, sondern wenn man ihnen etwas suggerieren muss, was offensichtlich nicht stimmt. Dann ich meine, das hat man dann auch in der Sonderfolge von Wohlstand für alle, die hatte ich mir damals noch angeschaut. Da sieht man auch sehr gut Erbschaftssteuer. Das kommt auch nur wieder den Reichen zugute, sag ich mal, um es plump auszudrücken. Und alles so Quatsch, also weiß ich nicht. Eher ist die AfD dabei, so Arbeiter und Geringverdiener gegeneinander auszuspielen, als überhaupt eine Alternative für den Arbeiter darzustellen, aus meiner Sicht.
Ja. Also, wie gesagt, das hat mich damals bewogen, aber wo ich mich dann wirklich mal ein bisschen mehr mit der AfD beschäftigt habe, war mir klar, also, die sind halt eher für die, nicht für den, alles aber nicht für den Arbeiter. Würde ich zumindest nicht behaupten. Vielleicht, man kann nicht gern eines Besseren belehren, kann ja gern mal ein AfD-Wähler mal schreiben, was sie sich so Tolles vorstellen da. Und auch hinsichtlich, ne, was auch die Rente betrifft. Man, gutes Rentensystem, sie beschweren sich ja immer darüber, ja, was ist denn mit den armen Rentnern? Aber eine Alternative, ein vernünftiges Rentensystem, da haben sie auch keine Ahnung von oder haben auch keine Idee, was man da verbessern könnte. Ja, da steht, glaube ich, seit diesem Rentenparteitag von Kalka etwas im Wahlprogramm, das müsste ich mir allerdings nochmal angucken. Und das ist, in der AfD, da muss man immer sagen, es gibt zwei Flügel. Einmal den neoliberalen Flügel und dann den sozialpatriotischen Flügel. Den sozialpatriotischen Flügel, der ist teilweise sehr, sehr stark ins Libertäre abgedriftet. Also da waren ja noch Leute wie Jörg Meuthen oder Joanna Gottal, die wirklich sehr seltsame Ansichten haben. Die ist die AfD losgeworden. Das ist auch sicherlich, hat sie sich selber einen Gefallen damit getan, diese Leute loszuwerden. Warte, Sturmhaube schreibt gerade, in den 70ern hat ein Alleinverdiener ausgereicht, um eine Familie, ein Auto, ein Haus und einen Urlaub leisten zu können, ganz ohne Mindestlohn. Exakt, damals hatten wir noch eine viel höhere Tarifbindung. Damals hatten wir noch Löhne, die entsprechend der Produktivitätssteigerung angehoben wurden, vor allem eine viel niedrigere Lohnhierarchie. Wir hatten auch noch ein progressives Steuersystem. Also der Spitzensteuersatz war höher, gleichzeitig war die Mehrwertsteuer niedriger beispielsweise. Ja, und liebe Sturmhaube, wer war denn damals an der Politik? Waren es Rechte oder waren es eine vernünftige Sozialdemokratie? Ich glaube, es war eine... Laut den Wokies wäre Willy Brandt heute wahrscheinlich auch schon rechts. Nee, aber weil Sturmhaube ja immer eher rechtsgesinnt ist und da wäre halt meine Frage, ja, wenn du das doch jetzt als positives Beispiel hervortust, müsstest du dir ja auch eingestehen können, dass damals keine rechte Regierung an der Macht war, sondern eine sozialdemokratische Linke unter Willy Brandt, ne? Ja, so also, einfach ist es tatsächlich auch nicht. Also selbst Konrad Adenauer hat eine viel, viel linkere Politik gemacht als alle Regierungen, die von Helmut Kohl ankamen. Also da Konrad Adenauer, da hat man eine Vermögensabgabe von 50% das Lastenausgleichsgesetz. Also das war damals... Und da war eine CDU, ne? Ja, das gesamte Obertonfenster fand sich damals deutlich weiter links als heute. Und Willy Brandt hat das auch explizit so formuliert. Also damals hat es in der SPD ja auch noch überzeugte Sozialdemokraten, die strategisch denken konnten. Willy Brandt hat gesagt, ich will keine Politik für die Mitte machen oder für links machen, sondern ich will die Mitte nach links verschieben. Also ungefähr ist das exakte Zitat. Und ungefähr das hat er gesagt. Und das ist dieser Regierung auch gelungen. Aber dann kam halt diese neoliberale Wende und da konnten sich die SPD nicht so richtig dagegen stellen. Da hat sie sich zwischendurch auch nicht mehr dagegen gestellt unter Helmut Schmidt. Also die ersten... Bei einem... Okay, wie Agitat schon sagt, Helmut Schmidt wäre bei einem Seller, wie einem wie Seller heute rechtsradikal. Was ist denn einer wie Seller? Hä? Wieso ich? Du hast scheinbar überhaupt keine Ahnung, was ich meine Ansichten angeht, aber okay, ist kein Wunder. Ist bei Rechten genauso wenig ein Wunder wie bei den Wokies. Sie haben beide kein Verständnis von wirklich Politik, also es tut mir leid, aber nee, da kann ich halt... Sturm, aber sag mal bitte, worauf du dich beziehst, das würde mich schon interessieren. Ja, ich weiß auch nicht. Aber übrigens hier, AfD-Anträge zur Steuerpolitik wurden abgelehnt, ne? Weiß nicht, ob du das mitbekriegt hast. Mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen hat der Bundestag am Donnerstag, den 14. Dezember, drei steuerpolitische Initiativen der AfD-Fraktion zurückgewiesen. Dabei handelte es sich um einen Antrag, der sich gegen eine Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe stellte. Da haben wir es wieder, ne? Vermögenssteuer. Ein Gesetzesentwurf zur Anpassung steuerrechtlicher Vorschriften an die Folgen der kalten Progression. Sowie ein Antrag zur Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Sturmhaube, nein. Also ich finde das, was Helmut Schmidt über kulturfremde Menschen sagt, das ist eine Trivialität, das stimmt. Und dafür hat auch keiner Schlomo Nazi genannt. Schlomo hat gefordert, dass Menschen die Staatsbürgerschaft nach nicht rechtsstaatlichen Kriterien wieder entzogen werden soll, die sie nun mal legal bekommen haben. Das war der entscheidende Punkt, den wir bei Schlomo kritisiert haben. Das ich habe übrigens nie gesagt, ich habe übrigens Schlomo nie als Nazi bezeichnet. Nein. Schlomo sagt, tätigt rassistische Aussagen, ja, das stimmt. Ja, das ist, ich weiß nicht. Wie gesagt, dieser Rassismuspunkt, den würde ich gar nicht so hochhängen. Also, was ist Rassismus? Nee, ich hänge ihn auch nicht. Ich hänge ihn auch nicht hoch. Ich sage aber, man kann es auch aber einfach mal ehrlich so kommunizieren, wie es auch ist. Anstatt, warum muss man sich dann immer verstecken? Warum kann man nicht ehrlich sein? Weil sie Demagogen sind, sie wollen Leute überzeugen. Sie sind rassistisch teilweise. Es tut mir leid, aber wenn man sowas wie in dem Gespräch mit Erwin bringt, was Erwin da als Zitat Rassenverräter jemanden nennt, also es tut mir leid. Also wenn das nicht rassistisch, was ist dann?
Das heißt aber nicht, dass ich jemals als Nazi betiteln würde. Rassismus und Nazi muss man immer unterscheiden, aber es ist halt genau, guck mal, ich habe jetzt wieder diesen einen Film geguckt, die 12 Geschworenen. Es ist immer von Rassisten immer dasselbe. Es sagt immer, ja, wir sind ja gar nicht rassistisch, wir haben ja nichts gegen Japaner, wir haben nichts gegen Polen, wir haben nichts gegen dies, aber wir haben, und dann geht's los, dann haben sie was gegen Muslime, dann haben sie was gegen, weiß ich, okay, Seller, ja, Mexikaner. So, wie gesagt, du hast ja recht, also so ein Wort wie Rassenverräter, da fällt mir keine nicht rassistische Interpretation jetzt ein. Wie gesagt, du hast recht, ich wollte da jetzt nicht gegen argumentieren, ich wollte nur sagen, dass man damit vorsichtig sein muss. Aber Nein, nicht Klassenverräter, Rassenverräter. Rassenverräter. Sturmhaube fragt noch, denkst du, ein Helmut Schmidt hätte dafür plädiert, Staatsbürgerschaften wie Konfetti zu verteilen und die Grenzen sperrangelweit aufzumachen? Nee, hätte er wahrscheinlich nicht. Aber das könnte man ja wieder ändern. Also, nein, aber es tut mir halt leid, immer zu sagen, es ist genau diese Rhetorik, diese Rhetorik bei den Rechten, die es früher schon gab. Dieses ständige, das ist ja jetzt keine Nein, das meine ich nicht. Also, ich war gerade noch bei dem, warum er kein Rassist wäre. Es ist genau diese Rhetorik, die du überall ständig in der Geschichte hörst. Es geht immer dieses, ja, die sind alle so, die sind so und so, und immer dieses Verurteilen von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Das ist immer so gewesen. Das war immer, und dann tun sie so, als wären sie nicht rassistisch. Steht doch wenigstens dazu. Warum steht ihr nicht dazu? Das heißt auch niemand, dass ich jemand als Nazi bezeichnen würde. Das tue ich ja nicht. Man muss immer einen Unterschied sehen zwischen Nazi ist, wenn man rassistisch ist, ist man lange kein Nazi. Ich habe auch Leute, die sind, weiß ich nicht, rassistisch oder würden sich vielleicht nicht so sehen, aber sorry, wenn du gegen eine ganze Bevölkerungsgruppe jedes Mal hetzt und dann immer so tust, ah ja, nee, ich bin ja nicht rassistisch, dann steh doch wenigstens dazu. Also, weißt du, das verstehe ich halt nicht. Sorry, aber. Ja, und wie gesagt, das, was ich vom Höcke gehört habe, also jetzt außer diese sehr krassen Zitate, die aber keine konkreten Forderungen sind. Was ich an konkreten Forderungen gehört habe, nämlich das aktuelle Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern, das ist ja erstmal innerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist ja nichts, was man jetzt pauschal verurteilen sollte. Deswegen würde ich schon sagen, dass Schlomo da wahrscheinlich rechts der AfD steht. Also deutlich. Ja, was ist denn das, Leuten den Pass wegzunehmen, nicht weil wegnehmen. Sie was gegen Deutsche das aktuelle sagen? Recht, oder? Das aktuelle Staatsbürgerschaftsrecht für neue Staatsbürgerschaften. Das ist ein Riesenunterschied. Darum geht's ja. Na, wir hatten das doch gehabt, dass in der Reaction, das Schlomo gesagt hat. Das meine ich ja. Ja, und das meine ich. Darauf bezog ich mich gerade. Also, wie kann das sein, dass du Leuten einfach nur, weil sie was gegen Deutsche sagen, dass du denen also, was ist denn das, bitteschön? Werde ich jetzt auch abgeführt, wenn ich sage, scheiß Deutsche oder was? Ich schäme mich teilweise für Deutsche. Ja, also werde ich jetzt abgeschoben oder soll ich jetzt abgeschoben werden laut Schlomo oder wie? Weiß ich nicht, könnte man ihn ja fragen. Ich muss auch sagen, dass es auf der Woken-Seite halt Leute gibt, die Deutschlands ethnische Zusammensetzung schon in die andere Richtung verändern wollen. Also da gibt es ja Leute, die auch davon sprechen. Also Annette Kahane beispielsweise. Die Zitate kann ja jeder raussuchen. Also. Ja. Oh, sorry für meinen Rant. Das ist Rassismus, das muss man sagen. Also Rassismus, egal ob er von Woker oder von rechter Seite kommt, brauchen wir nicht. Also die ethnische Zusammensetzung. Auch Sturmhaube, heul doch woanders rum. Hast du eigentlich auch noch ein anderes Thema außer deine Ausländer? Du guckst stimmt, so viel Honigschwaben, du hast nichts anderes. Gekommen. Ja, weil Sturmhaube das ständig ein, weil der irgendwie eine Phobie hat irgendwie. Er kann nichts anderes. Also es können jedes Mal, wenn ich den Chat sehe, Ausländer, Ausländer, Ausländer. Der hat kein anderes Thema. Und das meine ich. Und dann wollen die mir erzählen, die wären keine rechten NPCs. Das sind absolute NPCs. Die gucken den ganzen Tag Honigwabe und labern jeden Scheiß nach, den sie dort hören. Es tut mir leid, aber Sella, wir reagieren mal weiter. Also wenn wir da jetzt. Ja, egal. Jetzt hat er mich richtig getriggert. Das regt mich mittlerweile richtig auf. So. Jetzt gut geschafft, das Gespräch jetzt für 10 Minuten von der Reaktion hier abzulenken. Also. Ja, hat auf jeden Fall hinbekommen. Nee, alles gut, ich bin entspannt. Okay, ist nicht. Nein, hier wird keiner entmoddet, nur weil er eine andere Meinung hat. Also, wenn er beleidigt wird, wenn er zu Straftaten aufruft, dann wird er. Also dann würde ich mir sogar selber rauswerfen. Wie gesagt, es gibt Sachen, die darf man nicht machen und es gibt Sachen, die darf man machen. Diese Arbeit da abzuholen. Ich werde dir sagen, warum sie es nicht schafft. Deswegen, erstens, weil die Linke Politik, und dazu rechnen die Leute da draußen leider SPD und Grüne dazu, ja, was für mich absolut keine linke Politik ist. Und die sagen dann, ist das für dich linke Politik? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Als SPD und Grüne? Ja. Siehst du wahrscheinlich auch nicht als links, oder? Also Mitte links halt, ne? Moderat links.
Okay, ich sehe sie eher als rechts, Mitte rechts, kein Problem. Der Punkt okay, ist... Ein bisschen übertrieben, aber okay. 4% Reallohnverlust 2022. Also ich würde sagen, den Kapitalisten mehr Geld geben und den normalen Arbeitern Geld wegnehmen unterm Strich. Wie viel rechter geht es denn? Also wenn du rechts und links jetzt wirklich so klassisch definierst, wie es eigentlich definiert ist. Ja. Vielleicht stehe ich weiter links, ist ja wurscht. Der Punkt ist, ich glaube, dass sie die deswegen verloren haben, diese Menschen, weil sie nicht mehr sagen, weil sie sich nicht mehr um diese Menschen kümmern. Und jetzt kann eine AfD herkommen, wirklich ausgerechnet die AfD von allen Parteien, denen der kleine Mann vollkommen scheißegal ist, und die Politik, die AfD gibt keinen Fick auf den kleinen Mann, und die kommt her und sagt, na, Deutschland zuerst. Ja? Und was verstehen die Leute darunter? Die Leute, also der normale Mann versteht darunter, diesmal kommen zuerst wir dran. Ja? Und sie sagen, siehst du, die AfD setzt sich eigentlich für uns ein. Weil sie sagt, Deutschland zuerst, wir sind. Das ist meine Rechts-Links-Definition. Ich hatte es vorhin schon gesagt, rechts mehr Hierarchie, links mehr Gleichheit. Das ist eigentlich die allgemein anerkannte Definition. Deutschland, damit meinen sie uns. Und deswegen wählen sie die AfD und sagen, all diese anderen Parteien sind nicht auf unserer Seite. Und da habe ich damals gesagt, weil da ging es darum, da habe ich da damals gesagt, es ist ein Wahnsinn und eine Frechheit, dass die AfD so leicht davonkommt und dass man der AfD es so leicht ermöglicht, dass sie da draußen Menschen einfängt mit einem Spruch wie Deutschland zuerst. Und ich habe mir gedacht, eine linke Partei müsste doch klar sagen, Deutschland zuerst. Aber sie müsste es natürlich anders meinen als die AfD. Sie dürfte es nicht so meinen wie... Ja, alle in Deutschland halt. Und nicht nur eine kleine Minderheit von weniger als 1% der Bevölkerung. Also so müsste es eine linke Partei da meinen. Wie wir scheißen auf alle draußen. Deutschland zuerst gilt nur für die arischen Deutschen oder irgendwas. Ja, sondern es geht um die gesamte Bevölkerung, um alle Arbeiter, um alle. Komplette Inklusion. Ja, ja, ja. Und wenn die Linke das machen würde, dann hätte die AfD keine Chance. Ja? Nein, und das beweisen auch Umfragen, weil die Sarah Wagenknecht macht genau das. Und es wird gesagt, dass sie die AfD halbieren würde und würde sie auch. Und ich glaube, das ist einfach wirklich ein guter Hinweis, darauf muss man schauen. Dass sie irgendwie eine eigene Partei gründet oder so. Also erstmal, dass sie ja die AfD halbieren würde, heißt ja einfach nur, dass sie von super vielen AfD-Wählern unterstützt wird. Aber garantiert nicht wegen der linken Politik. Weil die Frage ist ja, warum, was haben denn die AfD-Wähler von der Sarah Wagenknecht? Naja, dass sich zuerst um sie gekümmert wird. Sehr viele AfD-Wähler wählen die AfD nicht einfach. Aber denen geht es nicht darum, sondern denen geht es darum. Also, wie kommst du drauf? Das ist leider schon immer so gewesen in der Geschichte. Es gibt nun mal einen gewissen Anteil der Bevölkerung. Moment. Und die findest du nun mal auch in deinem Chat. Die glauben halt einfach an Verschwörungstheorien. Das heißt, die Gründe... Da haben wir unser neuestes Narrativ. Ja, im Chat schreibt gerade einer, Dara ist so lost, absolut. Also, das ist eigentlich die Erklärung für alles. Wir können uns wundern, dass das erst nach einer halben Stunde kommt. Ich muss ihm... Ehrlich gesagt, ich habe ihn auch schon lange geguckt. Und ich muss ihm den einen Punkt geben, dass Rechte schon sehr darauf fokussiert sind, immer von Natur zu reden und sowas. Ja, damit hat von er der natürlichen also, Ordnung. Und damit hat er, finde ich, auch einen Punkt. Seller, das machen Liberale auch. Also wenn du irgendwas als gut und als richtig bezeichnen willst, dann sagst du halt, das ist natürlich, das entspricht der menschlichen Natur. Der Markt entspricht der menschlichen Natur, der Kapitalismus entspricht der menschlichen Natur. Also das machen Liberale sehr häufig oder Libertäre oder der Staat ist gegen die menschliche Natur, aber Einkommen, Markt, freier Handel, das ist mit der menschlichen Natur, das ist ein riesengroßer Schwachsinn. Der Kapitalismus ist ein System, das haben wir erst seit 200 Jahren. Wir hatten immer einen Staat, weil Kapitalismus ohne Staat gar nicht möglich ist. Und das hat wenig mit der menschlichen Natur zu tun. Das hat etwas mit sozioökonomischen Entwicklungen zu tun. Wir hatten vorher Jahrtausende völlig andere ökonomische Systeme als den Kapitalismus. Und bei jedem dieser Systeme zu sagen, das entspräche jetzt der menschlichen Natur, das ist so dumm. Das liegt auch daran, dass wir heute keine Religion mehr haben, auf der man es begründen kann. Also im Mittelalter, da hat man noch gesagt, die Ständeordnung ist Gott gewollt. Also das ist genauso. Also wenn ihr das hört, dieses oder jenes entspricht der menschlichen Natur und euch dann nicht zig Studien vorgelegt werden, wo das mal tatsächlich begründet wird, sondern das einfach behauptet wird, ist das einfach Propagandasprech, den nicht nur Rechte einsetzen, sondern wie gesagt auch sehr häufig Liberale. Ja. Warum irgendwie was falsch läuft in der Gesellschaft? Ja, aber guck mal jetzt. Liegt da. Guck mal jetzt, erklärt Sturmhaube in einem langen Text irgendwas mit 300, geschätzte 300 Milliarden gehen für Goldstücke, also für die Migranten drauf.
Ideologieprojekt steuern, bla bla bla. So, dann frage ich ihn die Quelle und dann sagt er, ja, Schätzungen, sind Schätzungen. Ja, toll, woher sind diese Schätzungen? So, also, und dann fragt man sich, warum nimmt die wohl keiner, die Rechten wohl keiner ernst? Ja, warum wohl? Wenn man sich irgendwelche Sachen zusammen fantasiert oder irgendwas schätzt, was man in die eigene Ideologie passt, dass man dann gegen die Leute hetzen kann, ja, sorry. Warum nimmt die AfD wohl keiner ernst? Keine Ahnung. Warum nimmt die Honig mit Haarfarbe keiner ernst? Er sagt auf Chatnachrichten ein. Also ist doch alles gut. Er sagt ja selber, taucht in keiner Statistik auf. Ja, aber woher habt ihr dann diese Sachen plötzlich, diese Zahlen? Es ist halt, aber man muss ja auch mal gegen diese Desinformation vorgehen. Das ist jetzt einfach totaler Nonsens. Man kann ja nicht einfach sich hinstellen und irgendwas behaupten, was halt. So, du musst doch auch irgendwas nachweisen können. So, das ist ja, guck mal, jetzt kommen Leute hier rein und lesen das und denken, es stimmt wirklich. Und genauso funktioniert das jedes Mal bei den Rechten. Sie behaupten einfach irgendwas und ohne irgendwie Quellen, ohne Nachweise zu liefern. Also das mit den 300 sagen, es stimmt halt einfach so. Das kann nicht sein. Also das kann gar nicht sein. Ja, es kann auch nicht sein. Der gesamte Sozialhaushalt außerhalb der Rente, wie viel ist das? Lass mich lügen, 50, 60 Milliarden, irgendwas um den Dreh werden das sein. Also dann noch das Entwicklungsministerium, wenn du das noch oben drauf rechnest, also das wird ja bei diesen Milchmädchenrechnungen gemacht. Also alles, was irgendwie ins Ausland geht, das zählen wir jetzt mal unter Flüchtlingsausgaben oder was weiß ich. Also du kommst dann immer noch auf weniger als 100 Milliarden. Also selbst wenn du, also wie gesagt, nur jetzt, wenn du Budget des Arbeitsministeriums außer Rente, also da gibt es ja so einen Rentenzuschuss, und Budget des Entwicklungsministeriums zusammennimmst, dann kommst du auf viel, viel weniger. Also, ja. Daran, ja. Dass also es kann sich ja jeder den Bundeshaushalt auch ansehen. Meine Güte, wenn euch auf YouTube irgendwas erzählt wird, dann guckt doch einfach mal, wie die Posten im Bundeshaushalt verteilt sind. Die sind da aufgeführt. Das ist ja kein Geheimnis. Leute haben halt keine Ahnung. Jetzt fängt er an, mich zu beleidigen. Ja, dann frag dich mal, warum solche Zahlen, Statistiken nie erstellt werden, du Butterbirne. Wie in Dänemark. Weil man das nicht will, weil es politische Agenda ist, hier die halbe Welt reinzulassen. Oh ja, sie wollen uns alle übernehmen, die Ausländer kommen und uns Zeller, übernehmen. Ganz ruhig, also, ganz ruhig. Labert doch mal, was ihr für. Nee, aber man muss sich doch mal wirklich überlegen, was das für ein paranoides Gewäsch ist, was diese Leute also von sich geben. Sie haben nichts. Und wenn man sie drauf anspricht, hier, wo hast du denn das her, dann werden sie beleidigen und sagen, ja, guck mal nach Dänemark. Dann frage ich, ja, wo habt ihr denn für Deutschland? Nee, haben wir nicht, weil das ist alles eine große Verschwörung, die wollen es halt nur nicht. So, das ist dieses Verschwörungsgelaber, was Dara immer wieder auftut. Und deswegen nimmt sie auch keine, also deswegen nimmt euch keine sauber euch rechten Ernst. Weil ihr Scheiße labert, ohne es belegen zu können. Und dann wundert ihr euch, warum Leute wie Dara nicht mit euch reden wollen. Weil ihr einfach nur Scheiße labert. Nee, es tut mir leid, Dara, und sie reden einfach Scheiße. Also, wie gesagt, mit wem die Wokisten reden, das würde nein, ich aber nicht. aber es ist halt, aber das kann doch niemand, also jetzt guck mal, selbst als ich jemand, der irgendwo die Migration ja auch kritisiert in gewisser Weise, aber sowas kannst du doch nicht ernst nehmen. Du kannst doch nicht ernst glauben, die kommen hier und wollen das Land übernehmen und planen hier alles zu übernehmen. Also tut mir leid, dann also das ist genau dieses rassistische Gelaber, was damals schon in den USA, was die USA jedes Mal über die Hispanics sagen, ja, was Trump sagt, ja, komm, guck mal, die ganzen Mexikaner, die kommen jetzt hier, die wollen hier alles übernehmen, die wollen sich hier ein, das ist genau dasselbe Gelaber, was diese Leute hier von den Moslems sagen. Es ist genau eins zu eins dasselbe. Ja, also, da ja, musst du dich nur mal mit der Geschichte beschäftigen, musst mal beschäftigen dich damit, was Rassisten schon die ganze Zeit über in all den Jahren gesagt haben. Es ist immer dieselbe Agitation. Es ist immer, ja, die wollen hier alles übernehmen und die werden jetzt hier unsere, weiß ich nicht, die wollen unsere Frauen und sie wollen alles. Sorry, es ist genau dasselbe. Und jetzt höre ich auf damit. Nochmal ein Wort. Aber es nervt. Also warum du dich auch schwierig erheben kannst, selbst wenn du die erheben würdest, wäre das immer eine Milchmädchenrechnung. Also wenn du jetzt weniger Ausländer in Deutschland hättest, hättest du ja nicht weniger Arbeitslosigkeit. Also es gibt nur eine bestimmte Zahl an Arbeitsplätzen und wenn man jetzt Menschen abschiebt und das Geld, was man für diese Menschen ausgibt, plötzlich nicht mehr ausgibt, ja, dann hat man ja immer noch die gleiche Arbeitslosigkeit. Dann hätte man halt mehr deutsche Arbeitslose, für die gleichen Ausgaben anfallen würden. Also nur weil du einen höheren Anteil jetzt an Ausländern im Arbeitslosengeld hast, heißt das ja nicht, dass du ohne die Ausländer diese Kosten nicht hättest. Also wir haben in Deutschland eine riesige Unterbeschäftigung. Wir haben in Deutschland ein riesiges Problem mit Unterauslastung. Also diese Lüge vom Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, die uns immer erzählt wird, die stimmt ja nicht. Also das kannst du ja in den offiziellen Zahlen ziemlich leicht ablesen. Wir haben, glaube, weniger als 800.000 offene Stellen und laut offiziellen, schön gerechneten Zahlen über 2,5 Millionen Arbeitslose.
Also Anfang der 70er Jahre, als wir noch Vollbeschäftigung hatten, da hatten wir 1 Million offene Stellen und 100.000 Arbeitslose. Also damals hatten wir noch 10-mal so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Heute ist es umgedreht. Also heute haben wir 3-mal so viele Arbeitslose wie offene Stellen. Also alleine daran sieht man, also man müsste erstmal eine Politik der Vollbeschäftigung machen und dann könnte man eine ehrliche Rechnung aufmachen, okay, wie sind jetzt die ökonomischen Kosten der Migration? Ich würde sagen, dann würden sie wahrscheinlich auch sehr viel geringer ausfallen, weil dann die Beschäftigung unter Ausländern auch sehr, sehr viel höher wäre. Also erstmal eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen und dann kann man solche Debatten auch ehrlich führen. Also das wäre jetzt meine Position. Na guck mal, aber jetzt behauptet er zum Beispiel, ich gebe keine Statistiken dazu. Man kann jeden Forts von rechten Statistiken, aber man erstellt keine umfangreichen Statistiken für Flüchtlingskosten. Wie kommt... Es gibt alle möglichen Statistiken. Oh, ja, es gibt so gesagt, viele Statistiken dazu. Es gibt so viele Statistiken. Hier von BP. Ich wollte jetzt nicht egal, ich mach, Chat ich, eingehen. Nein, also, alles gut. Aber man kann so viele es gibt so viele Daten, die man erfassen kann. Das ist ja das auch, was sie kommen immer mit ihrer Mindapt-Statistik, was ich ja den einen Tag kritisiert, wo sie dann gelacht haben, haha, hol doch mal die Zahlen. Ich habe hier so viele Daten hier rausgesucht. Und diese Arbeit an alles, was diese Rechten behaupten, von wegen, die würden nicht arbeiten gehen und ein überwiegender Teil würde nicht arbeiten, das stimmt einfach nicht. Und das kannst du aus den Statistiken auch so nicht nachlesen. So. Ja, ja, zumal es auch logisch ist, dass Leute, ich habe ja alle möglichen Quellen rausgesucht. Ja, du hast ja recht. Also dass Leute, die erst die deutsche Sprache lernen müssen, dass die natürlich eine höhere Arbeitslosigkeit haben. Das wäre ja auch seltsam, wenn nicht. Warum haben die Ukrainer gerade die höchste Arbeitslosigkeit? Ja, weil sie alle noch in den Deutschkursen stecken, weil sie erstmal so viel Deutsch können müssen, dass sie überhaupt eine Ausbildung machen können oder dass sie überhaupt bei einem deutschen Unternehmen angestellt werden können. Und das war alles immer. Lass uns jetzt erstmal weiter reagieren. Wir brauchen ja, ich werde jetzt auch nicht mehr drauf eingehen, also, ist sie gut. Ich glaube, Sturmhauber hat das ganz schlau gemacht. Jetzt haben wir hier 20 Minuten über Migration diskutiert, obwohl wir das gar nicht wollten. Ja, also, aber dann soll er doch mal was vorbringen, aber er kann es ja nicht. Er sagt immer nur. Lieblingsthema ist. Also, wie gesagt, ja, ich würde sagen, Wirtschaftsmigration, die außerhalb der EU, die können wir gerne stark beschränken. Ich meine, wofür brauchen wir das? Die Länder, wo die Leute da abbauen, die brauchen ja ihre Fachkräfte. Ist ja jetzt auch nicht eine sonderlich soziale Politik gegenüber den Regionen, wo die Fachkräfte abhauen, die da abzuwerben. Also das können wir ruhig stark beschränken. Also ja. Ja, aber das, er spricht mich ja immer direkt an und ich kann da wirklich nur den Kopf schütteln. Dann noch Asylverfahren viele... direkt in Afrika und dann ist das Problem eigentlich gelöst. Ich meine, ja, oder Asylverfahren direkt in den deutschen Botschaften in den jeweiligen Ländern. Wenn jemand beispielsweise aus Syrien in eine deutsche Botschaft kommt und der da wirklich verfolgt wird, okay, dann soll er nach Deutschland kommen. Wenn der allerdings aus Syrien schon in Libanon geflüchtet ist und dort sicher aufgenommen wurde und dann beantragt, dann okay, dann wurde er ja im Libanon sicher aufgenommen, dann kann er halt nicht herkommen. Dann muss man halt die Flüchtlingslager im Libanon auch finanzieren, dass da, also als internationale Gemeinschaft. Da hatte man ja massiv die Hilfen gekürzt, bevor da diese Flüchtlingswelle 2015 losgegangen ist. Darüber berichtet ja auch keiner. Aber komplexes Thema. Also diese Flüchtlingswelle aus Syrien, die ist ja schon politisch gewollt. Die wurde ja gefördert. Man hat ja diese Islamisten, die Assad da beseitigen wollen, erst hochgerüstet. Also da kann man ja jetzt nicht sagen, wir helfen denen so edel. Nein, unsere westlichen Regierungen sind schuld daran, dass die Menschen daher überhaupt fliehen mussten. Allen voran die Türkei und die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien. Es eine Verschwörung gibt im Hintergrund und die zieht nun mal die Fäden und die sorgt dafür, dass es schlecht läuft. Und die AfD ist nun mal die Partei, die ihnen verspricht, gegen die Verschwörung zu kämpfen. Und denen sind die politischen Positionen der AfD einfach deshalb ziemlich egal, weil die machen gar nicht die Verbindung, dass beispielsweise, indem man die gesetzliche Rente erhöht, dass dann ihre Rente höher ist. Sondern die gehen davon aus, nein, die AfD besiegt diejenigen, die Deutschland von außen kontrollieren. Und indem das dann passiert ist, wird es mir einfach besser gehen. Und das ist auch das, was Sarah Wagenknecht... Entschuldigung, wie kommst du drauf, dass das so ist? Das ist das Ergebnis von Forschung und auch, ich sag mal, das kannst du auch rational erschließen. Hast du diese Forschungsergebnisse irgendwo? Seit der Antike. Warte, hast du in Bezug auf die Ernte AfD, schlecht war, Moment. Dann war eine Hexe im Dorf. Moment, bitte. Und dann muss halt die Hexe gefunden werden. Und das ist leider so. Das wirst du auch herausfinden können, hast du eine Forschung? Wenn du mit manchen in deinem Stream sprichst oder wenn du demnächst mit irgendwelchen anderen rechtsextremen Spinnern sprechen solltest, die ein bisschen größere oder eher so kleinere Berühmtheiten sind in der Ist es denken so, genau das Gleiche. Hat jetzt Sarah nicht mit Boris von Morgenstern
geredet? Ja, ist eigentlich ja. Dara der jetzt mit den Rechten geredet hat? Ja, und da und ist jetzt eigentlich Boris komplett von Morgenstern, Dara wollte Boris von Morgenstern in seinem in dem Talk erklären, dass wenn man Regierungsgebäude stürmt und die Regierung unter Androhung eines Revolutionstribunals außer Landes jagt und dabei teils militärische Gewalt einsetzt, wie das in der Ukraine auf dem Maidan passiert ist, das ist eine demokratische Revolution. Also wer ist jetzt der Schwurblaut-Antidemokrat? Also Dara hat sich da ziemlich gut selbst debunkt. Dara, wenn die du gehen davon aus. Ich meine, Dara hat in diesem Talk genau das gemacht, was er Proletopia oder was viele aus der Bubble Proletopia vorgeworfen haben. Ja, er macht Werbung für die Rechten dadurch, dass er mit ihnen redet und ihre Argumente nicht richtig widerlegt. Ja, Dara hat Werbung für die Rechten gemacht, indem er sich komplett zum Idioten gemacht hat. Dadurch, dass er halt nicht argumentieren kann, dadurch, dass er halt keine Ahnung von gar nichts zu haben scheint oder seine woke Ideologie eben den Blick auf die Realität versperrt, wie es halt, was jetzt auch immer der Fall sein mag. Ja. Da gibt es eben diese globalistische Verschwörung, die sorgt dafür, dass hier die Sachen durcheinander geraten und deshalb muss man die besiegen. Es gibt solche. Nur mal zur Info, der Globalismus ist ein Begriff, der unter anderem vom Soziologen Ulrich Beck geprägt wurde und der meint sowas wie eine Ideologie, die alles auf globale Institutionen, auf einen global agierenden Markt, also auf einen global agierenden Markt setzt, die hin zu einer globalen Kultur orientiert ist. Also Globalismus ist sozusagen das neoliberale, dieses neoliberale Programm, was in der westlichen Welt seit 40 Jahren dominant ist. Das kann man im Großen und Ganzen als Globalismus bezeichnen. Und kulturell gehört da halt der Wokismus natürlich dazu. Dieser Wokismus ist zwar ziemlich tribalistisch, aber durch diese gut-böse Dichotomie und also so eine tribalistische Ideologie, die so einen Allmachtsanspruch hat wie der Wokismus, die wird auch sehr schnell totalitär und der ist halt Teil dieses globalistischen Programms und das ist einfach Soziologie. Also der Globalismus ist einfach ein Begriff aus der Soziologie. Was Dara da jetzt hier aufmacht, das ist einfach, wie gesagt, ich will jetzt nichts Despektierliches sagen, aber das dient einfach dazu, den Diskurs zu zerstören. Das dient dazu, jeden, der das Wort Globalismus verwendet, zu canceln. Die gehen nicht. Oder würdest du das anders sehen? Nee. Weißt du, den kannst du nicht kommen irgendwie mit, ja, lass mal die Unternehmen demokratisieren oder sowas, weil die genau Demokratie für alles verantwortlich machen. Moment. Was? Du mal schief läuft. Du glaubst, dass 30%, die die AfD wählen würden, so drauf sind? Ja, leider in Krisenzeiten geht verschwörerisches Denken ziemlich ab. Oh Bruder, ich denke mal, als du ist als eine Verschwörungstheorie, jemand, der was du beispielsweise sagst. Sich auch ganz gerne mit Ken Jebsen oder einem Ernst Wolf beschäftigt, sollte damit. Also Ken Jebsen und Ernst Wolf sind zwei linke Journalisten. Ernst Wolf war übrigens einer der wenigen, der die Zinserhöhung der EZB kritisiert hat. Also was all die Wokisten nie thematisiert haben und was bei vielen Keynesianern in Deutschland tatsächlich kritisiert wurde, das hat Ernst Wolf auch schon von Anfang an kritisiert. Also deswegen, also das wurde auch in den Alternativmedien viel zu wenig gemacht. Auf den Nachdenkseiten kam ein kritischer Artikel, aber sonst fast nichts. Ernst Wolf war wirklich einer der wenigen, der da gesagt hat, nein, die EZB ruiniert damit die Wirtschaft, die schädigt damit den Mittelstand. Also was soll man dazu sagen? Von so Leuten wie Dara bekommt man, wenn man die Zinserhöhung kritisiert, keine Rückendeckung. Twitter haben einige Vollidioten sogar noch versucht, mir Verschwörungstheorien zu unterstellen, weil ich die Zinserhöhung der EZB kritisiert habe. Also wirklich völlig irre. Also von den Wokisten, da bekommt man nur Gegenwind, selbst wenn man einfachste ökonomische Zusammenhänge beschreibt, nämlich die Zinserhöhung würgen die Wirtschaft ab. Das sollen sie ja. Sie sollen ja dadurch, also brauche ich jetzt gar nicht auch im Detail drauf eingehen, habe ich auf meinem Erstkanal schon so viele Videos zu gemacht. Schaut da gerne mal vorbei. Also was für ein Irrsinn es ist, durch Zinserhöhung gerade unsere Wirtschaft kaputt zu schlagen. Aber ja, von so Leuten wie Ernst Wolf, die sprechen sich halt für vernünftige Politik aus. Und so Leute wie Dara, die bezeichnen alles, was nach jeden ernst gemeinten ökonomischen Vorschlag, jede Analyse einer Situation als Verschwörungstheorie. Also mit wem soll man dann wohl reden? Auf wen soll man da wohl positiver oder negativer reagieren? Ist jetzt ganz egal, was ein Ernst Wolf noch so gemacht haben wird. Also der hat beispielsweise ein Buch über den IWF geschrieben. Habe ich noch nicht gelesen. Also der hat auch sich mit dem WEF beschäftigt. Weiß ich nicht, was der da so sagt. Habe ich mir viel zu wenig von angesehen. Also keine Ahnung. Ja, der hat so ein Buch geschrieben über, das war noch in der Anfangszeit mit Dara. Da wollte er Ernst Wolf als Verschwörungstheoretiker so brandmarken quasi. Der hatte ja da so ein Buch geschrieben. Oh, was war denn das? Das war so ein Kinderbuch, glaube ich. Tatsächlich. Ah. Und da wollte der anhand dieses Buches irgendwie dem
Ernst Wolf da so dieses verschwörungstheoretische Denken so irgendwie ankreiden quasi. Fand ich witzig. Ja. Komme jetzt aber gerade nicht auf den Namen des Buchs. Das war ja ganz am Anfang noch, wo ich angefangen habe, mich mit ihm zu beschäftigen. Ja, wie gesagt, ich habe mir auch zu wenig von dem angesehen, aber dass der jetzt hier von Dara schon wieder als der große Gegner aufgebaut wird, zeigt, dass er ja etwas gegen Linke hat. Also Ernst Wolf, die Position, die ich mitbekommen habe, die waren links. Wikipedia ordnet den so und so ein. Also Wikipedia, schaut euch die Dokumentation Zensur, die Manipulation der Wikipedia und die dunkle Seite der Wikipedia von Markus Fiedler an. Vielleicht kannst du nochmal wieder im Chat verlinken. Also, aber ich hätte mal eine Frage an dich. Was du von dem Begriff Kulturmarxismus hältst. Findest du nicht, dass das ein politisches Schlagwort der Alt-Right-Bewegung ist? Also eher von Rechten benutzt wird, um Leute als Neomarxisten abzutun? Das haben sie ja früher auch schon gemacht, die Rechten, jeden als Kommunisten zu bezeichnen. Bitte? Das Wort ergibt keinen Sinn. Gibt doch keinen Sinn, oder? Nee, also Marxismus geht ja aufs Ökonomische und dann irgendwo. Also Frankfurter Schule ist damit vor allem gemeint. Auch mit der habe ich mich zu wenig auseinandergesetzt. Da jetzt zu sagen, okay, die konzentrieren sich jetzt aufs Kulturelle und alles, was irgendwie damit entfernt zu tun hat, das ist jetzt Kulturmarxismus. Und da steckt dann diese und es diese ist für mich Idee einfach dahinter. Es ist einfach für mich ein rechter Kampfbegriff mittlerweile. Ja, einfach. Natürlich. Das Wort ergibt einfach auch hinten und vorne keinen Sinn. Und wie gesagt, das haben die Rechten ja damals auch schon gemacht und jeden als Kommunisten irgendwie bezeichnet, unter anderem in der Reagan-Ära oder auch vorher schon. Da war jeder Kommunist plötzlich. Komischerweise macht das die Wokies jetzt auch genauso und bezeichnen jeden als Nazi und die Rechten machen es so und bezeichnen jeden als Wokie oder als Kommunisten. Also das hat sich da in der Hinsicht, in diesen Kampfbegriffen hat sich nicht wirklich was verändert, muss man sagen. Finde ich. Also es gibt zumindest sehr Parallelen. Ich habe jetzt auch dieses Buch von Adorno gelesen. Wie war das? Das Buch des neuen Rechts... wie war denn das? Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Und auch da sind doch einige Parallelen von damals zu heute gut erkennbar, muss man ehrlicherweise sagen. Und nein, das heißt nicht, dass ich jeden Rechten als Nazi bezeichne. Das will ich damit nicht sagen. Aber es gibt schon diese Parallelen. Das ist sehr interessant eigentlich zu lesen, sage ich mal. Ja, wollte ich mal sagen. Wie gesagt, ich habe mich mit der Frankfurter Schule auch zu wenig beschäftigt und weiß gar nicht, inwieweit die eine Relevanz für heutige woke Theorien hat. Also es gibt ja da wirklich einige wirre Sachen. Es gibt schon einige Bücher, aber es gibt, finde ich, dennoch von links wenig Kritik gegenüber den Woken. Das übernehmen leider auch die Rechten zuhauf. Und ich glaube, das muss man denen aber mal so ein bisschen abnehmen, finde ich. Das ändern wir ja gerade. Erfahrung haben. Oioioi, naja, schau mal, ich sag's mal so. Was glaubst du denn, was die Leute zum Beispiel in den USA zu Trump treiben? Warte kurz. Es gibt hier bei mir in der Community Menschen, die früher bei der AfD waren, die waren Mitglieder von der AfD und durch diesen Stream sind sie aus der AfD rausgekommen. Sie sind jetzt nicht mehr bei der AfD, sondern sind weiter nach links gegangen. Ja? Es gibt solche Menschen. Und ich habe mit diesen Menschen geredet. Und ich rede, der Unterschied zwischen mir und dir ist, du bannst alle Rechten raus. Ich rede actually hier mit den Rechten. Ja? Ich führe Gespräche mit ihnen. Sie kommen manchmal in den Chat, sie kommen auf den Discord-Server. Man redet mit ihnen, man diskutiert mit ihnen. Und da stellt es sich heraus, dass die eigentlich in Wirklichkeit davon überzeugt sind, dass sie sich die nächsten Jahre ihre Grundbedürfnisse nicht decken werden können, finanziell. Und sie denken, dass die große Rettung davon die AfD ist. Also, dass die AfD die große Rettung ist in diesem Punkt. Und ich bin hier und lasse weil sie, die AfD verspricht, die Verschwörung zu besiegen. Sarah Wagenknecht übrigens auch. Welcher Verschwörung spricht die AfD eigentlich? Hat Dara mal eine genannt? Ja, das ist ja das Ding, ne? Er behauptet immer viel, aber belegen kann er es halt nicht irgendwie. Ja, das ist ja generell so. Wie gesagt, das war auch bei Kuchen-TV so. Ja, Dara, sag doch mal, warum bin ich denn konservativ? Und dann saugt er sich halt irgendwas aus den Fingern oder versucht irgendwie drumherum zu reden, anstatt mal wirklich konkrete Zitate oder so anzuführen. Aber das kommt halt dann nie. Ja, zumal Sarah Wagenknecht, die verbreitet ja angeblich auch irgendwelche Verschwörungstheorien und verspricht, eine Verschwörung zu besiegen. Welche denn?
Kann keine nennen. Also ich hatte es ihm ja an unserem Talk gefragt. Er kann keine nennen. Er denkt sich das einfach aus, weil er es glaubt, für seine politische Agitation verwenden zu können. Mehr ist das nicht. Das ist dieser ganze Zauber hinter Daras Argumentation. Vor allem, es ist, wie sollst du etwas, was frei erfunden ist, widerlegen? Also du kannst ja eigentlich nur Dara fragen, woher hast du das? Du kannst ja nicht sagen, okay, die haben mir definitiv gesagt, es ist nicht so, weil sowas nie im Raum stand. Also, ja, es sind einfach Lügen. Die dienen dazu, um eben diese Leute zu diskreditieren. Dara hat ja auch nicht ohne Grund gesagt, Sarah Wagenknecht, die findet er so unglaublich schlimm. Dann würde er Christian Lindner als sie unterstützen, was auch mal wieder sehr schön zeigt, wie wenig Probleme die Walkies eigentlich mit Neoliberalismus haben. Ja. Nein. Moment. Ich sitze dann doch, hier. Doch, das sehen warte die in diesen Menschen. Bitte, warte. Ich sitze hier und ich rede mit diesen Leuten. Und diese Leute sind nicht so, wie du sagst. Das ist eine Tatsache, Dara. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wo du dir das eingefangen hast, dass du so über diese Menschen denkst. Circa 7 Jahre politischen Aktivismus, Erwin. Jo, aber dann hast du in diesem und politischen Aktivismus nicht mit diesen Menschen geredet. Und gerade in einer Zeit mit Pandemie und Ukraine-Krieg. Ja. Nee, ich habe mit sehr vielen Menschen geredet und das ist permanent auch Thema in meinem Stream. Und wir befassen uns mit auch diversen Leuten aus der rechten Szene. Und das, dieses Muster kommt nun mal immer wieder auf. Warum hört man da nie, wenn sie sich mit denen beschäftigen, angeblich? Ja? Ich habe noch nie irgendwie einen Dara in einem Stream über einen Schlomo oder so reden hören. Zum Beispiel. Oder einen Martin Sellner oder was auch immer. Oder wen auch immer. Also wann, wo beschäftigen die sich mit Rechten? So privat oder wie? Ja toll, das bringt's auch. Ja, keine Ahnung. Ja. Chat bitte nicht. Freundlich sein und andere Nutzer nicht als dumm bezeichnen, sonst ist der Mod-Status auch ganz schnell wieder weg oder ihr werdet halt getimeoutet oder gesperrt. Hier in Deutschland werden die Dinge einfach durcheinander gebracht durch diese böse Verschwörung von außen. Und das, was nun mal hilft, ist, und die machen, also ne, das, was uns durcheinander bringt hier in unserer Gesellschaft, das ist dann immer alles, was irgendwie Gleichberechtigung bringt oder Demokratie. Und indem man dann die Verschwörung besiegt, dann ist endlich Schluss damit. Und dann werden die Ausländer alle nicht mehr von außen kontrolliert, dass sie hier hingeschickt werden. Die werden dann alle natürlich zurückgehen dorthin, wo sie hingehören, weil da gehören sie ja auch hin, da wollen sie ja auch eigentlich sein von Natur aus. Du redest über und selbstverständlich gibt es dann keine Homosexualität mehr oder Transmenschen mehr, weil die wurden ja auch erfunden von den Globalisten. Und behauptet irgendein AfDler das? Also ja, also es geht, also es ist so komplett Unrecht hat er nicht. Also es geht schon in eine gewisse Richtung. Ich habe die Honigwabe ja gesehen und deren Argumentation war ja immer, okay, diese Phänomene, die gab es in den letzten Jahrzehnten, also sind in den letzten 10 Jahren extrem stark angestiegen und da haben sie auch Studien gezeigt, die das vor allem für die USA sehr, sehr gut belegen. Also wie extrem das angestiegen ist. In kürzester Zeit, vor allem bei den ganz Jungen. Weil dort anscheinend in den Medien, im Bildungssystem, wo auch immer, anscheinend schon eine starke Beeinflussung in diese Richtung stattgefunden haben muss. Anders lässt sich dieser Anstieg ja nicht erklären. Ich meine, die Leute denken sich ja nicht, war eigentlich die ganze Zeit anderer Meinung, aber heute, jetzt bin ich aus unerfindlichen Gründen plötzlich, habe ich eine andere Sexualität. Also das denkt sich ja keiner. Also ja. Naja, ist zum einen, ja klar, also zum einen durch diese, ob es jetzt an der Woken-Ideologie, aber vielleicht ist es auch einfach, weil es medial gepusht wird, klar. Aber woher kommt denn das? Sind das nicht auch die Konzerne wieder, die das irgendwo pushen? Also müssten die Rechten ja dementsprechend auch die Konzerne kritisieren. Das tun sie aber komischerweise nicht, sondern sie suchen sich komischerweise immer irgendwas anderes, was schuld daran ist. Aber nicht die guten Konzerne. Nein, nein, die sind nicht daran schuld. Ja. Auch hier auch sind die Rechten auch hier in kompletten Stockholm-Syndrome gefangen. Genau wie die Woken. So, ne? Ja, anstatt die Konzerne und den Kapitalismus an sich so zu kritisieren, suchen sie halt, also sie stellen nicht das System in Frage, sie stellen nie das System in Frage. Das ist ja das zum Beispiel auch, was Morph oft sagt, ne? Sie stellen nie das System in Frage, sie stellen immer nur die Ursachen oder die Nachwirkungen, was das, aber sie fragen nie, hey, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Und da sind die, finde ich, genauso. Sind alle auf einem Auge blind aus meiner Sicht. Moment mal, Sella, stellst du das System in Frage? Denn ich würde ja, also ich bin ja Sozialdemokrat, ich würde sagen, wir brauchen eine andere Wirtschaftspolitik, ein anderes System, das halte ich erst. Das ist halt die Frage. Das ist halt die große Frage, ne? Das ist halt die große Frage. Viele stellen das System grundsätzlich, also einige stellen das System grundsätzlich in Frage, wie jetzt Erwin, ne?
Und du bist ja eher so, du wirst das System gerne beibehalten, weil du der Meinung bist, dass es wahrscheinlich das Beste ist, was wir haben. Das sagen ja auch die Rechten, nennen wir was Besseres als Kapitalismus. Ne? Da ist halt, das ist halt die Frage. Ich kann dir die Frage halt nicht beantworten. Also ich bin auf der einen Seite bei dir ähnlich, dass wir, aber trotzdem muss ja das System, also du bist wahrscheinlich dafür, dass man das System renommieren müsste, ne? Dass man es verbessern könnte, den Kapitalismus verbessern sollte, sagen wir mal so. Oder so würde ich jetzt grob schätzen, würdest du das sagen, oder? Ja. Oder liege ich falsch? Aber ungefähr. Wie gesagt, ich bin halt nur dafür, dass eine Wirtschaftspolitik gemacht wird, wie sie schon mal gemacht wurde. Ich habe auf meinem Kanal auch eine Debatte mit Fabian Lehr. Da, ja, also der ist guck ich mir für eine Abschaffung an. Des Kapitalismus und ja, genau. Ja. Schaut da gerne mal vor. Das ist halt die Frage. Da bin ich habe da keine Antwort gefunden. Eigentlich bin ich da schon eher bei dir und sage, aber trotzdem ist ja grundsätzlich, bleibt ja das Problem trotzdem des Systems bestehen, oder nicht? Weißt du, was ich meine? Also selbst wenn wir das innerhalb des Systems jetzt das verbessern, ich glaube, die große Ungleichheit wird trotzdem bleiben. Aber ich bin hier nicht der Wirtschaftsexperte oder Ökonom, Top-Ökonom, der da irgendwie die Lösung hat dafür, ne? Also will ich nur mal gleich sagen. Ja, wie gesagt, es wurde ja schon mal eine bessere Wirtschaftspolitik gemacht. In den 60er, 70er Jahren. Genau. Da hatten wir Vollbeschäftigung, ja. Da hatten wir ein gerechteres Steuersystem, da hatten wir 50 steigende Löhne, viel stärkere Gewerkschaften. Genau. Dort hatten wir, also da, in den 60er Jahren. Darauf würde ich auch vielleicht versuchen hinzuarbeiten und dann schauen, wie es dann aussieht, ne? Dann Schritt für Schritt gucken, was man noch verbessern könnte, ne? Ja. Aber also, aktuell, natürlich habe ich auch keine Lösung für, aber ich meine nur, generell wird sich halt nie das System hinterfragt. Das meine ich jetzt ganz generell irgendwie. Und egal, ja. das greift jetzt zu weit. Ich mache da eh noch mal ein eigenes Video zu irgendwann. Auch zum Konservatismus. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich hatte ja so ein Video Kapitalismus in der Ketzerkirche und die schauen sich so eine wirklich absurde Karikatur des Kapitalismus oder nicht Karikatur, so eine Verherrlichung an, so ein Idealbild, ja, genau. Das in der Realität nicht existiert. Sie tun so, als würden wir in einem System leben, das es so nicht gibt. Ja, also Kapitalismus ist eine Leistungsgesellschaft, haben die gesagt, das vollkommener Schwachsinn ist. Und also, es ist eine der Markt ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, ne? Es ist ein System aufgebaut, sich selber zu erhalten und immer wieder zu erneuern, bis es eventuell irgendwann kollabiert, das wüsste man nicht. Munkelt man, dass es passieren könnte, also einige Wirtschaftsökonomen, aber andere sagen, ja, man muss es verändert sich ja eh immer wieder. Und deswegen verstehe ich halt auch Konservative nicht, dass die den Kapitalismus verteidigen, weil eigentlich müsste der Kapitalismus der größte Feind von Konservativen sein, weil er stetig alles einem Wandel unterzieht. Das hat ja Marx schon gesagt damals. Ne? Egal, was man von Marx hält, aber er hatte in der Hinsicht da recht. Der Kapitalismus untersteht alles einem Wandel. So, ständig ist alles im Wandel. Guck mal, seit Aufkommen des Kapitalismus ändert sich so viel so schnell. So, ne? Wie willst du da konservative Werte bewahren überhaupt in diesem System? Naja, egal, das führt jetzt zu weit. Sorry, ich wollte jetzt nicht zu weit ablenken. Aber das sind halt so Gedanken, die mich aktuell so ein bisschen beschäftigen, sag ich mal. Weiß ja nicht, was der Chat davon hält. So zu den Gedanken. Naja. Ja, der Arbeiter, der wird halt seine Position dort, wo er ist, die wird er dort gut finden. Und wir haben selbstverständlich nicht mehr diese Inkompetenten, in Anführungszeichen, in der Regierung und an der Spitze der Wirtschaft, weil die sind ja auch nur dort, weil die Globalisten sie dort eingesetzt haben. In Wirklichkeit wäre, und das ist das von, was eben auch deine rechtsextremen Fans aus der YouTube-Szene und so weiter immer wieder propagieren. Warum musst du einfach persönlich werden? Ich verstehe das. Dann endlich von Natur aus derjenige an die Spitze kommt, der sowieso am besten dafür geeignet ist. Junge, was du beschreibst, ist die IB. Okay, was du beschreibst, ist einfach eine. Ich beschreibe die beschreibe die AfD und ich beschreibe die NPD und ich beschreibe auch die Leute, die sie wählen. Und ich beschreibe auch die Republikaner in den USA. Ja. Und ich beschreibe auch diverse Leute auf Twitch und auf YouTube, die auch ihre Kanäle und Streams haben und auch sowas den ganzen Tag predigen. Genau, kurz gesagt, alle, die nicht so denken wie du, sind das, richtig? Nein. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die nicht so denken wie ich, aber keine Verschwörungsideologen oder Rechtsextreme sind. Hör mal, ich kann mich sehr gut mit FDPlern und CDU. Das sagt doch eigentlich schon alles. Ich sag's ja, diese Wokisten sind für Neoliberalismus komplett offen. Ulan und SPD-Lan und so weiter. Und glaubst du, dass jeder, der die AfD wählt, ein Rechtsextremer ist? Nein, aber gut. Wie viel die AfD Prozent ist jetzt schon eine ganze Weile dabei. Wie viel Prozent davon sind Rechtsextremer? 80% mindestens.
80% von den AfD-Wählern sind rechtsextrem. Ja, natürlich, Erwin, ja, sorry, aber der Arbeit. Das war auch so ein Ding. Prozent, hat er gerade gesagt. Ja, das war auch richtig gut. Das würde ich so, das würde ich auch absolut nicht teilen. Ne? 80% der halt Wähler vor allen Dingen. Also, das heißt, ja, ein Drittel der Bevölkerung in Sachsen ist leider rechtsextrem. Tja, alle, die mir jetzt auf Sachsen zuschauen oder allgemein aus Ostdeutschland, schade für euch. Und auch in Ostdeutschland sind mittlerweile fast 20% der Bevölkerung rechtsextrem. Das passiert. Also die Bevölkerung, die ist ganz plötzlich kompletter Blödsinn. Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also ich glaube, aber da hat er riesengroßen Schwachsinn, weil es gerade einige im Chat schreiben. Natürlich, das hat nichts mit der Realität zu tun, sowas anzunehmen. Nee. Also da muss man ganz klar sagen, es gibt so viele Leute, die, ich meine, wie ich, ehemaliger linken Wähler sind, ne? Und jetzt AfD aus Protest wählen oder aus Mangel an Alternativen, sag ich mal, oder aus was auch immer für Gründe. Aber ich glaube, der nur marginaler, was heißt marginaler, aber zumindest ein Teil ist da wirklich, wirklich rechtsextrem. Ich glaube, nur ein ganz geringerer Teil. Also wenn man wirklich von Rechtsextremismus im Sinne von Extremismus bedeutet, ja, dann auch wirklich, ne? Weil rechtsextrem ist jeder, der Migration begrenzen will, der den Wokismus kritisiert oder der Frieden fordert. Also das ist alles rechtsextrem. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Arbeiter. Hast du eine Studie dafür? Hast du eine Studie dafür? Dass er auch bei solchen Denken anlernt. Gibt es eine Umfrage oder eine Studie oder irgendwas dazu? Das heißt, Moment mal, das heißt diese. Ja, schick sie mir bitte, schick sie mir schnell. Es würde mich interessieren, weil weißt du, was ich nicht verstehe, das musst du mir dann erklären. Du musst mir das erklären. Erklär mir das kurz. Dann kann ich dir sowas gerne schicken. Kein Problem, schick es mir. Fragen und Statistiken zu bestimmten Meinungen der Bevölkerung. Aber das Ding ist halt eben. Nein, gibt es nicht. Nein, so eine Statistik, die erhebt, dass 80-90% der AfD-Wähler rechtsextrem ist, die gibt es nicht. Also, das kann ich euch jetzt schon versprechen, die wird es nicht geben, weil das einfach von da frei erfunden wurde. Dass es am Ende darauf ankommt, nicht auf die politischen Positionen, sondern eben auf das verschwörungsideologische Denken. Schau, warte. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das ist in den letzten Jahren ziemlich durch die Decke gegangen. Warte, ich habe eine Frage an dich. Bitte warte kurz. Ich habe eine Frage an dich. Wie kommt es, dass sehr viele Wähler von der AfD Menschen sind, die früher die Linke gewählt haben? Sind die einfach. Ja, die Linke ist wahrscheinlich auch rechtsextrem gewesen. Also einen anderen Schluss kann es ja nicht geben. Ja. Über Nacht einfach Nazis geworden? Nein, das war auch damals. Und würden jetzt aber Sarah Wagenknecht wieder sofort wählen? Verschwörerisches Denken. Das ist ja das Ding, deswegen hat die Linke diese Leute ja nicht halten können. Weil nun mal die Linke wurde wahrgenommen einfach als sozusagen die Partei, die man dann auch als Verschwörungsideologe gewählt hat, weil die einfach der Buhmann war. So, die waren Anti-Establishment, beziehungsweise das Establishment mochte die Linke nicht. Ergo, wenn Verschwörungsideologen. Ja, vor allem, da es so viele Verschwörungsideologen, was auch immer das sein soll, in Deutschland gibt. Also, ihr seht, das ist daraus Erklärung für alles. Ausnahmslos für alles. Also, für jedes politische Problem. So nennt nachher irgendein Problem, ja, das ist nur, weil es so viele Verschwörungstheoretiker gibt. Sonst hätten wir ja total tollen Diskurs. Also, er hat ja gesagt, dass er mit CDU-Lern, FDP-Lern, SPD-Lern, also mit total neoliberalen und kriegshetzerischen Leuten absolut kein Problem hat. Aber Verschwörungsideologen, also Leute, die Frieden fordern beispielsweise, die mit denen darf man auf keinen Fall irgendwas gemeinsam machen. Die sind ganz, ganz schlimm. Die sind ja auch rechtsextrem und wählen dann die AfD. Ja, sie machen tun sich dabei auch keinen Gefallen, ne, wenn sie alles in einen Topf werfen wollen jetzt hier. Das ist halt, das ist total, und dadurch haben sie sich ja letzten Endes auch selber entlarvt, ne? Deswegen macht sich da jeder über sie lustig, weil sie einfach komplett alles nur noch in einen Topf werfen und jeder ist plötzlich Putin-Versteher und Friedensschwurbler und rechts und Nazi. So, das ist ja auch das Ding, warum sie keiner mehr ernst nimmt, ne? Ja, ja. Loge warst du so, ja, anscheinend. Ja, die Mainstream-Medien verbreiten das halt andauernd. Also das, was Lara sich jetzt hier herbeischwurbelt, das hat halt Rückhalt in den Medien, die einen Großteil der Bevölkerung konsumiert. Ich habe so einen richtig hetzerischen Bericht im NDR, zwei hetzerische Berichte über Markus Fiedler gesehen. Also die einfach alles, also die Zitate von ihm aus dem Kontext reißen, um gegen ihn zu hetzen. Hatte ich auch hier auf Twitch drauf reagiert, habe ich zwei Videos auf meinem zweiten Kanal. Schaut da gerne vorbei, das ist so. Ja, oder schaut bei Vicky Hausen am besten vorbei. Die haben da zwei ausführliche Folgen zu gemacht, wo sie sich damit beschäftigen. Das sind die für irgendwie 88 und 90. Ja, sowas passiert in unseren öffentlich-rechtlichen Medien, was Lara hier beschreibt. Also wir haben viele Leute in diesem akademischen Milieu, aus denen sich auch diese Fernsehsender rekrutieren, die so denken wie Lara oder zumindest so ähnlich denken.
anscheinend sind die wohl gut. Mit denen hat das Establishment so seine Probleme, also unterstütze ich die. Und dann kam irgendwann die AfD und dann sind die alle rüber geswitcht, weil sie gemerkt haben, ja gut, die vertreten ja viel ehrlicher meine verschwörungsideologischen Ansichten. Hey, du weißt, dass das eine Verschwörungstheorie ist, die du da verbreitest. Das ist tiefster Schwurbel, Junge. Tiefster Schwurbel. Geh und rede mit Menschen. Ziemlicher Schwurbel, weil, glaub mir, ja, ich rede mit einer ganzen Menge Menschen. Glaub mir. Und ich habe auch schon mit einer ganzen Menge Menschen geredet. Okay, gut, aber ich weiß nicht, wie du das machst. Und glaub mir, das ist halt das Problem, dass dieses verschwörungsideologische Denken viel verbreiteter ist, als es viele wahrhaben wollen. Schau, ich habe hier einen Typen, wie gesagt, der war früher bei der AfD, ist wegen diesem Stream aus der AfD ausgetreten. Ja, weil er hier actually gesehen hat, dass das nicht so gut ist, für diesen AfD Typen zu sein. Warte kurz, ich kann ihn dir schicken und du redest Achso, mit ja, ihm. Das ist natürlich Moment, du redest super mit Gegenbeweis. Ihm. Nein, ist nicht Gegenbeweis, sondern es ist einfach ein echter Mensch. Rede einfach mit ihm und lass dir erzählen, er kennt Menschen in der AfD, er kennt Menschen, die sie wählen, er war dabei. Der kann dir einfach erzählen, was für Leute das sind. Du kannst gerne Franziska Schreiber, mit der ich auch geredet habe, einladen. Sie wird dir auch was über die AfD erzählen. Sie kann dir auch erzählen, wer dabei ist und wer nicht dabei ist, welche Leute. Ich habe mit all diesen Leuten geredet. Und sie alle sagen das Gegenteil von dem, was du redest. Jetzt kannst du natürlich sagen, dass das alles Agenten sind, die irgendwie mich belügen, aber ich glaube nicht. Also so einfach ist die Welt nicht, weißt du? Und ich finde, du machst ja die Welt viel zu einfach und ich finde deine... Ach so, das ist einfach, Erwin. Das ist sehr einfach, was ich gerade gesagt habe. Das ist sehr einfach, weil du reduzierst einfach sozusagen alle Menschen, die die AfD wählen, auf Verschwörungstheoretiker. Das ist einfach lächerlich. Du sagst, 80% sind rechtsextrem, dafür gibt es weder Hand noch Fuß. Das ist einfach irgendwas, ja? Es ist irgendwas. Erwin, es, wie viele von denen sind rechtsextrem? Entschuldigung, es tut mir leid, aber warum sagt man, dass wenn die Sarah Wagenknecht zur Wahl stehen würde, sie die AfD halbieren würde? Weil Sarah Wagenknecht verschwörungsideologische Narrative bedient. Zum Beispiel wie was? Sie dog-whistelt während der Corona-Pandemie, sie ist bei der Migrationspolitik restriktiv. Beispiele. Und selbstverständlich beim Ukraine-Krieg bedient sie auch das Narrativ von, warum machen wir nicht endlich Friedensverhandlungen? Boah, sie will Frieden scheißen. Sie will Frieden scheiß schwurbeln, das habe ich auch gesagt. Das Ganze ist für Dara schon schwurbeln, das hat man ja schon, also das habe ich jetzt schon 10-mal gesagt, aber man kann es nicht häufig genug betonen, einfach zu fordern, ja, wir sollten Frieden verhandeln, das ist schon schwurbeln, das geht gar nicht. Und wenn man daran dann die Belege dafür nennt, dass das möglich wäre, beispielsweise die offizielle russische Position oder das russische Entgegenkommen bei den Friedensverhandlungen in Istanbul oder die russische Politik der letzten 30 Jahre, die gegenüber dem Westen sehr entgegenkommt, war, ja, das spielt alles keine Rolle, das ist Schwurbel. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja. Nazi einfach, sie will Frieden, diese, wie kann sie nur? Erwin möchte Höcke auf Frieden. Junge, ich frage dich, was die Verschwörungstheorien sind. Erwin möchte Höcke. In der Ukraine, ja. In der Ukraine, ja, weil er halt der Meinung, also er macht das nicht aus abstrakter Friedensliebe, sondern einfach, weil er der Meinung ist, dass das im deutschen Interesse ist. Er ist ein Nationalist und das ist ja jetzt erstmal eine legitime Position. Höcke auf Frieden. Was sind die Verschwörungstheorien? Erwin möchte Höcke auf Frieden. Der redet von Frieden. Der möchte auch Frieden, oder? Einfach ja sagen und zum nächsten Punkt übergehen, würde ich machen, denn Phil Höcke Frieden, tolles Meme. Wie gesagt, also die den Proletopia, die Shorts für Proletopia, atmet Höcke noch auf Luft. Die den Shorts-Kanal für Proletopia, die Shorts für Proletopia erstellen, oder ich weiß nicht, ob er selbst das macht, aber die das machen, nehmt dieses Gespräch und zieht da 50 Shorts oder 60 Shorts raus. Die findet ihr. Ihr findet so viele Shorts in diesem Gespräch. Also Dara blamiert sich hier wirklich alle 2 Minuten. Also nicht mal. Also die Frequenz ist wahrscheinlich noch höher. Das ist so lächerlich, was der Typ hier von sich gibt. Also ja, so atmet Höcke auch Luft, aussehen. Ja. Oder, ja, klipp das alles mal. Also das ist so genial. Das ist der Wahnsinn, ne? Was man in einem Talk alles für Müll raushauen kann. Ich meine, wir verwerten das Gespräch hier auch jetzt gerade nochmal durch eine Reaktion und die wird wieder gut geklickt werden. Ich meine, Dara klickt sich immer gut, seltsamerweise. Weil es einfach unterhaltsam ist. Weil, also, ist ja einfach Gossip. Das ist sowas wie Boulevardjournalismus hier auf sowas zu. Ja, meine Frage: Was dachtest du denn anfangs von Daras? Hast du von ihm gehört oder hast du ihn selber so erlebt im Chat? Wie bist du auf Dara gekommen? Frag mal so.
war früher nicht auf Twitch unterwegs. Ich habe ihn zuerst auf seinem YouTube-Kanal gesehen, als er ein Interview mit Future Sapiens hatte. Das ist ein basierter YouTuber. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Ah ja, der. Hat leider nichts mehr gemacht in den letzten 2 Jahren. Nichts Großartiges mehr. Aber mit dem hatte der ein Interview und da dachte ich, okay, ein linker Streamer basiert. Dann bin ich... ja, Proletopia hatte ich ja auch schon so mitbekommen. Also Proletopia hatte ich am Anfang kritischer gesehen als Dara, weil Proletopia sich dauernd mit irgendwelchen großen Streamer wie KuchenTV oder so gestritten hat und sich dabei ziemlich dumm angestellt hat. Aber ja, mittlerweile hat sich das gedreht. Also Proletopia nach Beginn des Ukraine-Krieges basiert Dara ein Kriegshetzer. Anders kann man das nicht beschreiben. Also bei Dara, als ich gemerkt habe, was für jemand das ist, da hatte ich nämlich zuerst in seinen Chat geschrieben, Moment mal, du bist für Waffenlieferungen in die Ukraine. Ich war nämlich völlig überrascht. Mir war überhaupt nicht klar, dass er dafür Waffenlieferungen ist. Ich habe ihn ja auch nicht so aktiv verfolgt. Ich war ja auch nicht groß auf Twitch. Bin ich ja immer noch nicht. Also so häufig bin ich ja nicht in irgendwelchen Chats unterwegs. Und dann er so, ich so, ja, warum? Weil die Ukraine angegriffen wird, dann halt hin und her. Und ich so, also als er dann gesagt hat, ja, aber Russland hat sich doch, die Ukraine ist da einmarschiert und bla 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 bla, diese ganze moralische Argumentation. Und ich so, und der Westen hat 2014 in der Ukraine einen Putsch unterstützt. Ist das besser? Und dann er so, aber was soll denn jetzt diese Verschwörungstheorie? Ja, also da war mir ziemlich klar, okay, kannst du dir nur in den Kopf fassen. Aber ich habe auch Florian nichts gegen Dara gesagt. Also ich habe auch nichts öffentlich gesagt. Ich will ja kein Beef mit anderen Leuten. Ja, also ich dachte auch, ja, kein Beef. Na, ich glaube, das, ja gut, ihr hattet ja schon euren Talk, ne? Also jetzt hat Dara will anscheinend Streit, diese ganzen Walkisten. Also jeder versucht mit ihnen sachlich zu debattieren, endet darin, dass sie, oder fast jeder versucht, nicht wirklich jeder, dass sie einen in die rechte Ecke stellen, dass sie irgendwelche Sachen über einen behaupten, die schlicht und ergreifend nicht stimmen. Also das sind politische Gegner und dagegen muss man vorgehen. Natürlich mit sachlichen Argumenten. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab das aufgegeben. Ich kann die eigentlich nicht mehr, ich kann die null noch ernst nehmen. Die mit jedem Tweet, mit allem, was sie machen sich nur noch lächerlich als überhaupt. Deswegen, also, ich war ja auch anfangs, man müsste die bekämpfen, in Anführungszeichen, man müsste das aufklären. Mittlerweile, alle, die machen sich so selber zum Ei und Kuchen und TV und alle, die zeigen's ja auch, ne? Die großen Leute, also, die machen sich alle nur selber zum Ei. Das ist der Wahnsinn. Aber Florian Brückner schreibt, Sella Agi soll endlich mal, was? Sage Agi endlich, dass ich und Hodi Mod sein sollen. Wer ist denn Hodi? Keine Ahnung. Scherz. Achso, es war nur ein Scherz. Ja, aber ich kann die halt... Noch. Ich hatte ja anfangs Dara mal geschaut, ne? Auf Twitch ganz normal. Da hat er sich noch der radikale Demokrat, das war ganz am Anfang. Da dachte ich, eigentlich... Oh, der hat Ahnung, da war ich ja noch bei den Rechten. Oh, der hat scheinbar doch Ahnung. Und was der so geredet hat, klang auch gar nicht so schlau. Da hat er aber über Wirtschaft eher geredet, so ein bisschen, ne? Aber dann nach und nach ist mir das halt erst klar geworden, was das für ein Typ überhaupt ist. So, sorry. Ja, der ist wirklich komplett diese antideutsche Ideologie hat er internalisiert. Ja, wie gesagt, das ist mir auch erst nach Beginn des Ukraine-Krieges klar geworden. Der hat sich ja auch nicht groß mit Identitätspolitik beschäftigt, also jedenfalls nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Also. Ja. Das freut mich, Florian. Oder uns. Was sind die Verschwörungstheorien von Sarah Wagenknecht? Hab ich dir gerade gesagt. Möchte Höcke aufreden? Ich kann dir das auch noch weiter erklären. Kannst ich du frage Frage dich, nein, du beantwortest zuerst meine. Komm schon, behauptet, Sarah Wagenknecht ist Verschwörungstheoretikerin. Meine Frage was hat sie welche Verschwörungstheorien hat sie verbreitet? Beantworte meine Frage. Nix, Erwin hilft dir nicht. Beantworte meine Frage. Kurz meine Frage beantworten. Ich habe die meine zuerst gestellt. Beantworte sie, dann beantworte ich deine. Ist alles gut. Alles klar. Du weißt, wie Gespräche funktionieren. Naja, weil Friedensverhandlungen einfach permanent stattgefunden haben. Deswegen ist das eine Verschwörungstheorie, wenn man sich dann hinstellt und sagt, warum machen wir das nicht endlich? Das hat sie nicht weil gesagt. Man damit ja suggeriert, dass die Regierung unbedingt einen Krieg möchte und auf Friedensverhandlungen verzichtet und de facto der Krieg jederzeit beendet werden könnte. Sie deswegen sagt, ist das eine Verschwörungstheorie. Das ist keine Verschwörungstheorie. Man suggeriert sozusagen, da ist eine böse Verschwörung im Hintergrund, die wollen unbedingt den Krieg weiterführen. Und wir müssen deshalb ganz dringend Friedensverhandlungen führen, obwohl die ganze Zeit passieren. Hat die USA gesagt, dass sie bis zum letzten Ukrainer kämpfen wollen? Erwin. Hat sie oder hat sie nicht? Erwin, das heißt doch nicht.
Ja, das haben die USA gesagt, da hat Erwin völlig recht. Und um nochmal auf Donauber einzugehen, ja, der Holodomor hat nur, weil Sturm habe ich gerade mit dem Holodomor argumentiert und sagt, deswegen hätte die Ukraine so Vorbehalte gegenüber Russland, aber es ergibt nicht so Sinn. In absoluten Zahlen sind beim Holodomor am meisten Russen gestorben. Und relativ zur Bevölkerung, wenn man sich die Sowjetrepubliken ansieht, sind am meisten Kasaken gestorben. Das heißt, die Ukraine war weder relativ noch absolut am stärksten von dieser Hungersnot betroffen, die in der damaligen Zeit herrschte. Also es war auch in der Ukraine eine verheerende Hungersnot, keine Frage. Aber in anderen Sowjetrepubliken hat die halt noch schlimmer gewütet. Nicht, dass es keine Friedensverhandlungen gibt. Nein, Und das. Kasachstan hat ja jetzt auch keine deswegen antirussische Regierung. Oder Belarus, wo der Hungersnot natürlich auch gewütet hat. Also diese Logik, da ist geschichtlich mal irgendwas passiert und deswegen wird da jetzt nie so diese Politik gemacht, das greift zu kurz. Hat sie auch nie gesagt, dass es keine Friedensverhandlungen. Sie hat gesagt, wir müssen Friedensverhandlungen Doch, Sahra erfolgreich Wagenknecht hat umsetzen. die ganze Zeit das Narrativ bedient. Was? Wir machen keine Friedensverhandlungen und wir sollten endlich mal damit anfangen. Ja, wir und sollten damit eben dieses erfolgreiche. Narrativ bedient oder sie Sie suggeriert hat nie immer und gesagt, immer das ist. wieder, die Nein, Regierung das stimmt möchte ja nicht. gerne weiter Krieg führen. Das Das ist ist eine Verschwörungstheorie. faktisch falsch, was du sagst. Sie hat selber gesagt, dass Verhandlungen von Boris Johnson torpediert wurden, dass es Friedensverhandlungen gab. Das hat sie letztens. Das heißt, sie kann nicht leugnen, dass es Friedensverhandlungen gibt. Das stimmt ja nicht, was du sagst. Das Das widerspricht mit ja. dem Boris. Daran denkt sich irgendein absurder Schwachsinn aus, der nichts mit der Realität zu tun hat. Ihr merkt es gerade, ich weiß nicht, ob er sich nicht damit beschäftigt hat oder ob er sich da irgendwas ausdenkt und ganz genau um die Wahrheit weiß. Oder die Wahrheit, also zwei Möglichkeiten. Entweder ihm ist die Wahrheit egal oder er kennt die Wahrheit und versucht jetzt trotzdem irgendwas herbeizuschwurbeln. Also in beiden Fällen würde er lügen. Also in beiden Fällen wäre es eine bewusste Unwahrheit, was er da sagt. Boris Johnson ist ja das Narrativ, dass Friedensverhandlungen angesetzt waren und dann kam Boris Johnson und hat das verhindert. Nein, es gab schon Friedensverhandlungen und er hat gesagt, die sollen unterbrochen werden, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat sie gesagt. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja, was So, daran und eine deshalb Verschwörungstheorie. hat sie das genannt, aber trotzdem gab es drumherum immer weiter selbstverständlich Friedensverhandlungen, aber die wurden eben von russischer Seite vor allem abgelehnt. So, Warte, und indem man, und warte das, mal. was Sahra Wagenknecht dann getan hat, ist ja eben genau dann wieder diese Narrative spinnen, dass der Westen unbedingt keine Friedensverhandlungen möchte, obwohl es die immer und immer wieder gab. So, und das ist Das eine ist eine politische. Nein, Verschwörungstheorie. ist es Und nicht. damit Das ist keine bedienen sie Verschwörungs. Das ist Verschwörungsideologen keine. und deshalb sind ja Warte, auch warte, die ganze warte, Verschwörungsideologische Szene, warte. auch zum Beispiel der Höcke, Dara, das ist keine bedient genau Verschwörungstheorie. das gleiche Narrativ. Und deswegen finden Dara, sehr viele das ist AfD-Wählerinnen und Wähler Dara. nun mal auch Sahra Wagenknecht super, weil die Dara. immer dabei ist. Das gemerkt, Dara hat kein einziges inhaltliches Argument gebracht. Weizengummi schreibt im Chat, ich glaube, Dara beschäftigt sich mehr mit Diskussionstaktik als mit Inhalt. Absolut. Also er sagt ja nicht mal, dass es falsch, was Proletop, dass er falsch, was Proletopia hier verbreitet. Nein, er sagt einfach Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie, egal was Erwin sagt. Erwin könnte wirklich detailliert jedes einzelne Detail dieser Friedensverhandlung, was an die Öffentlichkeit gekommen ist, hier ausbreiten und Dara würde immer noch Verschwörungstheorie schreien. Also, ja. Ja. Ist, wenn es gerade in der großen Krise darum geht, genau das verschwörungsideologische Narrativ zu bedienen. So, ich frage dich jetzt eine Frage. Denkst du, dass die New York Times ein verschwörungstheoretisches Blatt ist? Nein. Die New York Times hat exakt das gleiche geschrieben, was du gerade gesagt hast, was Sahra Wagenknecht gesagt hat. Ja. Ja, also Ja, ist und jetzt dann. das. Foreign Affairs hat das aufgeschrieben. Foreign Affairs, die werden vom Council on Foreign Relations rausgegeben. Also, den würde ich jetzt mal nicht eine antiamerikanische Haltung oder verschwörungstheoretisches Denken unterstellen, was auch immer verschwörungstheoretisches Denken sein soll. Was? Naja, Das was? Was denn? dann ist die New York Times auch eine Verschwörungszeitung nach der Nein, Logik. sie nicht, weil die New York Times ist eine Zeitung, die verschiedene Artikel von verschiedenen Autoren und verschiedenen Journalistinnen und Journalisten abdruckt. Also sind diese Journalisten Verschwörungsideologen? Nein, vielleicht der Einzelne, aber es kommt darauf an, was in diesem Artikel stand. Wenn der Artikel besagt hat, Boris Johnson hat bei Friedensverhandlungen interveniert. Dann Nein, ist das einfach nein. nur ein Artikel darüber, dass Boris Nein. Johnson an einem Punkt bei einer Friedensverhandlung Nein. interveniert Es hat. war ein Artikel, der besagt hat, dass. Ja, der genau, das belegt doch genau das, was Erwin gerade ausgeführt hat. Und damit wäre das doch. Ja, was soll man dazu noch sagen? Dass die Amerikaner sich auf Friedensverhandlungen stützen sollen und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen sollen. Das war der Artikel.
von Ihnen? Sturmhaube, wie gesagt, so einfach würde ich mir das nicht machen, zumal es ja in der Ostukraine oder mittlerweile muss man ja fast sagen, ehemaligen Ostukraine, die Gebiete wurden ja jetzt von Russland annektiert, immer noch starke Sympathien für Russland gibt. Also dieses homogene ukrainische Kollektiv, das besteht ja so einfach nicht. Also in der Westukraine mag das der Fall sein, aber in der Ostukraine, ja, man kann sich halt nicht so einfach machen. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Sowohl Rechte als auch Wokies suchen sich immer ganz einfache Lösungen für komplizierte Probleme. Ja, ist so. Ja, das hat jetzt nichts mit rechts oder, also das hast du in vielen politischen Bubbles, wo... Ja, aber du, das ist sehr, schon sehr auffällig, also... Nee, das, was Sturmhaube da gerade argumentiert hat, war gar nicht so unterkomplex, wenn du dich darauf beziehst. Das war in Bezug auf die Ukraine. Er meinte, dass es da schon ein starkes Nationalgefühl gäbe und dass es da schon eine Abneigung gegen Russland gäbe wegen der gemeinsamen sowjetischen Vergangenheit. Wie gesagt, so einfach sollte man es sich meiner Meinung nach nicht machen, zumal dieses starke Nationalgefühl... Also Schwarz-Weiß ist das typisches Schwarz-Weiß-Denken. Nein, das ist nicht... wie gesagt, das waren jetzt nur zwei kurze Kommentare. Zumal diese... extreme Nationalismus in der Ukraine ja gepusht wurde. Ich meine, diese nationalistischen Kräfte, die konnten da jetzt jahrzehntelang Propaganda machen. Zu sowjetischer Zeit, da war dieser Nationalismus ja noch nicht so stark in den 70er oder 80er Jahren. Oder Ende der 80er Jahre vielleicht, als es wirtschaftlich dann bergab ging. Also da hat die Sowjetunion nämlich die Förderung an den Donbass gekürzt. Die hat ihre Kohle nämlich aus Sibirien geholt und eben wegen dieser wirtschaftlichen Benachteiligung gab es dann plötzlich in der Ostukraine auch große Sympathien für eine Abspaltung von der Sowjetunion. Es gab ja dann auch eine Volksabstimmung, wo sogar auf der Krim eine Mehrheit dafür gestimmt hat, von der Sowjetunion unabhängig zu werden. Aber, und das muss man wohl dazu erwähnen, wie gesagt, das ganze Bild sollte immer gezeichnet werden, auf der Krim gab es auch eine Abstimmung darüber, ob sie den Autonomiestatus von der Ukraine erhalten wollen. Und da hat die Mehrheit für eine ja de facto Unabhängigkeit von der Ukraine gestimmt. Also ist alles ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, in 1991, als dieses Referendum stattfand, war das Standing der Sowjetunion sowieso sehr niedrig. Der Warschauer Pakt war schon zusammengebrochen, jedenfalls die ganzen Warschauer Paktstaaten in Osteuropa. Also ja, man muss sich immer die spezifischen historischen Situationen angucken und ja. Stella, wir klammern sich an jedem Strohhalm. Das trifft eher auf dich zu. Du hast ja nicht mal Quellen für deinen Trotz, den du behauptest hier mit deinen Flüchtlingen. Ja, also, ja, aber das heißt doch nicht, dass... Komm erst mal mit Belegen an, dann kannst du mir was erzählen. Von gesagt, keine, Sarah Wagenknecht hat nie gesagt, es gibt keine Friedensverhandlungen. Ja, weil Sarah Wagenknecht versucht dieses Narrativ zu bedienen. Es gibt kein Narrativ, Dara, du kannst nicht einfach sagen, jemand bedient Narrative, wenn er das Gegenteil sagt. Das ist ja lächerlich. Das ist ja genauso, wie wenn man ihr vorwirft, dass sie für Putin arbeitet. Ja. Nein, ist Höcke nicht. Für Frieden. Ist scheiße auf Höcke, Junge. Ist Höcke für Frieden. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Genau, er ist nicht für Frieden. Aber warum? Wie gesagt, ich hätte einfach Ja gesagt. Erwin scheint sich nicht so damit beschäftigt zu haben. Aber wenn er Ja gesagt hätte, dann hätten die Wokies wieder ihren Clip für Twitter gehabt. Also, das wollte Dara hier produzieren. Also, ja. Hätte er jetzt nicht, ich glaube nicht, sagen sollen, weiter sagen sollen, keine Ahnung, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Das wäre dann wahrscheinlich das Klügere gewesen, denn Höcke hat ja gesagt, dass er für Frieden ist. Und halt jetzt aus nationalistischen Gründen, oder wie gesagt, muss man sich dann im Einzelnen angucken, aber ja, dieses ständige Nachgefrage von Dara, das hat natürlich das Ziel, Erwin hier unmöglich zu machen und ihn in die Nähe von Höcke zu rücken, oder Wagenknecht in die Nähe von Höcke zu rücken. Ja, mit Stimme, tut mir sehr leid, dass ich hier unangenehm bin. Kommt er dann immer auch an mit, wir wollen Frieden und wir wollen Friedensverhandlungen? Ja, ich gehe davon aus, weil die gesamte AfD einfach Geschichten erzählt, die einfach man in ihnen lieber nicht glauben sollte, weil sie mit neoliberalen Thinktanks unter einer Decke stecken, ja, die an anderen Dingen interessiert sind. Ja? Ach so, weil die mit neoliberalen Thinktanks unter einer Decke stecken. Richtig. Meinst du nicht, dass die eher beispielsweise auf der Seite von Russland sind? Doch, glaube ich. Gerne hätten, dass Russland gewinnt. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Die AfD, die steckt mit Russland unter einer... Das ist doch buchstäblich das, was diese Leute anderen immer vorwerfen. So eine Bildung irgendeiner homogenen Interessensgemeinschaft, wo es halt zufällig sich überschneidende einzelne Punkte geben mag. Also
da schreien doch diese Leute immer sofort Verschwörungstheorie. Aber wenn es gegen den politischen Gegner gibt, dann darf man sich wirklich die wildesten Geschichten ausdenken. Ja, dann macht das nicht mehr. Das ist schon auffällig, dass die Wokies dann, ne, wenn es gegen den Feind geht, dann auch selber diverse Verschwörungstheorien, so scheint es, erfinden manchmal. Ja, wie gesagt, Verschwörungstheorie, ich halte von dem Begriff sowieso nichts, aber das ist genau das, was diese Wokies anderen immer vorwerfen. Das ist, ja, ihr merkt ja auch, also die Standards, die für andere gelten, gelten für sie selbst natürlich nicht. Glaube ich, ja, total. Ja. Das schließt ja einander nicht aus. Aber ja, warum glaubst du, sind sie auf der Seite von Russland? Boah, das ist, weiß ich nicht. Schon mit dieser Frame, warum sind sie auf der Seite von Russland? Nein, die AfD ist nicht auf der Seite von Russland. Die AfD ist einfach eine nationalistische Partei. Wie gesagt, was man davon halten mag, kann jeder selbst bewerten, aber und sie will Politik machen, von der sie meint, dass sie im Interesse Deutschlands wäre, und hier hat die AfD tatsächlich mal einen inhaltlichen Punkt. Niedrigere Gaspreise sind im Interesse Deutschlands. Ein ausgeprägter Handel zu diesem riesigen osteuropäischen Markt, der großes Entwicklungspotenzial hätte, wenn da endlich mal eine vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht würde, ist im Interesse Deutschlands. Also es gibt doch nichts, was dem deutschen Interesse mehr widerstrebt, als uns von billigen Rohstoffen abzuschneiden. Nicht, ist mir auch egal. Aber der Punkt ist... Sicher, Erwin, ist das nicht eher gerade eine Ausrede? Was ist denn dass dir Ausrede? Das egal ist? Nein. Als könntest du dir das für was soll das eine Ausrede sein? Es ist mir scheißegal. Ich rede jetzt mit dir über meine Strategie und über Sarah Wagenknechts Strategie. Was hat das mit Höcke zu tun und AfD? Das ist mir vollkommen egal. Du willst dir irgendwie so tun, Sarah Wagenknecht macht die gleiche Politik wie die AfD, nur lügt sie darüber, dass sie das nicht tut. Bullshit einfach. Schwachsinn. Das nicht tut. Nein, sie Schwachsinn. Lügt. Nein, wo lügt sie? Sie macht genau das Gleiche, nur eben als Mitglied der Linken, um rechte Politik zu legitimieren. Sie macht doch nicht das Gleiche. Frieden ist rechte Politik, ja, ihr habt das zuerst gehört. Ich sag ja, das ist so genial, hier offenbart Dara seine gesamte Argumentation. Gleiche, das ist doch lächerlich. Die Sarah Wagenknecht macht doch eine ganz andere Politik. Ich brauche keine Argumente, weil du Scheiße laberst. Oh, Sella, du unterstellst... reagieren oder... Das Migrationsthema hatten wir auch schon abgehakt, da brauchen wir nicht mehr drauf eingehen. Ja, ich kann es doch nicht ändern, er schreibt mich ja an. Also er schreibt mich ja ständig an und unterstellt mir irgendwelche Sachen, die ich nie gesagt habe. Wo denn? Was soll ich denn da sagen? Und dann sage ich halt, ja, laberst einen Bullshit. Und dann nervt er halt weiter, was soll ich denn machen? Also ich habe das Thema jetzt nicht aufgeworfen. Also ich werde da auch nichts mehr zu sagen. Er soll halt einfach aufhören, mir Scheiße zu unterstellen, die ich nie gesagt habe. Oder mir irgendwelche Strohmänner anzudichten. So, das nervt halt. Weil das anderes macht, der kann er ja nicht, der Typ. Themen immer genau auf der Seite. Nein, ich sehe nichts. Und das ist das, worauf es ankommt. Nein, damit zeigt sie genau den ganzen verschwörungsideologisch verschwurbelten Leuten. Ich gebe dir einen Tipp. In der Bevölkerung, pass auf, ich bin auch eine Option, die ihr unterstützen könnt. Und deswegen kriegt sie auch massiv viel Applaus von rechts. Nichts von rechts, von einfachen Bürgern. Weil das ist ihre Strategie. Ihre Strategie ist nicht, ich mache einfach, was die AfD tut. Von einfachen Bürgern, die leider sehr verschwurbelt sind. Alles Schwurbler. Ja, 80% der deutschen Bevölkerung sind laut Dara wahrscheinlich Schwurbler. Also wenn du dich mit denen jetzt nicht über Parteien, sondern über politische Inhalte unterhalten würdest, dann würden dir wahrscheinlich ein Großteil der deutschen Bevölkerung, egal jetzt ob links oder rechts, sagen, ja, das, was die da in Berlin machen, das entspricht jetzt nicht unbedingt unseren Interessen. Ich wäre halt das kleinste Übel. Das ist eigentlich das, was du im Alltag am häufigsten hörst, wenn du mit irgendjemandem über Politik redest. Weil hörst du keine Begeisterung für irgendeine demokratische Partei oder für unser tolles System, sondern eher, ja, ich will halt das kleinste Übel. Es machen ja eh keine Politik in meinem Interesse. Also ungefähr das ist das, was du meistens hörst. Und das ist laut Dara schon verschwurbelt wahrscheinlich. Alles ja, Schwurbler, jeder Arbeiter ein Schwurbler, alles gut. Aber der wie viele Leute sie auch nach rechts treiben, merken sie auch nicht. Ne? Das wollen sie. Sie wollen diese Polarisierung. Meinst du? Ja, aber ich denke, sie wollen die Leute überzeugen. Lager, die absolute Hegemonie haben. Sie wollen, dass solche Leute wie Erwin nicht mehr existieren. Sie wissen, dass Rechte existieren. Deswegen auch da versuchen sie hart gegen vorzugehen. Da haben sie dann Verfassungsschutz, die Amadeo-Antonio-Stiftung für Staatssicherheit und noch diverses anderes. Also da. Ja, sie wollen halt, dass neben ihnen nur kein anderes Linkslein existiert, nur sie quasi. Ja, ja, und im eigenen Lager kann man halt schwerer mit Verfassungsschutz und Co. aufräumen. Dafür ist der
Deswegen muss man die so canceln. Also auch das versuchen sie ja sogar schon. Also sie haben es ja erfolgreich geschafft, dass beispielsweise die Friedensbewegung mittlerweile als ganz rechts und vervorbild und alles gilt und mittlerweile als eigenes feindliches Lager angesehen wird. Das haben diese Leute ja schon geschafft. Sie haben ja auch versucht, sie versuchen ja auch Leute wie Sinans Woche und Erwin und Co. immer zu die Plattform, ne, zu canceln quasi. Ja, ja. Das versuchen sie ja. Sie melden sie ständig und versuchen sie unmöglich zu machen. Hast du ja bei Alerta und so gesehen, ne, immer mit Realnamen dann oder bei Dave auch links der Mitte immer Scheiße über irgendwen schreiben, so um diese Leute halt irgendwie entweder abzukapseln oder halt auch vielleicht komplett zu die Plattform. Dann melden sie ja Twitch an, ja, Twitch, der hat der und der Nemesis hat dies und das wieder geschrieben. Ja. Ne? Also die versuchen ja die Leute wirklich. Aber komischerweise sind es nie die Rechten. Nie die Rechten. Es sind immer die Linken, die sie canceln wollen. Oder von der Plattform treiben wollen, komischerweise. Verstehe ich nicht. Warum sie nie Rechte kritisieren. Also ja, verstehe ich schon. Auf ganz großer Ebene schon, Verfassungsschutz, Amadeus-Stiftung, die kümmert sich schon um die Rechten. Aber ja. Sie versuchen dann sie versuchen ja auch immer Proletopia, Sinan und so dann als rechts zu framen, denn ich glaube, die wären ganz froh, wenn die da wirklich ins rechte Lager gehen würden. Dann hätten sie, wenn der Feind bekannt ist, dann hat der Tag Struktur. Ja. Also es lässt sich einfacher gegen einen feindlichen Block gegengehen, als gegen viele verschiedene Feinde. Ich muss auch ehrlich, ich glaube, die sind wirklich so blöd, dass sie auch das einfach, wie soll ich erklären? Dass kein Schwarz-Weiß-Denken sie verunsichert. Also, dass sie wirklich nicht damit umgehen können, dass sie Leute nicht so einordnen können. Weißt du, was ich meine? Nein. Dass sie das sehr verunsichert, wenn sie Leute nicht einordnen können und sie klare Strukturen brauchen. Ah, der ist rechts, der ist links, weil sie sonst komplett durcheinander sind. Weil sie Schwarz-Weiß-Denken eben in ihnen verankert ist. Das habe ich das manchmal das Gefühl. Ja, absolut. Dass sie komplett verunsichert sind. Das ist ein schönes Schlusswort, Sella. Wir haben diese Feindschaft der Wokisten gegenüber dem freien Diskurs, die Feindschaft gegenüber unserem politischen Lager, dieses undemokratische Politikverständnis, glaube ich, gut aufgezeigt. Das wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Ob mit dir oder ohne dir, müssen wir sehen. Du meintest ja jetzt Zeit die nächsten Tage. Also, mal schauen. Ja. Wir werden auf jeden Fall einen zweiten Teil machen oder wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß gleich bei Erwin, da raide ich euch nämlich hin, aber vorher noch ein paar Empfehlungen. Hier ist mein Erstkanal, Agitator der sozialen Marktwirtschaft, da hatte ich zuletzt eine Debatte mit Tobias Huch, also die hatte ich bei Ip im Stream, guckt euch die gerne an und droht ein NATO-Krieg gegen Russland. Auch wichtiges Thema, erst recht im Kontext des Ukraine-Krieges, auch da kläre ich da über einige Dinge nochmal auf, beispielsweise die Aussagen des ukrainischen Chefunterhändlers, der mittlerweile bestätigt hat, dass der Westen einen Frieden verhindert hat. Wie gesagt, das hier ist mein Erstkanal. Schaut da gerne mal vorbei. Schaut auch gerne bei Sella vorbei. Da Selno. Hier, der hat einen Talk mit jungen Moralapostel gehabt, dann ein Video über die blauen Wokies gemacht. Ich glaube, dazu kannst du jetzt noch was sagen, kurz. Ja, ist ziemlich steil gegangen. Hatte auch Urst geteilt, der Typ, falls ihr den kennt. Mhm. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ist auch ein sehr besser Typ, der auch sehr viel die Woken kritisiert. Weiß nicht, vielleicht. Ey, das wäre bestimmt mal ein Talk zwischen euch, wäre bestimmt auch mega interessant mal. Ja. Der hat da auch ein sehr gutes Video gemacht. Muss mal gucken, warte mal. Da unten Woke, ein fataler Fehler. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, vor 3 Wochen hier, ja. Danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Sorry für die Abschweifungen, beim nächsten Mal versuche ich ja. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit, also wenn wir auch da reagieren, das ist sowieso Gossip, wer sich das anschaut, der hat zu viel Zeit. Ja, danke, Softexe. Schön, dass du da warst. Schaut auch gerne mal beim Kanal von Marlon Borchers vorbei. Hier, Marlon heißt der. Schaut auch gerne. Seht euch auch mal den Kanal von MMT mit Jan an. Den habe ich, glaube ich, auch schon letztes Mal empfohlen, aber ja. Schaut dort trotzdem gerne vorbei. Also und nächste Empfehlung, die hatte ich ja vorhin schon abgegeben, der wahre Bürgergeldskandal von Wohlstand für alle. Gutes Video. Hat jetzt 17.000 Aufrufe sogar schon. Schaut euch auch das gerne an. Ihr seid jetzt gleich bei Proletopia. Da würde ich euch jetzt erstmal hin Rain. Naja. Na dann.
So, der Stream, den muss ich gleich noch beenden. Guter Stream, danke für das nette Gespräch. Bitte, bitte, bitte. Ja, so. Wie gesagt, euch viel Spaß bei Erwin. Schreibt mir was im Chat. Das mit Dimasio habe ich schon mitbekommen. Ja, das mit Dimasio, Fabio Dimasi. Der ist der möchte beim BSW mitmachen für die Europawahlen. Ja. Das ist gut, da haben wir einen kompetenten Finanzpolitiker dazu bekommen. Das ist immer gut, wenn sich da neue Leute finden. Schreibt noch wer was? Nee, ich glaube nicht. Und wie gesagt, Erwin talkt jetzt mit Jungmoralapostel, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Aber sonst scheint keiner mal. Die 13 Fragen an Black Lives Matter waren doch auch. Nee, das ist. Jetzt sind sie rüber.